Los. Sehr gut. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 249 in der Zypresse 35, Westbahnstraße 35 A. Ah, wir schreiben den 29.03.2016. Genau. Ich muss schon direkt korrigieren, den Ayran-Podcast. Ja, stimmt. Heute mal ist der Biertauchhorst nicht dabei. Prost. 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 Den Horst haben wir über Ostern verloren. Ja, kurzfristig. Nächste Woche, ja. Und genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Voconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und genauso danke an unseren Flatterer Ayuvo und allen anderen, die uns unterstützen und die kommen und die zuhören und überhaupt. Yeah. Wer sind wir? Genau. Ich bin mal der Gregor und dann... Ich bin die Anna. Ich bin ich. Und ich bin der Stefan. Sehr schöne Kindergeschichte, ich bin ich. Übrigens. Das kleine Ich bin ich? Genau. Das kleine Ich bin ich. Groß. Mira Lupe. Das heißt, wir sind jetzt ein Unterhaltungspodcast? Ja, heute ist der Horst nicht da, jetzt haben wir Narrenfreiheit. Ah, narrische Zeit. Ta-ta, ta-ta. Oh ja, du Gott, so habe ich das nicht gemeint. Das darf man niemals zu einem Könner sagen. Unbedacht. Ja. Die Jecken. Ja, machen wir unser flottes, zusammengefasstes Inhaltsverzeichnis, Schrägstrich, Teaser. Und dass wir uns immer total halten. Ja, es funktioniert wunderbar. Also ich berichte vom Easter Hack 2016. Kurz und bündig. Ich sag mal, spult ans Ende, da kommt dann das, worüber ich reden werde. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. Ich habe eine Musikkarte, Landkarte entdeckt, die echt ziemlich toll ist. Dann habe ich ganz schräge Erlebnisse, schräg dafür, dass ich das aus Deutschland nicht gewöhnt bin. Und zwar dieses Betteln aus Armut versus Betteln aus Professionalität, sage ich es jetzt mal, was ich in Wien erlebe. Das kenne ich einfach nicht aus München. Mhm. Ja, und dann gäbe es noch das ein oder andere Thema, aber es gibt ja auch noch andere Leute, die euch Sachen erzählen möchten. Ja, ich war wieder im Theater, im Burgtheater diesmal, habe mir von Herbert Fritsch inszeniert angeschaut, einen absoluten Klassiker, den eingebildeten Kranken von Molière. Und... Wie oft in letzter Zeit war da Joachim Meyerhoff in der Hauptrolle zu sehen. Dann habe ich noch immer meine lose Themenidee von diesen deutschen Musikliedermachern, die Bücher schreiben. Und ich habe mir ein Humble Bundle wieder gekauft. Es erwischt mich dann doch immer wieder. Diesmal ein Mobile Humble Bundle. Und da wollte ich zwei Spiele vielleicht mal kurz anteasern, nämlich Lara Croft Go und das andere heißt Framed. Ja. Das war's so. Die anderen sind ältere, dabei kann ich mich nicht mehr. Vielleicht rede ich noch über die Serie Vikings, das weiß ich aber noch nicht. Bin mir noch nicht im Klar. Ich kann schon mal erzählen, dass ich nächstes Mal ganz viel zu erzählen habe. Sehr gut. Heute kommst du nicht zum Reden bei der Menge. Ich dachte mir es auch. Der Easter Hack wird ein ordentlicher Block werden, oder? Ach so, der Easter Hack. Ja, er schießt gleich mal los mit dem Easter Hack, oder? Also, ich bin schon fröhlich. Das ist eine Veranstaltung des CCC, die mittlerweile jährlich durch die Gegend wechselt, weil sie in Berlin auch nächstes Jahr nicht stattfinden wird, sondern in Frankfurt. Sonst nicht die alle zwei Jahre in Hamburg? Ich glaube, alle zwei Jahre in Berlin. Was? Ich war in Hamburg. Letztes Jahr auch nicht in Berlin. Das ist der wahre Easter Hack. Warst du dann in Braunschweig? War das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war es in Braunschweig. Ich glaube, ja. Also irgendwie jetzt ist es wirklich jedes Jahr woanders, nächstes Jahr in Frankfurt, wie gesagt, dieses Jahr war es in Salzburg, was sehr nett war, ausgerichtet von den Salzburger, von der Gruppe rund um den Chaos Talk. Das ist übrigens eine ganz hübsche Gruppe, auch mit einem Podcast, den ich dabei auch gleich empfehle, der heißt Let's Netz. Den kannte ich bisher nicht, der mittlerweile auch 18 Episoden publiziert und zumindest zwei weitere aufgenommen am
Easter Hack. Also da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Material und natürlich mit Österreich-Bezug, nachdem es Österreicher sind, die das aufnehmen. Okay. Aber auch ein bisschen mit München-Bezug, weil da Ex-Münchner dabei sind und so. Also das macht dann Spaß, so die Verbindung darüber in das Bajuwarische hineinzuhören. Das hört man sonst auch eher selten bei unseren Podcast-Empfehlungen. Ja, sind die Coding oder was machen du so netzmäßig aufgestellt? Also Netzpolitik, okay. Technik, ein Nerd-Podcast, worüber okay. über ihre Projekte in ihrem Hackerspace nice. Und so weiter. Also die sind ja eben auch eine chaosnahe Gruppe, so wie es auch die Linzer sind. Die haben da auch mitorganisiert. Also die Linzer und die Salzburger haben sich da zusammengetan. Aber ich glaube, die Hauptlast war schon mit den Salzburgern. Und haben das prima auf die Reihe gekriegt. Es war 3,5 Tage, ja, so ungefähr. Also angefangen hat es Freitag Mittag. Also früher hat natürlich schon der Aufbau angefangen, aber so das Mainstream-Programm hat mit Freitagmittag begonnen und ging bis Montag früher Nachmittag. Und das war wirklich dicht gedrängtes Programm. Das Ganze ist eine wesentlich kleinere Veranstaltung als der Kongress. Also man muss sich das vorstellen, so 350 Leute in etwa. Okay. Also es ist ziemlich limitiert, was die Anzahl der Personen angeht. Da hätten viel mehr Leute hinkommen wollen. Ich weiß von Grazern, die keine Karten bekommen haben und auch von einigen Wienern. Mhm. Da waren ein paar Leute dann ziemlich angefressen, dass sie nichts bekommen haben, keine Karten bekommen haben. Was war das für eine Location überhaupt generell? Das ist, ich wollte es eigentlich eh sagen und jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Was geht? Ein Moment. Ich habe es nämlich, glaube ich, aufgeschrieben. Ja, genau. Das ist die Arge Kultur, so heißt das Haus. Das ist auch schon von der Architektur her ein relativ steiler Bau. Das ist so Sichtbeton, ziemlich viel. Mhm. Ziemlich großes Teil, also das hat doch Kellergeschoss bis rauf in den zweiten Stock. Einige Säle, einige Räumlichkeiten. Also das Haus war so 2/3 ungefähr von uns befüllt. Wir haben gehabt ein großes Hackcenter für so 200 Leute. Sprich abgedunkelter und beleuchteter Raum, wo dann alle gesessen sind und gehackt haben. Es war noch ein Workshop-Raum, ein Veranstaltungssaal, ein paar kleinere Seminarräume, in denen Sachen stattgefunden haben. Es waren immer so mindestens 3 bis 4 Sachen parallel im Haus. Also es war doch einiges am Programm. Unter anderem eben auch eine ganze Menge coole Vorträge, die auch mittlerweile schon auf Media, wie heißt das? MediaCCC.de, genau, mhm. Das ist so die Standarddomain, veröffentlicht worden sind. Also das VOC hat sich da reingehängt, hat alles an Vorträgen aufgezeichnet und auch mittlerweile schon publiziert. Und die werde ich im Laufe der nächsten Wochen auch alle bewerben, diese Vorträge, die ich gut gefunden habe. Du nimmst mir gerade meine Notizen weg. Och, ich wollte. Willst du schon vorlesen? Bist du schon ungeduldig? Ich habe mir nur gedacht, ich lese mir das schon mal durch, damit ich mir überlegen kann, ob ich was dazu sagen kann. Auch wenn du es gar nicht gehört hast. Ja, nein, ich würde mal sagen, Lady Nerdinger kennst du nicht. Das ist die Spezialempfehlung für heute. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Kennt ihr die? Nein, also das ist nicht. Eine sehr interessante Persönlichkeit, die in unterschiedlichen optischen Formen, in unterschiedlichen Vorträgen aufgetreten ist. Also die 2 Vorträge gehalten und einer davon, die Design-Horror-Presen-Show, ein absolutes Highlight. Also ich habe sie jetzt das erste Mal dort live und in 3D erlebt und sie ist ein Erlebnis. Mhm. Der Vortrag eigentlich über Design gleitet aber dann auch immer wieder in politische, netzpolitische Aspekte ab und Marketing-Aspekte ab. Sehr interessant. Sie ist eine Mischung aus Nerd, Designerin und Kunstfigur. Okay, wow, interessant, ja. Und ich würde sagen, sie ist auch ein Showtalent noch dazu. Also absoluter Spaß, ihr zuzusehen. Es war so eine Nachtsession, die gegen Mitternacht, glaube ich, begonnen hat, so bis 1:45. Und wir haben alle Mordspaß gehabt. Im ersten Mal haben wir gedacht, was macht denn die da? Was zieht denn die da für eine Show ab? Und die hat das wirklich 1/4 Stunden durchgezogen und das war ein großes Vergnügen. Also die habe ich sehr gern gehabt. Die Lady Nerdinger, die hat das mittlerweile schon zum 2. Mal gemacht. Also man kann auch auf dem auf MediaCCC.de die Sachen sich von den letzten Jahren anschauen. Mhm. Und am letzten Easter Hack hat sie auch schon mal sowas gemacht. Da war sie noch nicht im Outfit von diesem Jahr unterwegs, da ist noch ein zusätzliches Highlight drauf.
drauf ist. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einmal diesen Talk. Und vielleicht versage ich dann auch noch ein paar, wenn wir sehen, wie wir mit den anderen Themen weiterkommen. Mhm. Waren echt viele Talks. Mache ich vielleicht noch einen sehr netten, gleich jetzt mit einer hübschen Anschlussgeschichte. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Linus Neumann zu sprechen seinem Vortrag. Ich habe es auf Twitter gelesen. Der hat einen Vortrag gehalten mit dem Thema Trolle werden Trollen, glaube ich, hieß der Titel. Genau, Trolle werden Trollen. Also er sieht sich selber als Troll und das ist er ja auch hin und wieder. Und er hat eben an diesem Vortrag eine Anleitung gegeben, wie man sich zum guten Troll entwickelt und was mittlerweile schon die Problematik ist, dass diejenigen, die man trollt, langsam aber sicher auch schon in die Richtung unterwegs sind, auch schon auf das Niveau kommen und welche Schaufel man jetzt wo nachlegen muss, um die dann doch noch trollen zu können. Also der Vortrag ist absolut auch hörenswert. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Planung ist also, was kommt nach dem Shitstorm? Was kommt nach dem Shitstorm? Nein, ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, keinen Shitstorm versuchen zu erzeugen, sondern zu trollen in dem Sinn, nicht, dass man sich sehr über den anderen beschwert, sondern dass man ihm gewisse Brocken hinwirft, die sie dann aufnehmen und an denen sie dann quasi ersticken selber oder wo sie sich selber dann hineinreiten in sehr unangenehme Sachen und sich selber entblößen, ihre Schwächen entblößen. Also ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst auszuziehen. Absolut. Ich habe meine außerordentlich für mich als Außenstehende niedliche Diskussion, entschuldige Herr Neumann, eine außerordentlich niedliche Diskussion erlebt zwischen dem Linus Neumann und noch jemand anderem, wo sie sich gegenseitig betrollt. Ja, das ist so herrlich. Ja, ja, ganz toll, ja. Ja. Das Thema dürfte ihn schon länger begleiten, weil ich bilde mir ein, vor zwei Jahren habe ich ihn auf der Republika gesehen und da hat er, glaube ich, einen Algorithmus entwickelt, wie man Trolle in Fefes Blog identifiziert und dann noch so ein bisschen darüber referiert, wie man mit Trollen in Foren umgeht. Gibt es ja teilweise so Strategien, dass die Postings, die von Trolle geschrieben werden, bleiben für den Troll selbst sichtbar, aber eigentlich unsichtbar für die anderen und so weiter und so fort. Ja. Aber das war ganz ein interessantes Algorithmus. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, müsste ich den Vortrag nochmal anschauen, aber er hat quasi eigentlich den Text gezippt und geschaut, wie groß die ZIP-Datei ist und aufgrund der Redundanz, wie stark das komprimiert werden konnte, konnte er schon so den Informationsgehalt eines Postings irgendwie heraus. Ja, ja, das ist, war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer und interessanter Vortrag. Moment, also erstens auf Hefes Blog, wie viele Trolle es gibt, ist unwahrscheinlich, dass es gibt nämlich exakt nur einen. Meinst er, ja. Ist er selber, oder? Also wie viel, ich kann mich erinnern, dass es und so, ich weiß aber nicht mehr, von wem es stammt, da wurden verschiedene Seiten, unter anderem Fefes Blog, miteinander verglichen, wie viel Rand da drin vorkommt. Also wie gerantet wird, wie viel. Und Fefe war auf einem der vorderen Plätze. Also noch dazu gab es dann irgendwelche anderen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, katholische irgendwas Organisation, die sich öfters über irgendwelche Sachen aufregt. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss nochmal raussuchen. Mhm. Aber das hat auch Fefe selbst dann verlinkt. Kann es das gewesen sein? Ich weiß nicht, ob es da um Trollen ging oder... Ums Renten. Na, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es um Trollen gegangen ist. Aber okay. Es ist auch schon ein Zeitl her. Ich habe ja auch einmal gesehen, also ich hatte mal so einen Tag, da habe ich mir von dieser komischen Plattform, die so, mal lustig, mal weniger lustig ist, dieses knowyoumeme.com, kennst du das? Mhm. Das sind so Amis, die produzieren kurze Videos, wo sie so Internetphänomene erklären. Aber zum Thema Troll fand ich ganz faszinierend, gab es einen witzigen Beitrag, nämlich sie haben erklärt, also Trolle erklärt erstens und zweitens dann den Troll erklärt. Und haben dann so YouTube-Videos gezeigt von Leuten, die absichtlich Trolle anziehen, um die Trolle zu betrollen. Fand ich auch gut, dass das ein selbstreinigendes System teilweise sein kann, wenn es solche trollfressende Trolle gibt. Ja, man sollte sich dafür sorgen, dass die Trolle mit sich selbst beschäftigt werden. Also man gebe ihnen ein paar Taschentücher. Wir brauchen so ein großes virtuelles Bällebad für Trolle. Auch gut. Ist allerdings ein bisschen teurer als Taschentücher. Ja.
Kein Horst? Nein, kein Horst, glaube ich. Kein Horst, nein. Ich hätte nur eine Frage so generell gehabt zu der, zum Easter Egg. Ist es immer auf 300, umere 300 Leute begrenzt? Und falls ja, warum ist es so klein? Es hängt von der Räumlichkeit ab, wie viele dort rein dürfen. Und das war eben dort limitiert. Und es ist natürlich auch eine Frage, was man in der Lage ist zu stemmen, weil man könnte sagen, na, dann nimmt man sich halt eine andere Räumlichkeit. Mhm. Aber es steigt natürlich auch der Aufwand. Ja. Je mehr Tracks man dort abzieht, wie viel Netzwerkinfrastruktur braucht man, solche Geschichten. Also das mit den 350, das kann man noch halbwegs handeln. Da braucht man noch keine Spezialhardware, das ist noch ein normaler Kongress sozusagen. Nicht? Also das ist, da weiß man sozusagen noch was Normales bei den 12.000 von einem Kongress, das ist ein bisschen eine andere Dimension, da braucht man schon Spezialisten für alles im Prinzip. Das war jetzt auch nicht so, dass ich sagen wollte, wieso denn so klein, so, also weil Kongress, das ist ja so eine Sache, die kann man jetzt eh nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Mhm. Mich hätte jetzt nur interessiert, wie dieses Personenlimit zustande kommt. Man will es auch nicht riesig haben, weil es ist so gedacht, so als der innere Kern des CCC, wobei das ist es eben nicht mehr, weil dafür ist es mittlerweile zu bekannt geworden und deswegen sind viele vom Kern, die eigentlich hin wollten, nicht mehr hingekommen, weil sie einfach keine Tickets mehr bekommen haben. Also darum hat man sich dann auch überlegt, ob man das in der Zukunft ein bisschen anders machen sollte, aber was ich so mitgekriegt habe, wird es in Frankfurt nicht wesentlich größer, aber das werden wir dann sicher wieder herausfinden. Es wird ziemlich genau wieder in einem Jahr eben sein, weil es ja wieder Easter Hack ist, nicht? Also wieder Osterwochenende. Weil du sagst, größere Veranstaltung, fällt mir was anderes ein, das erzähle ich vielleicht gleich auch. Noch einen Vortrag gehört vom McFly, der McFly ist ein deutscher Hacker, der mittlerweile in Rotterdam, also in Holland lebt und dort ist er jetzt Mitglied vom Organisationsteam von der Schar 2017. Okay. Die Schar 2017 ist die Nachfolgeveranstaltung von der OM 2013. Okay. Okay, es geht noch nicht. Nein, alle schauen noch Fragen. Also so nein, ist vom, nicht. So wie es vom CCC alle vier Jahre ein Camp gibt, gibt es auch von den Holländern alle vier Jahre ein Camp. Und das nächste Camp der Holländer ist 2017 und heißt dann Schar. Wofür das Kürzel steht, weiß ich nicht. Aber das war ganz interessant. Ist auch ein Vortrag, oder eigentlich war es kein Vortrag, sondern es war eher Diskussion und Fragerunde. Die sind jetzt eben, also das soll schon so stattfinden, Juli, August 2017. Also da sind wir doch fast noch eineinhalb Jahre weg. Da beginnen jetzt gerade so die Organisationen von dem Ganzen. Und nachdem die nur alle vier Jahre was machen, ist ein beträchtlicher Teil des Organisationsteams bei sowas dann immer neu hinzugekommene Leute. Nicht? Das heißt, also man braucht dann auch wieder Expertise von anderen und so. Und darum haben sie sich gedacht, sie kommen jetzt auch zum Easter Hack und reden einmal mit möglichst vielen Leuten vom CCC, wie das denn so ist beim Camp und wie es die ganze Organisation aufgezogen wird und ob man inwieweit man kooperieren kann. Weil da gab es bei der OM das letzte Mal ein bisschen Reibereien, wie kommerziell so eine Veranstaltung sein darf und so weiter. Also diese Reibereien scheinen ausgeräumt zu sein und es wird wohl Kooperation geben. Aber es ist eben eine Vorstellung von vielleicht ungefähr einer halben Stunde und dann eine halbe Stunde Diskussion, was sie denn alles bisher vergessen haben zu berücksichtigen, was den Leuten sonst noch so einfällt. Also wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blicken will, was es für Organisationsaufwand ist, so ein Camp zu organisieren, so ganz im Vorfeld, da ist das ein netter Talk, den man sich eine Stunde anschauen kann und man kriegt ein bisschen einen Überblick, was da so alles hineinspielt. Von kann man mit LKWs zufahren, wie schaut das aus mit der Polizei, Gesetzgebung in unterschiedlichen Ländern ist unterschiedlich, also in Holland muss bei so einer Veranstaltung Polizei am Grundstück sein zum Beispiel. Okay. Das ist halt dort Vorschrift und es muss einen Wachdienst geben, der zertifiziert ist, was de facto heißt, dass man es nicht selber machen kann, sondern dass man eben eine Firma braucht und anheuern muss. Da gab es dann auch Probleme das letzte Mal, die daraus dann resultiert sind. Die Polizei hat dann auch gemeint, sie müssen Hacker anheuern dort und so Sachen. Also das sind dann so ein bisschen Geschichten passiert. Und da kann man eben reinhören in diesen Talk, das ist sehr nett. Das klingt spannend, weil sowas bedenkt man ja gar nicht, dass das dann in anderen Ländern gleich ganz anders läuft. Ja. Ja, nicht. Nein, das ist sehr nett gewesen. Wo findet man die Sachen?
Alles auf mediaccc.de und okay. Die genauen Links haben wir wieder in den Shownotes. Und ich werde jetzt dann so in den nächsten Wochen immer so 3-4 oder so wieder bringen, damit wir wieder auf die Top-10-Liste kommen. Ne? Ja, super. Ja, das heißt, das war schön und du willst wieder mit den Menschen gehen. War schön. Ich habe mir das dann immer die Frage nicht haben, ist es so gewesen, wie man sich vorgestellt hat? Mhm. Die Erwartungshaltung war natürlich hoch, weil es irgendwie nicht so, wieder eine CCC-Veranstaltung muss wieder so super sein wie das letzte Mal. War auch echt gut, gibt es nichts einzuwenden, ist natürlich wieder ganz was anderes, weil es ein ganz anderer Rahmen ist von anderen Organisatoren, auch mit ein bisschen einer anderen Zielsetzung und so. Da geht es nicht so um die Breite, und sondern geht es eher so ein bisschen vielleicht auch um Teambildung und dann um solche Geschichten. Wir haben das aber sehr manierlich gemacht. Die Salzburger haben das prima organisiert mit den Linzern zusammen. Also da hat es nicht viele Sachen gegeben. Ich habe ein paar so Assets mitgebracht, woraus ja, so ein Easter Hack besteht. Also das ist zum Beispiel Grundvoraussetzung. Wenn man einen Easter Hack veranstalten muss, dann müssen Kaffeeheferl ausgeteilt werden. Und es muss für Kaffee Free Refill geben. Also das gab es bei 2006 hier in Wien nicht. Ja, das hat sich weiterentwickelt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass immer im Eintrittspreis auch inkludiert ist Frühstücksbuffet. Das war schon damals so. Ja, Frühstücksbuffet so von 12 bis 2, also von 12 Uhr mittags bis 2 in der Früh. Ja, sehr gut. Okay. Absolut. Also das sind so Ingredienzien, die sehr nett sind. Dieses Heferl ist hübsch. Ja, und der Griff von dem Heferl ist unten offen, damit man sich an den Gürtel klemmen kann oder an den Rucksack, an die Laptop-Tasche. So, und damit es besser abbricht. Richtig. Damit man es immer dabei hat, weil man braucht ja immer Kaffee. Nicht? Und der Isolierwand hat es auch. Ja, ja, allerdings ja. Kein Deckel. Und an Gürtel würde ich es deswegen auch nicht festmachen, warum jedenfalls so nicht gefüllt. Immer super den letzten Tropfen dann noch drüber leeren. Aber es ist ein nettes Erinnerungsstück, was ihm auch gebrandet ist mit dem Logo vom Easter Egg. Ist das immer ein anderes Logo oder ist das so das offizielle Easter Egg? Ich glaube, das ist immer ein anderes, ja. Weil das okay. Kenne ich nicht. Das sieht aus wie aus The Inner World, der Schauf. Inner World? Nee, Schroff. Das Schrof ist ein Adventure, auf das ja. Du referenzierst. Ja, ich kenne Inner World. Ja, die schauen so aus, die Wiesen. Genau, und der Schroff. Ich habe jetzt eher an 100 Wasser gedacht, weil das ein bisschen so glänzend ist, aber Nein, es ist nicht bunt. Was? Es ist nicht bunt. Also ja, aber 100 Wasser gibt es ja auch ganz viel mit irgendwelchen. Ja, das ist, glaube ich, nur wegen der Fertigung von dem Heferl, weil sonst waren die Bilder, glaube ich, nicht glänzend. Was ist so in Erinnerung? Also. War es einfach nur schwarz-weiß, glaube ich. Okay. Oder eigentlich war es sogar sonst schwarz auf weißem Grund, glaube ich, nochmal. Ja, gutes Heferl. Es gab auch kein Badge. Ich habe irgendwie erwartet, dass man so, so ein Armbändchen wieder kriegt. Diesmal gab es einen Diplomatenpass. Da sind auch manche schick. Dann schon mit so 20, 30 Stempeln rumgelaufen. Also das scheint irgendwie auch ein bisschen Tradition zu sein. Das ist so mit Glitter, das hat so ein bisschen Disco-Effekt auf dem. Ja, und auch mit dem witzigen Wechsel dann schon. Also das ist lustig. Sehr herzig gemacht. Den müssen wir ja fotografieren. Ah, und mit dem schönen Motto Be Excellent to Each Other. Genau. Ich ja großartig finde. Das passt auch. Darf man so einen Diplomatenpass fotografieren? Aber nur meinen darf man fotografieren. Deinen. Auch den? Jede Seite? Jede Seite darfst fotografieren. Jede Seite? Jede Seite. Darf doch. Ich wollte jetzt bloß mal ein Beweisfoto machen davon. Ja. Ich mache ein Beweisfoto, dass du das Beweisfoto gemacht hast. Ja, dann mach. Ja, das ist total, das kommt da total super. Ja, ich mal sehen. Im Audio-Podcast ja, drüber. Moment. Aber der ist echt schick. Ach, schau an, auf der ersten Seite ist ja direkt das Hacker-Logo. Der ist, also ursprünglich hat er auch sozusagen noch das Verkaufsetikett hinten drauf gehabt. Das ist von Adafruit hergestellt, das Ding. Also das ist so die Firma, wo viele so... Dieser Passbau? Ja, viele so kleine Devices, kleinere Elektronik-Dinge als ein Raspberry Pi, so LED-Stabern und so, alles mögliche an Bauteilen hat Adafruit, so Bastel. Ach, du hast es schon von 2011. Jupp. Da ist er ja. Hackfestspiele in Salzburg. Hackfestspiele. Klingt ein wenig nach dem. Nee, Hackfest. Klingt etwas wie die Festspielgesellschaft. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die das WGT veranstalten. Die haben auch so einen komischen Festspiel
Gemeinschaft oder sowas. Ich weiß, komme ich nicht mehr zusammen. Jetzt klingt auch so komisch. Habe ich mich schon als Fanboy von Linus Neumann geoutet? Da mache ich nochmal Name. Nein, da habe ich noch nichts von. Überhaupt noch nicht. Da mache ich nochmal Name-Dropping. Also ich saß vor meinem Computer im Hackcenter und das muss man sich vorstellen, das ist wirklich ziemlich stocknacht. Also man wird hauptsächlich vom eigenen Laptop geblendet, vor allem von meinem. Bei meinem kann man die Helligkeit nicht runterdrehen aus irgendeinem Grund. Das heißt, ich war immer halb blind. Wenn ich aufgeschaut habe, habe ich nur Dunkelheit gesehen. Und saß so dort und tippt gerade vor mich hin und merke, wie vis-à-vis sitzt einer, auch schon die ganze Zeit dort, kommt eine junge Frau zu ihm hin und fragt ihn was und er antwortet drauf und es entspinnt sich offensichtlich ein Gespräch zwischen den beiden. Ich habe nicht wirklich zugehört, tippe weiter vor mich hin, der war komisch. Erstens, die Stimme kenne ich, die ist mir irgendwie bekannt. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass da gerade ein Vortrag stattfindet und außerdem habe ich den schon gehört. Also die Person, wie es dann habe ich jetzt zugeklappt und zugehört und geschaut, was sich das auch tut jetzt vis-à-vis von mir, war das der Starbuck, der wieder den Vortrag, den er am Tag vorher gehalten hat, kurz zusammengefasst hat, weil die Dame keine Zeit hatte, zu dem Vortrag zu kommen mit ihrem Kind und die ist dann zugekommen. Und das, um den Starbuck wieder aufzufädeln, weil den haben wir auch schon mal beim Podcast gehabt. Ich kann mich erinnern, ja. Das ist derjenige, der als erster es geschafft hat, vom iPhone den Fingerabdrucksensor zu hacken. Da habe ich einmal gepitcht einen Vortrag von ihm, oder Vortrag ist der falsche Ausdruck, einen Podcast mit ihm, den der Daniel Messner aufgenommen hat. Der zieht sich über 2 Stunden, ist aber echt hörenswert, weil er sehr in die Details reingeht, wie er sich so sein Wissen erarbeitet hat und so weiter. Und so einen Teil der Wissenserarbeitung habe ich dann miterlebt, weil die junge Dame war Medizinerin, ehemalige, das heißt die, und eben auch Hackerin und hat sich halt auch um diese Biometrie-Geschichten für die Sachen interessiert. Und er ist jetzt zurzeit gerade auf der Suche, wie man sich an Fingern wirklich gut reproduzieren kann für die jetzt besseren Fingerabdrucksensoren, die es mittlerweile gibt. Nicht die von den iPhones, sondern die für so Zutrittssysteme. Da gibt es mittlerweile bessere. Okay. Die funktionieren prinzipiell ein bisschen anders. Nämlich, die haben den Trick, dass sie mit verschiedenen Farben Bilder aufnehmen. Und es muss für alle verschiedenen Farben das Bild mit dem ursprünglich aufgenommenen übereinstimmen. Und damit ist die Anforderung eine viel höhere, weil es muss eben in 3 verschiedenen Frequenzspektren das Reflexionsbild von dem Ding, was man da drauf hält, ja, passen. Also das eine ist normal, relativ normal aussehendes weißes Licht, das eine war so ein bisschen ins Lilane gehende. Das andere war, glaube ich, grünlich oder blau, das weiß ich nicht mehr genau. Ist aber auch, kommt in dem Vortrag von ihm auch vor. Und da ist er jetzt zurzeit am Tüfteln und er weiß noch nicht genau, wie er das so machen will. Also wir haben ihm dann nachher vorgeschlagen, er soll es doch vielleicht auf eine Wurst irgendwie drauf prägen oder so weiter. Das war alles nicht so wirklich praktisch. Aber was wirklich cool ist, und das hat mich schon wieder ein bisschen geflasht, also die Vorträge von dem, die flashen mich immer so ein bisschen, was so alles geht und wo ich mir gedacht habe, naja, das kann ja nicht sein. Wenn du Gespräch aufnehmen willst, also mithören willst, von einer Gruppe, die spricht miteinander hinter einer schalldichten Glaswand, dann geht das noch immer, wenn in dem Raum zum Beispiel eine Pflanze steht. Da kannst du deren Schwingungen... Ja, die Schallschwingungen auf den Blättern der Pflanze reichen aus, dass du dann wirklich noch was von der Stimme mitkriegst. Es ist schon sehr schwer verständlich, weil die Eigenfrequenzen von so einem Blatt, die sind nicht so super im Frequenzspektrum. Also du hast ein ziemlich beschränktes Frequenzspektrum, ich glaube so bis 80 Hertz. Also du kriegst im Großen und Ganzen nur die Bässe durch. Aber es geht schon was. Und er hat ein paar so Sachen gezeigt. Also ich glaube, es war auch eines, war glaube ich auch, ja, das war auch ziemlich arg. Wenn du mitkriegen willst, was jemand anders tippt in seinen Computer, da jetzt nicht durch die schalldichte Wand durch, sondern angenommen, du schaffst es, ein Mikrofon in diesen Raum hineinzubringen, wo der tippt, dann kriegst du auch den Text mit, den der tippt, weil jede Taste anders klingt. Ah, so. Und jetzt könnte man sagen, wie kriegt man den Laptop denn dazu, dass man sozusagen jede Taste mal aufnimmt? Genau, braucht ja das Mapping. Oder? Ja, ist nicht unbedingt notwendig, wenn der einen längeren Text tippt und man weiß die Sprache. Kann man aus den Häufigkeiten nochmal zuerst ein Profil erstellen, welches Geräusch wohl welche Taste sein muss. Sehr cool. Und daraus kann man das dann ableiten und da kriegt man Trefferwahrscheinlichkeiten dann von über 90%. Das ist so das, was frühes OCR geschafft hat, nicht? Und den Rest schafft der menschliche Geist oder schafft
schafft man mit einem Lexikon, um das Ganze zu vervollständigen. Also, dass man wirklich aus dem Tippen auf einer Tastatur erkennen kann, was da getippt worden ist, ist schon irgendwie arg. Ja, du erklärt wieder mal, was Security und solche Sachen, was das für ein Schwimmen. Ich bin leider irgendwie schon gelangweilt. Du bist schon so abgeklärt. Das ist jetzt nichts Neues für mich. Ja, es gibt da immer wieder. Also mich faszinieren solche neuen Ansätze immer wieder. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal von Bruce Sterling dieses Cryptonomicon, habt ihr es gelesen? Das ist ein langer Roman, wo sie dieses Abgreifen von Bildschirminformationen über die Stromflüsse des Kabels zum Monitor. Wieso über die Heizung? Gibt das auch, oder? Ja, natürlich. Okay, verstehe. Ja, und wie gesagt, du bist wieder einen Schritt weit oder so, aber damals ist mir irgendwie schon so die Kinnlade runtergefallen. Und solche Momente gibt es halt immer wieder. Es ist wirklich toll, wie kreativ man werden kann, eigentlich, wenn man richtig, so an Informationen rankommen möchte. Ja, richtig unkreativ hatte ich ja vor ein paar Wochen, wenn das per Funk Verbindung zwischen Tastatur und Ding ist. Dann kann man sich ein bisschen einfacher machen. Da braucht man kein Mikrofon. Da kann man auch direkt mit horchen. Und sogar steuern natürlich. Ist noch besser. Weil das geht noch nicht. Da mit Audiosignalen eine Tastatur fernsteuern. Das wäre ziemlicher Schalldruck dann, ja. Den du da brauchst. Und er hat eine relativ lange Rubrik dann gehabt, wie man Chips auslesen kann. Also zerstörungsfreie Techniken und nur die Pringles oder die anderen Chips auch? Nein, durchaus die anderen auch. Echt, Pringles kann man auch auslesen. Da ist Information drinnen. Ich dachte, da ist nur Kalorien drinnen in Form von Fett und Zucker. Also man kann es als Antenne verwenden, oder? So, ja, das geht. Die Pringles-Dosen, sind das Metall? Ich hab die Dosen noch nie gehabt. Sind innen, haben sie beschichtet, glaube ich, mit Alu. Ah, okay. Und irgendwie geht sich das aus als WLAN-Antennen. Also diese Dosen, ich weiß, dass man die beim Fotografieren die Deckel zum Weißabgleich hernehmen kann, wenn sie weiße Deckel sind. Das wusste ich jetzt, das mit einer Zelle wusste ich jetzt nicht. So eine Pringeldose. Und da hat er Weißabgleich, das ist das erste, wirklich mein Grund, eine Pringelsdose zu kaufen. Ich weiß aber nicht, also die haben, glaube ich, nicht alle weiße Deckel oder nicht mehr. So. Das weiß ich, esse die Pringels halt nicht, weil die schmecken mir nicht. Ich glaube, es gibt, je nach Sorte gibt es, glaube ich, auch dunkle und so. Die Schafe haben, glaube ich, dunkle Deckel und so. Aber die Weißen kann man eben zum Weißen vielleicht ganz gut nehmen. Die Weißen, womit sind die denn? Mit Schokolade überzogen? Und mit weißer Schokolade? Nein, die Pringles, die Deckel. Ja, genau. Ich meine, die Chips sind überzogen mit weißer Schokolade. Auch kein schlechter Ansatz. Das klingt, ich kriege einen Gusto. Also dieser, um nochmal auf den zu kommen, auf den Talk vom Starbucks, auch absolut wieder empfehlenswert. Und das ist auch, was ich so genieße an dem eben, den kann man eben auch nachher fragen, aber das war eigentlich generell bei all diesen Talks. Du kannst eben wirklich nachher fragen, egal wie blöd deine Frage ist. Die Leute sind immer intelligent genug, dass sie dann auf dem richtigen Niveau antworten und sehr freundlich antworten. Das ist, finde ich, ein Wahnsinnsfeature von diesen Veranstaltungen, dass man halt wirklich gerade in den kleinen Runden locker seine Fragen stellen kann und kriegt dann prima Antworten drauf. Und dann plaudern sie auch oft einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also wo haben sie denn Schwierigkeiten gehabt, wenn sie das... Die haben sich ja die Sachen auch alle mühselig erarbeitet. Wir kriegen es dann in einer Stunde schick das Ergebnis präsentiert, wo vielleicht, ich weiß nicht, 100 Stunden oder mehrere 100 Stunden Arbeit drin stecken. Und dann erzählen sie halt, ja, aber das war halt dann doch schwer, weil da habe ich das Material verwendet, das hat nicht hingehauen oder... Da gibt es immer vom Starbucks gibt's die Geschichte, wo er mal schauen wollte, wie das ist mit so Fingerabdrücken, wie lange die denn noch erkennbar sind. Wie lange muss man da mit Schleifpapier drüber schleifen, bis der Fingerabdruck weg ist? Das hat er erzählt an dem Podcast. Herrlich! Mhm. Und im Prinzip gibt es da eigentlich einen relativ harmlosen Weg auch. Also da, zum Entnehmen von Haut gibt es, das ist, also. Wenn es riecht, wenn es nach gebratenem Hühnchen riecht, ne, dann wählst du ihn falsch, den Lötkolben. Nein, das meine ich nicht. Oder zu weit unten an der Spitze. Aber die Geschichte, also es gibt so Hautschaber, mit denen du die Haut abziehen kannst auf ganz dünner Fläche von einem Körperteil, um es woanders hin zu transplantieren. Also die Mediziner haben da super Instrumente dafür, wo man das auch durchaus machen kann, sogar ohne Betäubung, weil das eben nur so oberflächlich ist, dass du die Nerven eben nicht arg beleidigst. Also es tut schon weh, aber es ist nicht furchtbar.
während so wie es er gemacht hat mit Schleifbier drüber, das ist nicht die Variante, das wie man es machen sollte. Nach einer gewissen Zeit. Er hat gesagt, das Warmwerden war gar nicht das Problem. Das Problem waren einfach die verdammt argen Schmerzen nachher, wo er dann so weit runtergeschliffen ist, dass er wirklich großflächig geblutet hat. Ach so, okay, der hat die dritte Hautschicht. Ja, er hat so richtig rum. Also ich höre eher, ehrlich gesagt, beim Fingernagelkauen auch bei der ersten Hautschicht noch lieber. Also, Entschuldigung, nicht Fingernagelkauen, Fußnägelkauen. So gelenkig bist du, scheine an, was man da alles erlernt. Ja, soll ich zeigen? Du, nachher bleibst du erspart. Ja, da die Leute so nett dort sind, ist das ist natürlich ein Grund für mich, dort nicht hinzugehen und den Ruf nicht zu schädigen. Ja. Was für ein netter Mensch. Ja. Aber sie reden sogar mit mir, also es ist echt verwunderlich. Und du hast mir jetzt gesagt, mit dem Gebäude, also das ist AG Kultur, das ist relativ nah an der Innenstadt, so Ortsteil ist Non, oder Stadtteil ist Nontal. Okay. Aber was dann vielleicht noch ein Tipp ist, unmittelbar daneben ist die Jufa. Das kannte ich bisher auch nicht. Das klingt so ein bisschen nach Jugendherberge, ist es aber nicht. Das ist eine Hotelkette, die zu relativ günstigen Preisen ein Zimmer vermietet. Mhm. Was ganz praktisch ist für Allergiker, die haben Parkettboden drin. Also wir haben zuerst bewusst gesucht nach einem Hotel mit Parkettboden und dann gesehen, dass es bei der UVE ist und das hat sich dann günstig ergeben, dass es das Nachbarhaus war von der AG Kultur und damit ist man einfach halt ins Nachbarhaus rübergegangen. Ja, das ist natürlich super bequem. Ne? Also wenn man Tasche rüberbringt ins Zimmer oder sich irgendwas holen will, braucht man nicht alles immer mitschleppen. Und diese Jufa, das ist auch sehr manierlich. Sie könnten ein bisschen an der Lüftung im Klo arbeiten, aber sonst was. Wo haben sie ein Design? Waren die etwa die Räume untereinander verbunden? Es hat so gerochen, ja. Ja, das sind dann so Lüftungsschächte, nicht? Und das war nicht optimal gelöst. Jo. Genug vom Easter? Nein, du kannst doch noch weitermachen. Also ich möchte unbedingt den letzten Punkt auf der Seite von Anna hören. Was möchtest du hören? Diesen da. Das Ostersonntagsabenteuer. Ja, das hat aber jetzt überhaupt nichts mit dem Easter Hack zu tun. Doch, es war ein Ostern. Das hatte ich schon wieder, das habe ich aufgeschrieben und habe es direkt wieder verdrängt. Ja, Ostersonntag. Wie soll ich sagen? Also das ist ja... Also wenn man was Soziales studiert hat und dann hat man ja manchmal mit Leuten zu tun, die manchmal auch Probleme mit dem Gesetz haben und dann hat man gelegentlich einmal, wenn man in irgendeiner Einrichtung arbeitet, irgendwie zu Feiertagen, gerne zu Feiertagen, die Polizei vor der Tür stehen. Wieso bevorzugt Feiertage? Weil ja die Leute eher am ersten daheim sind. Und zwar an einem blöd vormittags. So. Mhm. Was ich nicht so gewöhnt bin, ist, dass am Ostersonntag bei mir die Polizei vor der Tür steht. Ich habe es auch tatsächlich nicht gemerkt. Ich habe wohl ziemlich tief geschlafen. Ich habe es nicht klingeln gehört. Ich wollte dann gegen Mittag aus dem Haus gehen und mir fällt so ein Zettel entgegen, der an meiner Wohnungstür von außen gesteckt war. Ich möchte mich bitte in der Polizeiwache da ums Eck melden. Und ich denke mir so, okay. Ich, wie gesagt, von Sozialpädagoginnen Kundschaft kennt man das mitunter, aber so, was wollen Sie denn jetzt bitte von mir? Das finde ich jetzt nicht so toll. Und bin dann zu der Polizeiwache gegangen und bin total doof vor der Tür gestanden und habe die Tür nicht aufgekriegt. Ich weiß jetzt, dass die Tür einfach wahnsinnig schwer aufgeht. Ich bin irgendwie blöd davor gestanden und dachte mir dann, das ist jetzt ganz komisch, ich komme da nicht rein. Manche machen Türschließer, wo man läuten muss. Also die vernageln sich auch ganz schön teilweise, diese. Nee, es war dann auch dunkel und dann dachte ich mir, ja, das ist so eine ganz winzige Wache, vielleicht sind die gerade irgendwo unterwegs, weil keine Ahnung. Wahrscheinlich waren dahinter zwei Polizisten zu halt. Es war nicht vor Mittagessen. Eine Glastür und dann so ein Schalter, ne? So ein richtig so ein klassischer Schalter mit so einer Sprechanlage entstanden. Und dann bin ich irgendwie nur meiner Wege gegangen, weil eigentlich wollte ich ja also aus der Tür raus einen Spaziergang machen. Ne?
war dann übrigens bei der Republik Kugelmogel, aber das ist eine andere Geschichte, und kam dann wieder zurück und dachte mir, das kann ja nicht sein, dass diese Polizeiwache nicht offen hat, und außerdem will ich jetzt wissen, was die von mir wollen. Das ist ja, also ich finde das gar nicht so lustig. Und das war dich namentlich adressiert? Ja, an Frau Geiger. Ah, schon, ja. Ja. Und dann bin ich nochmal zu dieser Polizeiwache hin, und dann hat da ein Licht gebrannt, und dann war dann in diesem Glaskastel einer, und der hat mir wild gestikuliert, dass ich da bloß aufmachen soll, und ich an dieser Tür wieder so gezogen, und da bin ich so. Der hat mir dann von innen aufgemacht, und die geht mordsschwer auf die Tür, die hatten vielleicht vorher auch schon offen oder wahrscheinlich sogar, und dann muss man dann ums Eck, und dann ist da der Schalter. Ja, hat sich dann rausgestellt, die wollten zu meinem Vormieter, weil der wird nämlich gesucht. Und der wohnt, hat da gewohnt mit einer Lebensgefährtin, von der sie nicht wussten, wie die heißt. Und haben dann irgendwie halt mitgekriegt, dass da jemand wohnt, der Geiger heißt. Mhm. Und haben sie, als ich da ankam, gedacht, ah, das ist die Freundin von dem. Und der eine, der war dann auch erstmal super unfreundlich zu mir. Mhm. Und bis dann geklärt war, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ich kriege von dem noch Post, und ich kriege von dessen Lebensgefährtin auch noch Post. Also ich konnte nur erzählen, dass ich die Post halt immer wieder an die Absender zurückschicke. Ja. Und die haben das irgendwie dann notiert, und ich war dann einigermaßen erleichtert. Aber das war im ersten Moment schon eher so, jetzt, wieso denn hier, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ne? Ja, komm, angekommen dann schon gleich von der Exekutive. Ja, kaum irgendwie, dann haben wir gedacht, was habe ich denn, gibt es denn, ich weiß man es ja nicht. Man beginnt ja nachzudenken, ist ja, automatisch. Ist ja, anderes Land, habe ich irgendwelche Regeln missachtet, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Aber gut, es war, also der Vormieter, der scheint irgendwie verschollen zu sein, und der scheint auch noch relativ viele Rechnungen bei irgendwelchen Leuten offen zu haben, weil ich kriege immer noch Post, und die wissen alle wohl nicht, und das schaut mir sehr nach Rechnungen und Mahnungen aus. Also, tja, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nichts anderes machen, als die wieder zum Absender zurückschicken, und die bei der Polizei lassen jetzt zumindest mich in Frieden, weil sie wissen, dass bis ich nichts weiß. Bis zum ist der Osterfrieden wieder aufrecht, sozusagen. Ja, genau. Und bei der Republik Kugelmuchel war ich, bei der Aufgabe, die mir der Stefan gestellt hat, stand aber davor, und es war zu, und es scheint renoviert zu werden. Das steht, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren, das Projekt. Das habe ich auch das habe ich auch nämlich vermutet, genau. Weil es waren, seitdem ich jemals dort war, also ich bin aber nicht oft vorbeigelatscht, weil es war nie offen. Ich habe es noch nie offen halt. Aber ist das große Schild mit der Erklärung noch? Es ist ein Schild, das ja in so einem Schaukasten ist, so eine Erklärung, dass das geschaffen wurde, um das ist also als Kunstprojekt, als eigene Republik von einem Künstler, dessen Name mir entfallen ist. Okay. Der interessiert sich schon dafür. Namensentscheidung drauf. Der so symbolisch diese darstellen wollte, was Grenzen ist, und das ein bisschen so fragen oder überspitzt darstellen wollte. Es ist auch ein bisschen seltsam, weil das ist ziemlich eingezäunt, und eigentlich ist es dann aber, also es ist wie so eine Hausgrenze, aber als Staatsgrenze irgendwie ausgeschrieben. Ist ja eigene Republik nicht. Das findet aber ein Staat immer ganz besonders unlustig, wenn sowas jemand versucht. Da bin ich jetzt nicht direkt dahinter gekommen, da wollte ich mich nochmal schlau machen, weil ich nicht verstanden habe, ob der tatsächlich eine Republik ausgerufen hat oder ob das irgendwie so ein satirisches Republik-Ding war. Weil das, also es gibt ja das eine und das andere. Der Unterschied ist, üblicherweise bei den Leuten, die sowas machen, dass die einen sagen, irgendwie, ich finde die Gesetze des Landes, in dem ich lebe, blöd, jetzt machen wir mal eigenes und behaupte jetzt einfach, mir kehrt ein bestimmter Grund. Und das andere ist ja eher so ein Verdeutlichen von, dass so Staatsgrenzen, also was die machen eigentlich, so eine Staatsgrenze oder so ein Kritisieren von irgendwelchen Grenzen. Also ich habe den Eindruck einfach, dass der Antrieb unterschiedlicher ist. Ich glaube, das ist einem Staat egal. Der findet das per Definition nicht lustig. Also, ja. Das ist sein Territorium, und da darf niemand anders was ausrufen. Also. Egal, ob das Satire ist oder nicht. Stimmt auch nicht ganz. Weil was ist ein Staat? Das zu beantworten ist trivial. Man braucht ein Staatsgebiet, ein Volk und die Kompetenz.
Und ich würde sagen, dem Typ fehlt eine Sache, und zwar die Kompetenz. Den Rest vielleicht hat er. Vielleicht fehlt ihm ja das Staatsgebiet. Nein, das Gebiet hat er. Er hat ein Gebiet. Ja, da kann man sich ja drum streiten. Ja. Naja, nee, ein Gebiet hat er. Das macht es keiner. Ja, das weiß ich nicht. Aber keine das, Kompetenz. Kompetenz das, über dieses Gebiet und über seine Person. Und wobei das ja nur der Staat sagt, auf dem sich das Grundstück jetzt befindet, dass er die Kompetenz nicht hat. Ja, das ist nämlich das Interessante. Es kann sein, dass andere Staaten sagen, ja, den akzeptieren wir. Und ob jetzt ein bestimmter Staat existiert oder nicht, das findet man manchmal sogar erst Jahrzehnte später heraus, dass der existiert hat oder nicht. Und in diesem Fall fehlt ihm die Kompetenz, denn bei ihm war das Finanzamt und hat die Steuern eingehoben. Und wenn ein eigener Staat wäre, hätte das Österreich nicht machen können. Ah, okay. Also ich kenne diese Geschichten mit dem eigenen Staat aus einem ganz anderen Zusammenhang. Es gibt in Deutschland ein paar so Territorien, wo sich so ein paar Leute zusammentun, die an sehr seltsame Ideale mitunter glauben oder gerne mal wieder so, ja, so Reichsbürger und so Geschichten. Da gibt es einige, die dann ihre eigenen sogenannten Staaten bilden, was dann meistens irgendwelche leerstehenden alten Häuser irgendwo sind, wo sonst keiner sein wohnen will. Und das ist natürlich ein anderer Antrieb, weil die wollen ja nicht den Leuten in Deutschland klar machen, dass Staatsgrenzen vielleicht manchmal gar nicht so toll sind, wenn man sie so eng so verschließt, sondern die wollen sich ja absichtlich abkapseln. Also die haben ja genau das was anderes, also genau das Gegenteil eigentlich im Sinn von dem, was ich meine verstanden zu haben, was die Republik kugelmuggeln will. Das ist wieder sehr viel Interpretationsfrage, glaube ich. Ja, wobei man schon davon ausgehen kann, glaube ich, dass das ein Antrieb prinzipiell mal ein anderer ist, als jetzt aus der Reichsbürgersicht heraus. Also ich, wo würdet ihr einkategorisieren, diesen Kaiser von Deutschland, oder kennt ihr diese Geschichte rund um den? Da hat sich einer zum Kaiser von, oder war es Deutschland überhaupt? Also zum Kaiser ausgerufen, auch so mit Grundstück und eigener Bank und auch ist mit dem eigenen Autokennzeichen herumgefahren. Ja, der ist in Konstanz, Lutherstadt Wittenberg, glaube ich. Oder meinst du, da gibt es auf jeden Fall einen mit eigenem Kennzeichen? Also das war ein ziemlicher Wirtschaftsbetrieb da dahinter. Ja, ja, ja. Natürlich keine Steuern gezahlt an Deutschland, weil er ja nur seinem eigenen Land gegenüber und so weiter. Und im Endeffekt hat es dann, hat's dann geändert, mehr oder weniger als Wirtschaftsprozess das Ganze. Also sie haben es nicht so sehr auf die Staatsebene gehoben. Ja, natürlich nicht. Sondern, haben sie nicht nötig. Genau, sondern eben nur auf die Wirtschaftsebene und die Verwaltungsübertretungen mit dem Kennzeichen, weil dann musst du ja mit einem Auto mit einem Kennzeichen und er ist mit seinem eigenen halt durch die Gegend gefahren, da hat er halt, weiß nicht, 100 so Anzeigen gekriegt und dann so. Ja, aber der ist doch auch so irgendwie so rechtsbürgerlich drauf, oder? Ich meine schon. Naja, mir fällt gerade ein, die Reichsbürger, das ist doch kein guter Vergleich, weil die Reichsbürger sagen ja, die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht, sondern es handelt sich dabei noch um das alte Deutschland und es ist kein gültiger Rechtsnachfolger von der Weimarer Republik, glaube ich, auf die beziehen sie sich. Und solche, da akzeptieren sie ja grundsätzlich den ganzen Staat nicht, das ist also das ganze Gebiet. Ja, aber nichtsdestotrotz haben sie ja dann irgendwie immer irgendwelche Grundstücke, die sie dann einzäunen und da ist ihres, ja gut, stimmt, aber die Vorgehensweise ist eine andere. Bei dem hätte ich, das ist ein leichter Anflug von Größenwahn, gemischt mit Wirtschaftskriminalität, weil der hat halt ein paar Leute abgezockt und damit, ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Millionen oder so Euro oder so auf die Seite geschafft und halt verarbeitet dann damit. Also es war zeitlang auch ein ziemlicher Wirtschaftsbetrieb da drinnen. Da gab es sogar ein paar hübsche Dokus drüber, aber da habe ich sicher die Quellen nicht mehr. Und dann gibt es noch die andere Geschichte mit der Insel in der Donau. Ich weiß nicht, ist das einer bei euch? In der Donau. Da muss ich jetzt auch wieder raussuchen. Mir ist es jetzt nur wieder eingefallen. Du hast irgendwie mir ein Stichwort geliefert bei deinen Erklärungen vorher, das mich wieder an das erinnert hat. Und zwar ist die gar nicht so klein. Also das sind ein paar Hektar. Eine Insel, die zwei Donauarme voneinander trennt. Zwischen, da ist im Westen Kroatien. Und was muss dann im Osten sein? Ist das Ungarn oder ist das Serbien? Ich glaube, es ist noch Ungarn. Also es ist, wenn die Donau
Nein, es ist Ungarn, hat die Donau schon verlassen. Es muss eigentlich Kroatien und Serbien dort sein. Okay. Und das Witzige ist, dass sich die beiden Länder nicht so wirklich um diese Insel bisher geschert haben. Hm. Ah, ich erinnere mich, ja, ja. Und dann wurde das besetzt. Und dann haben sich plötzlich beide Staaten dafür begonnen zu interessieren für dieses Land. Und dann ist da ziemliches Katz-und-Maus-Spiel gewesen mit so Schlauchbooten, mit Motorbootantrieb und so, mit kroatischer Polizei, die dann, also Wasserpolizei, die dann da herum, die ein bisschen gejagt haben dort. Das war vorletztes Jahr im Sommer, da ist das ziemlich herumgegangen, diese Geschichte. Inselbesetzung, weiß man, was für eine Gruppierung das war, die das besetzt hat? Also, ein paar Leute davon kenne ich. Also, das waren Leute, die sich halt gefunden haben, die gemeint haben, das ist eine nette Idee, wenn wir da jetzt einen Staat ausrufen und so. Und also, das war jetzt nicht der urpolitische Druck oder sowas, sondern das war einfach mal eine nette Idee, wo jemand gefunden hat, dass sich um die Insel niemand schert. Ich glaube, sie haben es auch so gefunden gehabt, dass es auf den offiziellen Staatskarten von beiden Staaten nicht drauf war oder so. Also, das war dann so die Idee. Die hat doch einen Namen, ich muss das wieder raussuchen. Ja. Mir fällt auch noch etwas ein. Und zwar mal ein ganz anderer Fall in der Hinsicht, dass bisher hatten wir im Prinzip nur Fälle, wo die Kompetenz dadurch nicht erreicht werden konnte, weil der Staat, auf dem dieser Staat aufgerufen worden ist, nicht die Kompetenz hatte, um über sich selbst zu herrschen und somit kein Staat werden konnte. Also das ist sozusagen wie Wirtschafts... wie war das nochmal? Ja, also Finanzen und Kennzeichen und solche Sachen. Sozusagen, wir tun so, als redet der Schmarrn so auf diese Art und Weise und wir akzeptieren es nicht, wir klagen nicht an, dass der Typ einen Staat ausgerufen hat, sondern, was? Was für ein Staat? Da wissen wir nichts von. Auf diese Art und Weise. Aber jetzt gibt es einen Staat in eine alte Kanoneninsel, glaube ich, ist das, vor der Insel, vor der britischen Insel. Und dieser Turm liegt außerhalb der 5 Meilen ursprünglich. Das wurde im Zweiten Weltkrieg errichtet zur Verteidigung gegen die Deutschen. Da ist überhaupt kein Grund. Ne? Das ist eine Plattform, die am Meer ist. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist ziemlich bekannt. Ja. Und diese Bohrinsel hat dann gesagt, wir rufen hier ein eigenes Fürstentum auf. Das ist ein Fürstentum, also man kann sich irgendwie, wir rufen hier unseren eigenen Salzstreuer aus. Das ist wurscht, wie man sich bezeichnet. Ein Staatsgebiet definiert sich einfach nur dadurch ein Gebiet. Es gibt Menschen, die dort leben, die zu diesem Staat gehören und eben die Kompetenz. Und ich hab davon träumen, ja. Und jetzt hat natürlich Großbritannien irgendwann gesagt, naja, wir haben jetzt gerade die Meilengrenze erhöht auf 12 Meilen oder sowas. Das liegt jetzt in unserem Staatsgebiet. Oder sowas. Oder sie haben es nicht ausgeweitet oder sie haben das, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam es dann gerichtlich zu einem Prozess, wo darüber entschieden werden sollte, ob dies nun zu Großbritannien gehört oder nicht. Mhm. Und somit würde das gleichzeitig eine Entscheidung gehören, ob jetzt wir die Kompetenz für dieses Gebiet erheben oder nicht. Im Endeffekt hat das Gericht gesagt, nein, das ist außerhalb von Großbritannien. Und deswegen gehört es nicht zu Großbritannien. Und deswegen kann man sagen, dass da tatsächlich ein Staat existiert. Ja, haben sie es durchgebracht. Ja, diese Insel ist offiziell kein Staat. Aber was ist offiziell? Im Prinzip ist das nur, wenn... Ich habe die dunkle Erinnerung, dass der gar nicht mehr drauf wohnt. Ja, ich habe auch. Das ist ziemlich ungefährlich. Ja, da waren ja Server drauf. Ein Serverfarm sollte angeblich betrieben worden sein. Und ja, ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber auf jeden Fall... Das ist dann halt auch nicht so... Können wir auch wieder raussuchen, wie das heißt. Ja. Und hier sieht man, dass es tatsächlich solche Fälle gibt, wo es dann Erfolg hat, einen Staat auszurufen, mit allem drum und dran. Weil es ist auch nicht die Frage, ob alle Staaten auf der Erde sagen, ja, das ist jetzt ein offizieller Staat. Das ist wurscht. Es gibt ja auch Taiwan.
Taiwan ist ja offiziell gehört es zu China. Jeder Staat, wenn du fragst, dieses Landgebiet, das sich Taiwan nennt, zu welchem, welcher Staat ist das? Und dann sagt dir jeder, das ist die Volksrepublik China, heißt sie doch, ne? Mhm. Ja, ist Volksrepublik China, ist ein Teilgebiet davon. Aber im Endeffekt, die haben eigentlich, wenn man es genau nimmt, wirklich die Kompetenz, das Gebiet und das Volk. Das heißt, wenn man es genau nimmt, ist das ein eigener Staat, weil zwar sagt die Volksrepublik China, das gehört uns, aber sie führen dort keinerlei Kompetenz aus. Und somit ist das, wenn man es genau nimmt, ein echter Staat. Und da steckt auch irgendwie China im Namen drinnen bei Taiwan. Ja, genau. Im langen Namen. Exilregion, nein, ich weiß auch nicht mehr, wie es war. Die Volksrepublik China, ich weiß auch nicht mehr genau. Auf Taiwan. Punkt, 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 auf Taiwan. Mhm. Naja. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Also von der Kompetenz zu meiner eigenen Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Weil ich habe ein Erratum, zum letzten Mal habe ich großspurig über das Theater geredet, ja, und habe da einen zeitgenössischen Dramatiker, einen österreichischen so besprochen, den Ewald Pamletzhofer, den ich leider fälschlicherweise im letzten Podcast immer Pamletzdorfer genannt habe. Und das ist schrecklich. Also das sind so Sachen, wenn ich dir, ich habe mir da zufälligerweise diesen Podcast direkt danach angehört und durchgehört. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich den Namen falsch gesagt habe, vom Ewald Pamletzhofer, gibt es dann so einen Stich, würde ich am liebsten selber nochmal drüber und einsprechen. Aber ich widerstehe dem, man sagt ja auch sonst eben Falsches. Mhm. Aber ich war ja wieder im Theater, habe mir angeschaut den eingebildeten Kranken von Molière im Gurktheater. Joachim Meyerhoff die Hauptrolle gespielt. Und worum gibt es im eingebildeten Kranken? Ein Pariser wohlhabender Bürger lässt sich von Doktoren immer edle Klistierchen verschreiben und vertraut blind den Doktoren und ist ein, wie man so sagt, fester Hypochonder. Und es geht dann in weiterer Folge mit vielen Verwicklungen darum, also einerseits möchte seine Tochter zum Beispiel heiraten, der Vater, der eingebildete Kranke, möchte natürlich praktischerweise mit einem Arzt verheiraten, den mag die Tochter natürlich nicht. Und so verschlingen sich verschiedene strenge Handlungsstränge, so dass er aber zum Ende halbwegs geläutert aus dieser Geschichte herauskommt, so kurz zusammengefasst. Ich habe dieses Stück eigentlich schon öfters gesehen, will ich mal ein. Das vorletzte Mal so oft so hyperklassisch, nämlich mit Otto Schenk und der Sandra Czerwik in der Hauptrolle in der Josefstadt. Und das war wirklich, das war halt wirklich oldschool inszeniert, so der Otto Schenk mit der Zipfelmütze als eingebildeter Kranke und so. Und diese Inszenierung vom Herbert Fritsch war irgendwie so am anderen Spektrum von konservativ angesiedelt. Ich habe von dem, bin ich dann drauf gekommen, weil ich kurz vorher recherchiert habe, schon vor einem Jahr eine Inszenierung gesehen, die hat sich genannt Oper ohne Namen, glaube ich so, oder war unter den Themen, unter dem Thema irgendwie gelistet Comic-Oper. Und das war auch ein komplett weirdes Ding, wo Leute sich in Fantasiesprache unterhalten haben und irgendwie so sehr körperlichen Slapstick durchgeführt haben. Und so war es eigentlich auch, deswegen habe ich das im Thema so geschrieben, er hat auch jetzt den eingebildeten Kranken vercomic-opert. Also es sind sehr skurriles Kostüme und teilweise setzt die Handlung aus und zum Beispiel sieht man dann den eingebildeten Kranken, wie er sich in so einem kleinen, ich glaube Spinett nennt sich diese kleinen Klaviere aus der Zeit, auf jeden Fall, wo er sich dann immer wieder so einhakt in dieses Klavier und drüber stolpert oder wenn Doktoren. Also es ist, wie gesagt, dieser Slapstick ist irgendwie so ein zentrales Element und sie fallen auch teilweise irgendwie von der normalen Sprache irgendwie in so eine Fantasiesprache rein. Klingt anstrengend. War's auch. Ist es auch. Also sagen wir mal so, mir hat's gefallen. Ich war in Begleitung von zwei Kolleginnen dort, denen hat's auch gefallen, sind aber in der Pause dann gegangen. Oh. Ja, also kann man aber verstehen, wir sind ganz oben gesessen, das muss man wissen, das Burgtheater ist riesengroß und wenn man wirklich ganz, ganz oben sitzt, dann ist es sehr anstrengend runterzuschauen, weil man muss sich nach vorne beugen und das ist alles irgendwie so ziemlich anstrengend und dieser ganze Slapstick hat auch einen Tribut gezollt, einfach in der Aufführzeit.
Zeit, weil das Amulier hat jetzt einfach 3 Stunden gedauert. Und dann war es, was noch einmal dazu erschwerend gekommen ist, dass sie erst um 8 Uhr begonnen haben. Weil normalerweise fangen so Theatervorstellungen um 7 Uhr an. Da ist ein bisschen Vorlaufzeit, wenn das jetzt dann wirklich so Richtung gegen Mitternacht kommt, unter der Woche, das war einem Dienstag eben, ist das Ganze recht anstrengend. Kann ich es empfehlen, kann ich es nicht empfehlen, ich weiß es nicht. Es ist sehr geschmäcklerisch, mir hat es schon gefallen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich auch gut auf große Ablehnung stoßen kann. Ja, aber man muss es, ja, mir hat ja schon die Comic-Oper gefallen. Irgendwie mag ich diesen, die Inszenierungen anscheinend von diesem, von dem Herbert Fritsch. Ich habe mal eine bisschen sehr gewollt modern gemachte Inszenierung vom eingebildeten Frankenzinn allerdings. Mhm. So ein Klassiker, wenn ein Kleinstadttheater irgendwie groß was Neues bringen möchte. Und ja, ich fand es nicht so gut. Aber das, was du jetzt erzählst, das scheint mir so ein bisschen überzeichnet. Also das genau. Finde ich jetzt eher noch. Und sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Wie gesagt, also die Diktoren waren zum Beispiel, haben so Handschuhe mit ganz langen Fingern gehabt. Die haben so schön dieses, war sehr körperlich inszeniert. Oder zum Beispiel einen Doktor, den haben sie so aus der Versenkung raufgehoben und der hat einen irrsinnig langen Doktormantel gehabt. Ich meine, das klingt jetzt so einfach, aber es war alles in allem, man muss es halt selbst sehen und es war sehr stimmig. Und es war jetzt auch kein gekünstelter, blöder Slapstick oder so. Ich meine, zwischendurch haben sie ja einen Ausrutscher. Also es wurden dann natürlich, eingebildeter Kranke bietet sich an, irgendwie wurden dann auch so Furz- und Magensaftgeräusche. Das kommt dann auch. Also diese Grenzen werden dann natürlich, das war bei der Comicoper auch, werden dann auch überschritten. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber es hält sich die Waage. Also ich bin da auch sehr kritisch eigentlich, wenn etwas bemüht, modern oder verblödet wird. Aber irgendwie schafft er es dann doch. Und das hat man auch beim Publikum gemerkt, die dann einfach auch immer wieder haben sie mit diesen Einlagen dann auch Lacher provoziert. Das ist nicht böse auf mich, ne? Für die Kiste kann ich auch aufraten. Ja, also so viel zum Erratum und zu Herbert Fritsch, ein gebildeter Kranker. Ja, und da muss ich ja gleich gestehen, das bespreche ich dann mal. Ab nächste Woche auch wieder Theater. Wie oft gehst du eigentlich ins Theater schon? Einmal die Woche? Nein, überhaupt nicht. Also jetzt habe ich dann wieder Pause gemacht. Es geht so schubweise. Ich habe eine Ex-Kollegin, die organisiert so Theatertermine und dann schreibe ich mich rein. Meistens vergesse ich, dass es ein Dienstag ist, so wie kommenden Dienstag. Das habe ich nochmal schieben, aber das kann man nachher besprechen. Und dann bin ich halt motiviert und dann gehe ich so 3-4 Mal vielleicht hintereinander ins Theater, aber dann kann auch ein halbes Jahr Pause sein oder so. Also ich bin eben nicht so theatermotiviert, dass ich selbst und alleine gehen würde und mir schauen würde, obwohl das kein Problem wäre, weil es eigentlich cheap ist, ins Theater zu gehen. Ja. Aber. Ja, das mit dem Theater alleine gehen, das ist ganz seltsam. Ins Kino gehe ich ja ganz gern alleine zum Beispiel. Ich auch, ja. Das mache ich eher. Denke ich mal, oft, da muss man nicht zu zweit reingehen, weil man unterhält sich ja nicht. Ne? Ja gut, das ist ganz nett, nachher drüber zu reden. Mhm. Aber beim Theater komme ich nicht auf die Idee. Ja, ich auch nicht. Das ist durchaus eine Hemmschwelle. Also Theater muss ich mit anderen Leuten ein. Quatsch, nicht Theater. Ja, Theater eigentlich auch, stimmt. Theater, Opern und Kino muss ich mit jemand anderem. Ja, also allein ins Kino. Ich habe das gemerkt bei dem letzten Film, den ich gehe. Nee, nicht dem letzten Film. Bei, wie heißt der denn nochmal? Hateful Eight. Nee, ja, da war klar, dass ich mit meiner Freundin hingehen muss. Ah ja, genau, da muss ich. Um sie zu quälen, sie zu knechten. Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr der Film überhaupt nicht gefällt. Mhm. Nee, der andere, den ich gesehen habe, von dem ich erzählt habe. Fury Road. Da waren wir zu mehreren Personen. Ja. Star Wars auch zu mehreren Personen, da war ich auch stimmt, dabei. Genau, das waren zum Teil sogar dieselben Personen. Nee, welchen Film habe ich denn noch? Dieser rote Typ da. Ah, der Deadpool. Deadpool, ja. Der Devil, der Film war, den fand ich schlecht. Aber Deadpool war ich mit meiner Freundin drin. Nee, alleine hätte ich keinen Spaß gehabt. Na gut, das ist vielleicht bei Komödien aber dann doch noch wieder was anderes, oder? Keine Ahnung, ja, das kann man in Komödien doch.
Okay, ich glaube wahrscheinlich keine Liebesfilme an und besonders keine deutschen Filme und so weiter. Nein, es gibt halt auch bei mir so, zum Beispiel Woody Allen oder so, da finde ich mir einfach auch keinen, der Bock hat, das irgendwie anzuschauen. Okay, stimmt. Und dann habe ich bei mir halt auch das Heidenkino in der Nähe, da bietet sich es auch an. Da ist die Psychologie nicht so, ich gehe jetzt ins Kino, sondern ich gehe mal vor die Haustür und lass mich ins Kino fallen. Also zu Hause Patschenkino, es geht alleine. Ja, gut. Das mit dem Kino, das habe ich auch schon festgestellt. Ich hatte das ja in Berlin jetzt ein halbes Jahr, das war auch so ums Eck, also irgendwie gute 10 Minuten zu Fuß. Und jetzt habe ich ja auch wieder, das ist glaube ich sowieso das Kino. Das Filmcasino, oder? Hin, nee, das unterhalb vom Haus des Meeres. Ah, das so, Apollo-Kino, ja. Das begehbare Escherbild, ja. Ach, das ist, ja, okay, gut. Also das ist auf jeden Fall auch nicht weit, da gehe ich, glaube ich, auch 10 Minuten hin, wenn ich langsam gehe oder so. Das ist dann auch nicht so, ich nehme mir vor, ins Kino zu gehen, sondern ich sitze daheim und denke mir so, ja, schmeiße dir jetzt Netflix an oder liest jetzt irgendwas oder dattelst irgendwie blöd im Internet rum oder gehst ins Kino oder so. Also, Ja, also deswegen... ist es dann relativ spontan. Ich war jetzt da tatsächlich noch nicht in dem Kino, war ich noch nicht drin. Aber es ist bei mir dann, nein, aber Kino gehen ist bei mir dann meistens auch eher spontan so. Mhm. Ja. Und dann halt auch eher allein, weil es spontan um, weiß ich nicht, 8, 9 Uhr abends, während der Woche. Ist bei meiner Freundin und mir eigentlich auch eher spontan. Aber meistens plant sie schon Wochen im Vorhinein sozusagen. Okay, so schlimm nicht, ein paar Tage vorher. Und dann sage ich, hast du mich jemals gefragt, ob ich mitgehe? Sie plant dann mich so ein, redet mit mir, dass sie da vorhat ins Kino. Ich habe dazu nie Ja gesagt und dann nimmt es... Ja. Tja. Wir haben doch drüber gesprochen. Was dazu sagen? Nein, ich nicht. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt so wäre. Würde ich dann mit jemand in der gleichen Wohnung wohnen, dann müssen wir vielleicht doch besprechen, kurz, ob wir jetzt irgendwie daheim oder im Kinofilm schauen, aber... Theater, Kino, es fehlt Weltliteratur. Oh. Ich habe ein Stück Weltliteratur gelesen. Okay. Wo sich auch eines der wesentlichen Rätsel der Geschichtsschreibung für mich gelöst hat. Nämlich, warum der Asterix nicht vorkommt in der Geschichtsschreibung. Habt ihr euch das je gefragt? Vielleicht kommt er doch vor, ist das so ein Da Vinci-Code-mäßig. Ja, also Asterix kommt nicht in der Geschichte vor, ja. Meines Wissens ist dieses Dorf nicht möglich an dieser Stelle. Irgend sowas war da. Nicht? Der Cäsar hätte ihn schon beschrieben im Di Bello Gallico. Mhm. Aber das Kapitel wurde aus Marketinggründen rausgestrichen, weil das ist ja ein Verlust eine Verlustgeschichte gewesen. Okay, ja, okay, jetzt weiß ich, wo du drauf hinaus willst. Ja, das ist gut. Und schlussendlich wissen wir vom Asterix nur deshalb, weil er von Druide zu Druide weitergegeben worden ist, die Geschichte. Mhm. Bis eben ganz am Schluss, dass dann an den Uderzo oder wie auch immer man ihn ausspricht und dann den Goscinny weitergegeben worden ist und die haben es dann verschriftlicht in Form von den Asterix-Bänden. Ja, blöd, dass sie nicht so schnell zeichnen konnten, wie sie sterben konnten. Ja, aber sie haben Nachfolger und dieses Rätsel da, diese ganze Geschichte rund um dieses Rätsel ist im letzten Asterix-Band aufgearbeitet worden. Wirklich? Der Papyrus des Cäsar. Ah, das ist okay. Der ist neu, aber da steht auch Goscinny und Uderzo drauf. Ja, die stehen immer drauf, aber eigentlich ist... Das ist jetzt ein neues Team nämlich, da, gell? Steht Zeichnung D. Konrad und Text ist Jean-Yves Ferry. Super. Ich wusste nicht, dass da schon so ganz ist. Neu ist der nicht. Oh, ich glaube, es ist Oktober oder November. Ja, ich habe das gar nicht mehr am Radar gehabt, Asterix. Ich hatte ihn, jetzt hätte ich fast gesagt, vergessen, aber da muss man ja vorher was gewusst haben. Also bei mir ist er vorbeigeschlittert. Mhm. Und Tim Pridlove hat ihn in einem Podcast erwähnt und ganz gut beschrieben. Und das hat mich wieder sehr amüsiert. Es ist auch die Geschichte von Twitter da drinnen. Ja, ehrlich. Weil Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, der ursprünglich mit Tauben aufgezogen worden ist.
und so Sachen kommen davor. Oder einer ist der Big Data und so. Also da kommen einige sehr lustige Geschichten vor. Und der Hauptheld, ich habe sogar den Namen vergessen, wie der heißt, das ist ein blonder Journalist oder ja, Journalist kann man sagen. Der hätte ursprünglich anders heißen sollen, nämlich Asangix. Also vom Assange Anleihe nehmen. Jetzt aber das haben sie dann doch Snow nicht gemacht. Nein, er heißt irgendwie ganz anders, so wie Papyrus oder so. Nein, ja, oder Pamphletix oder so. Pamphletix. Wie heißt er denn, der Freund? Ich finde ihn gerade nicht. Es war ein blöder Witz und auch vielleicht unpassend, aber trotzdem. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, sehr nette Geschichte, kann man empfehlen. Und eben wesentliches Kapitel der Weltgeschichte aufgearbeitet, Geschichte von Twitter aufgearbeitet. Ja. Schön, also eine Empfehlung, keine Enttäuschung. Absolut eine Empfehlung. Da habe ich schon deutlich schlechtere gelesen, wobei ich habe auch den bei den Pikten ganz gut gefunden. Der war nämlich eher im Verriss beheimatet. Habe ich auch okay gefunden, vor allem sehr liebevoll gezeichnet. Also mir kommt ein bisschen vor, die sind im Stil mitgealtert. Also ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe die ersten so gelesen, da war er, würde ich sagen, ein Jugendlicher. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht irgendwie sehr tiefgehend oder sehr, sehr viele Geschichten drinnen oder so. Und jetzt kommt mir vor, dass das eigentlich fast mehr Geschichten für Erwachsene sind, weil so viele Anspielungen dazu drinnen sind, in so vielen Details vorkommen. Also zum Beispiel das alles rund um die Horoskope, was man jetzt so kennt, das wird auch länger mal breiter drinnen verrissen. Herrlich. Also es ist ein Genuss. Also ich habe mal, das ist schon wieder so lange her, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann, eine Kurzdoku im Fernsehen gesehen über den Goscinny und den Berzo. Und die haben sich wohl am Anfang sehr auf französische Politik bezogen. Die ich nicht verstanden habe dann einfach, ja. Mir offensichtlich dann auch sich nicht erschlossen hat. Also die scheinen da einige Anspielungen drin zu haben, die unser Eins einfach nicht versteht. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen mühsam gefunden habe, ist die Schriftart, mit der sie jetzt in den Sprechblasen schreiben. Das ist so, ich weiß nicht, wie das in Steinplatten eingraviert oder so ein bisschen. Und dadurch, wenn man müde ist, ein bisschen schwer zu lesen. Aber sonst ist es 1A. Also gezeichnet ist er wieder super. Die Details sind genial. Es sind die alten Muster, die man weiß, wieder da. Es sind aber auch viele neue Muster da. Viele neue Personen. Es ist diesmal viel ausgeprägtere Beziehungsdarstellung zwischen dem Miraculix und seiner guten Mine. Also die gibt ihm länger mal breite Beton da. Fast die ganze Episode hindurch. Und dann auch so Details wie drei große Zeitungen sind dargestellt. Die Imago. Also das ist die Bild, eindeutig. Dann Tempus, das ist die Zeit, und dann Roma Generalis, das ist übertragen Frankfurter Allgemeine. Generalis, ja. Nicht? Also das sind so unheimlich viele Details, die einfach sehr gut gemacht sind. Wer hat ihn noch nicht gelesen? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Lies ihn. Boah, danke. Bitte. Ich mache jetzt einfach eine Lesung. Ich schaue gerade nach, was der letzte ist, den ich gelesen habe. Die Pikten war es nicht. Ich kann mich erinnern, einer der letzten, die ich gelesen habe, da kam mich der Kirk Douglas vor, als Spartacus-mäßiger. Bei den Pikten, da kommt so ein Wesen wie Nessie vor, das auch unheimlich nett gemacht ist, finde ich. Den habe ich nicht gelesen. Der ist auch sehr gut. Ja. Ja, ich glaube, es war Obelix auf Kreuzfahrt oder so. Das muss es gewesen sein. Ich habe eine schöne Podcast-Idee, fällt mir so gerade ein. Ich lese einfach die Speisekarten von Restaurants vor. Das ist durchaus möglich. Ich muss mir das sogar anhören. Das musst du aber täglich machen und es darf nicht länger als 2 Minuten dauern. Dramatische Lesung. Ich bekomme Hunger. Okay. Dreimal am Tag, immer zu den Mahlzeiten, die man noch einnimmt dann. Okay, Folge 0 meines neuen Podcasts, den ich jetzt ganz spontan anbringe. Stefan, möchtest du im Podcast über Podcast sprechen oder möchtest du erst nichts machen? Das möchtest du? Ich kann jetzt da noch nicht viel dazu. Ich bin da noch ein bisschen noch nicht so wortgewandt im Thema. Du bist nicht wortgewandt. Jetzt hast du dich reingeredet, ja, jetzt musst du dich auch rausreden. Hörst du mich schweigen? Tumbleweed. Na, warte mal, hier auf der Liste, das stand Stefans Thema. Mhm. Das werden wir sofort nachschauen. Das stimmt.
Aber ich habe es nicht angesprochen. Du hast es angesprochen. Nein, no, dann reden wir nächste Woche. Also niemand hat vor, einen Podcast zu machen. Ja, okay. Und vor allem hat die Anna auch nicht vor, einen zwei Podcasts irgendwas zu machen. Drei meinst du? Drei. Wobei, neue sind jetzt gerade erst. Ich vergessen. Ja, zwei neue oder so. Das setzt uns aber immerhin Hüstl, in den Druck, wenn wir darüber reden, dass wir die Podcast, die Shownotes bis zur Publizierung des Podcasts öffentlich haben müssen. Schaffen wir das? Ja. Na dann, reden wir drüber. Dann klotzt rein. Ja. Also wir arbeiten an einem neuen Podcast zum Thema Programmieren und Programmieren lernen. Und da gibt es auch eine Folge 0, oder? Es gibt eine Nullnummer. Der Podcast hat auch einen Namen. Nullnummer. Angelehnt an das amerikanische Projekt, das die Popularisierung des Programmierens vorantreiben soll, Hour of Code, heißt der Podcast Hour of Code. Soll ein bisschen die Leiden vermitteln, die man beim Programmieren und beim Anfangen mit dem Programmieren hat. Code mit K-O-T geschrieben natürlich. Nein, Code mit C-O-D-E geschrieben, weil es geht ja doch um Code. Den Dennis habt ihr gerade verloren als Hörer. Den hätten wir nicht gewonnen. Also so. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive nur sagen, dass mit dem Auer und dem Uff, das geht schon ganz gut. Das geht ganz gut. Ja. Auch beim Aufzeichnen haben wir schon Auer und Uff gehabt. Also ich glaube mittlerweile verstanden zu haben, warum die Tonqualität der Nullnummer so schlecht ist. Ich glaube, ich habe es geschafft. Also wir haben das Setup ist so, wir sprechen in Mikrofone, die an einem Mischpult hängen und dieses Mischpult ist eine USB-Soundkarte, die an einem Computer hängt, der dann aufnehmen sollte. Aber es dürfte so sein, dass ich wohl nicht über diese Soundkarte aufgenommen habe, sondern über das Laptop. Sondern über das offene Mikro, das noch daneben gelegen ist, ein Jabra ist. Das ist ein Mikrofon, mit dem man Videokonferenzen Ton aufnimmt und damit hat man natürlich optimal die Akustik vom Raum aufgenommen und nicht die einzelnen Sprachen. Das erinnert mich etwas, ich habe besucht derzeit ein Fach, wo es auch um Audio geht und des Öfteren müssen wir dann Sachen mal zum Testen aufnehmen und dann sind das die Lautsprecher, die im Laptop eingebaut sind und das Knarzen des Laptops. Oder vielleicht den Festplattenlüfter, den man dann hört. Ich habe keine Festplatte drin. Gut. Ja, das ist mit dem Soundsetup ist nicht alles nicht so einfach. Aber das ist halt das Beginner's Mind, das muss da geschoben werden. Folge 0. Ja, und Folge 0. Ist alles erlebt. Genau. Ich habe schon abonniert, das funktioniert ja schon, gell? Das Abonnieren funktioniert, ja. Wir haben schon eine Kritik gekriegt bezüglich des Sounds. Ja, da war aber noch wirklich unbearbeitet. Jetzt ist er immerhin einmal durch Auphonic gejagt und Auphonic hilft schon ein bisschen, muss man sagen. Also. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Verwirrung gestiftet, aber das kann man ja vielleicht auch in der Folge 1 dann nochmal erklären. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Podcasts produzieren und da passiert irgendwelcher Voodoo so heimlich im Hintergrund und dann plopp ist der Podcast da, sondern es ist ja so, dass man, wenn man will, so ein bisschen die Entwicklung, wie der Podcast entsteht, auch mitverfolgen kann. Also so ein bisschen zumindest. Und echt? Da haben wir, weil wir uns ja zum Beispiel auf Twitter drüber unterhalten und da kann ja auch dann jemand mitlesen. Ja, das ist dann lustig, wenn Leute auf einmal den Podcast abonnieren, denen man noch nicht davon erzählt hat. Weil die offensichtlich beiden folgen oder über Ecken einen dann irgendwie kennen. Irgendwie dürfte es auch über den Burgtaucher-Podcast funktioniert haben und so tauchen dann auch einmal Leute im Stream auf, die man nicht kannte, die dann abonniert haben. Wow. Genau. Ja. Und dann kommt, wieso ist denn die, ist das jetzt Absicht oder mit der Soundqualität oder ja. so, wo man das dann erklären muss? Wir haben es ja, es gibt es ja noch gar nicht öffentlich. Ja. Aber ich finde es ganz schön, dass man, also zumindest für mich ist es so, für mich ist es dieses Programmieren und Programmieren lernen und diese Herangehensweise ja auch so ein Prozess. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man das jetzt bei dem Start von dem Podcast aussieht, dass da irgendwo ein Prozess stattfindet, dass da nicht plopp irgendwie so fertige Podcast-Präsenz vom Himmel fällt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es nicht besser kann. Und das dritte ist, dass wir auch noch an einer Sache parallel arbeiten, weil ich auch ein bisschen was mit Lernen machen will im Zuge dessen und auch ein bisschen was Publizieren von Podcasts und so daran was arbeiten will. Das ist eine Geschichte, ich glaube, ich habe einmal hier im Podcast davon erzählt. Das ist ein Static Site Generator für Podcasting. Also,
nicht Octopress, sondern Octopod. Ah, okay. Das heißt, Octopod, um an Octopress zu erinnern, derjenige, der Octopod geschrieben hat, das ist ein Jekyll-Plugin, also sowas ähnliches, oder ein Jekyll-Add-on, sowas ähnliches wie Octopress ist. Und der hat sich auch bewusst im Namen darauf bezogen, weil er sehr viel von den Ideen sich davon rübergenommen hat und so. Und das ist ein Plugin, eben um eine statische Seite zu erzeugen, wo man eben einen RSS-Feed mit im Hintergrund generiert und einen Player, den Podlove-Player, der wahrscheinlich auch hinreichend von anderen Podcasts bekannt ist. Mhm. Der Haken an dem Projekt ist, dass das vor 3 Jahren mehr oder minder auf Eis gelegt worden ist. Es funktioniert im Großen und Ganzen, bis auf ein paar kleine Modifikationen, aber es ist halt alles vor 3 Jahren nicht mehr weitergemacht und ich finde es auch nicht so wirklich bequem. Und ich habe mir jetzt den Code geschnappt von dem Projekt und fange den langsam an umzubauen auf das, wie man jetzt ein Jekyll-Plugin schreiben sollte. Also mittlerweile gibt es dann einen klar definierten Standard, wie man sowas zu schreiben hat und wie man dann sowas einbettet, damit die ganze Installation und das ganze Setup von dem Zeug einfacher wird. Und eben, es soll ja die letzte Fassung von dem Podlove Web Player eingebaut werden. Das ist jetzt mittlerweile auch geschehen. Da könnte ich mich auch ein bisschen drüber auslassen. Da bin ich momentan schwer nicht begeistert, wie das abgeht. Also da hat sich technologisch einiges geändert, wo ich meine, das sollte man überhaupt nicht so machen. Mhm. Weiß nicht, da gehen wir vielleicht eher im anderen Podcast drauf ein, aber auch da ist es vielleicht schon ein bisschen zu weit hergeholt. Also da bettet man iFrames ein mittlerweile. Das wird dort vorgeschlagen, weil um den CSS Namespace nicht zu polluten, was sonst passiert mit dem Standard. Also nein. Das ist ziemlich viel Herumgemurkse, was ich da gerade ein bisschen versuche zu streamlinen damit. Aber es funktioniert soweit. Also den Stream gibt es. Wir haben noch nicht auf iTunes gepublished, weil ich auch nicht geschaut habe bisher, ob er mit dem letzten iTunes Standard kompatibel ist. Weil iTunes hat auch immer wieder mal ein bisschen was an den Tags vom XML-Feed, soweit ich weiß, modifiziert. Aber ich weiß im Prinzip, was alles rein muss, weil das habe ich vor einem Jahr mal gemacht, also ich muss nochmal kontrollieren. Dinge, die an iTunes-Tags. Tags, genau. Ja. Und in welche Kategorien rein sollen, wie er klassifiziert werden soll. Also das ist dann auch wieder nicht, ob er kindertauglich ist und arbeitstauglich ist und solche Sachen. Das wird da alles drin und deklariert. Und wie die Shownotes einzubetten sind und was man reinschreiben darf und was man nicht reinschreiben darf. Da fehlen noch eine ganze Menge Ecken und da heißt das noch alles ziemlich roh, aber im Großen und Ganzen funktioniert es und am Schluss soll was rauskommen, was man eben wirklich als statische Seite wohin publizieren kann, mit der Idee, dass man kein WordPress braucht und sich damit nicht um die Pflege des WordPress kümmern muss. Das ist so die letzte Idee. Und so für mich ein bisschen dahinter genannt, also dieses Jekyll ist wieder auf Ruby aufbauen, was Dennis und ich ja gern habe. Für uns ist das dann auch sowas nicht eben wie ein Plugin für das WordPress-System, wo man also nach dem Motto friss oder stirb, also verwende es genauso, wie du es verwenden willst, sondern ich sehe das ein bisschen auch so als Werkzeugkasten. Also das kann man dann genauso verwenden, wie es implementiert ist, oder man überschreibt sich halt Sachen und ändert es ein bisschen, um es angepasst zu haben. Also zum Beispiel, ich will das Thema möglichst so haben, dass man Themes drüberlegen kann, die auf Twitter Bootstrap aufbauen. Also das Twitter Bootstrap soll in der letzten Fassung drin sein und ein einfaches Thema soll rein installiert sein und wenn man anderes haben will, dann soll man es leicht drüber installieren können, solche Sachen. Das will ich halt auch haben. Ja, die Freiheit bedingt halt auch, dass uns, haben Sie nicht eh, aber das Octopress oder Octopod diesen Wahlspruch haben, so Blogging Framework for Hackers irgendwie, also dass man dann doch ein bisschen einen Technik-Hintergrund braucht. Aber es ist auch wieder total schade gerade mit dem Octopress, das verstirbt gerade. Also die wären eigentlich im Switch gewesen, oder der wäre von 2 auf 3. Das ist angekündigt worden und seitdem geht es nicht mehr wirklich weiter. Also es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile über ein Jahr, dass das brach liegt. Und ich war eigentlich auch relativ knapp dran, mir das Octopress genau anzuschauen, bis ich dann gesehen habe, es tut sich dort eigentlich nicht mehr viel. Das hätte eben auch gestreamlined werden sollen in die letzte Jekyll-Version hinein und der Octopress-Entwickler hat gemeint, er will eigentlich das auch so haben, dass das nicht als zwei komplett getrennte Dinge auftreten, sondern dass man versucht, auch die Communities zusammenzuführen, um halt gegeneinander zu profitieren, also dass das wirklich ein klares Plugin ist und das kann man verwenden oder nicht und andere Plugins kann man verwenden. Aber das scheint ziemlich zu versterben, die ganze Geschichte. Ja, das ist schade. Lustige Nebengeschichte, in dem Jekyll ist ein Markdown-Interpreter drin, also dass man schreibt Blogposts, je nachdem. Ja, aber einer ist Standard und der wurde vor nicht allzu langer Zeit, also mit der neuen Version von Jekyll ausgetauscht,
Das ist jetzt, haben wir glaube ich 3.0.1 oder 3.1 und mit der 3er Version ist er neu reingekommen als Standard und der heißt Cramdown oder Cramdown, je nachdem ob das Englisch aussprechen will oder nicht, der reine Ruby-Implementierung ist. Früher haben sie einen auf C-basierten verwendet und jetzt ist es nur mehr Ruby. Und die lustige Geschichte daran ist, dass der geschrieben worden ist von einem Österreicher, der heißt Thomas Leitner, mit dem man kann auch ganz nett reden, also den haben wir ja schon in einer Meetup-Session kennengelernt, wo er uns erklärt hat, warum er das so geschrieben hat und warum er meint, diese Erweiterungen von Markdown sind okay und so, also da geht es auch so ein bisschen um diese Standardisierungsthematik, glaube ich, da haben wir auch schon im Podcast drüber geredet. Weiß ich jetzt nicht, aber falls jemand nicht so weiß, ja, dass es gerade standardisiert wird, Markdown, ja. Das ist ein richtiger Standard inzwischen. Aber eben nicht unter dem Namen Markdown, weil da hat der ursprüngliche Entwickler was dagegen und darum wird es wahrscheinlich Common Mark heißen, dann der Standard. Jop, so bin ich ein bisschen wieder mal ausgeufert und so wird auch der Podcast immer wieder mal ein bisschen ausufern. Ja, wobei, 60 Minuten habt ihr jetzt einmal die Erste, gell? Also das soll auch halbwegs so in dem bleiben, nicht? Mhm. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe nur die ersten 5 Minuten gehört, aber ich werde das die Tage dann einschlafen. Nein, eben nicht. Zum Einschlafen musste ich umschalten, weil ich gewusst habe, okay, so zwei bekannte Stimmen in meinem Ohr, das wird nichts. Ich habe jetzt nicht noch 60 Minuten Zeit, dass wir dann schon Richtung 1:30 gegangen gestern. Also habe ich das dann gewechselt, aber ich bin gespannt. Und die Seite habe ich mir angeschaut und abonnieren per BeyondPod auf jeden Fall ohne Probleme. Ja, genau. Das ist auch die drinnen Intention. Und, straightforward. Und Player eben auch auf der Seite. Kleine Nebengeschichte, die ich jetzt erst entdeckt habe beim Podlove Web Player. Es wird ja dann immer wieder auch als Argument genannt. Ich habe nicht so viel Zeit, dass ich mir das als Ganzes anhören könnte. Und wenn ich dann wieder auf die Seite gehe, weiß ich nicht, wo ich war. Der Podlove Web Player setzt den Cookie, wo er sich merkt, wie weit du gehört hast. Also wenn du am nächsten Tag wieder kommst und deine Browser-History nicht gelöscht hast, sondern nur auf Play drückst, spielt er genau dort weiter, wo du zuletzt aufgehört hast. Was auch ein ganz nettes Feature ist. Also man muss es nicht. Die Funktionen, die gefragt ist? Ja, ich bin jetzt schon zweimal darauf angesprochen worden. Einmal von einem Schweizer, der unseren Podcast hört, dem ich gesagt habe, wieso, ist doch kein Problem, mach einfach Pause im Player und mach dann weiter. Sagt er, auf der Webseite gibt es keine Pause, wo ich dann weitermachen kann, wenn ich bei unserem Podcast, wenn ich zumache. Oder bei Biertaucher. Ich baue es ein. Also ich bin jetzt sowieso gerade dran, das dran zu machen. Schauen, ob man sich das in einer Cookie speichern kann, den letzten Play-Zustand, dass er dort weiterspielen kann. Ja, ja. Also, Wahnsinn, aber wenn man schon so eine Funktionalität hat, dann könnte man sich, aber ja. Der User hat eigene Wünsche natürlich. Ja, könnte man schon ein Cookie finde ich akzeptabel, da einzubauen, der dann natürlich sofort gelöscht wird, wenn man am Ende angekommen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, man könnte ihn auch unendlich lang speichern. Ich finde das jetzt auch nicht datenschutzrechtlich bedenklich, weil ich den nur kleinzeitig auswähle. Ja. Weil ich habe überhaupt keinen Zugriff auf den Server. Ah, Moment mal, ich nehme keinen Cookie, ich nehme die Local Storage. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Und ein bisschen angenehmer, glaube ich, auch. Und ja, ich bin jetzt nämlich sowieso gerade dran, das Ding mal aufzubohren. Für andere Podcaster können das also auch verwenden. Damit könnte man eben Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, so einen langen Podcast will ich nicht hören. Also entweder im Podcatcher Pause drücken und weiterhören oder auf der Webseite. Ja, der Podcatcher, das fände ich ja das Sinnvollere. Ansonsten haben wir irgendwann mal den Webplayer, wo man dann andere Podcasts abonnieren kann. Doppelte Geschwindigkeit, Playlisten, intelligente. Brauchst du das im Browser? Alle. Ich meine, so fängt es an. Nein, sagen wir so, die doppelte Geschwindigkeit dürfte machen bei Audio möglich sein. Machen wir keine Angst. Wieso? Was denn? Ja, doppelte Geschwindigkeit, okay, naja. Obwohl, nein, das darf man gar nicht anfangen. Achso, Moment mal, der Ton soll sich hier nicht verzerren. Ah, okay, ein kleines Problem. Aber ich würde gerne die Farbe umschalten können vom Player. Okay, baue ich auch ein. Ich glaube, das ist total gefährlich, wenn du Dennis irgendwelche Anforderungen stellst, weil der macht das dann schnell. Bisher habe ich jetzt noch keine Herausforderungen gehört. Aber sobald es Herausforderungen hagelt, da höre ich auf. Da mache ich nicht mit. Vielleicht lerne ich das mit dem Trollen doch langsam. Mich bekommst du nicht getrollt. Aber den Kurs jetzt kommt. Mich bekommst du nicht trollen. Das schaffst du nie im Leben. Spätestens dann mache ich einen Troll-Podcast, wo ich dann andere Podcasts drunter trolle. Das ist gut. Wie zum Beispiel solche Podcasts über Programmieren und Programmieren lernen. So eine Jagdwurst. Auch interessant.
Ich kann jetzt noch gar nichts dazu sagen. Ich bin noch viel zu fachfremd, um da irgendwie mitreden zu können. Vielleicht zu dem Thema ein bisschen Technik und Abkürzung. PDF, JavaScript, PostScript. Ich muss ja die Shownotes schreiben und darf mir diese Buzzwords nochmal anhören, die ich da selber runtergesagt habe, Turing-Fähigkeit. nachdem ich den Teil wieder angehört habe, musste ich natürlich auch ein bisschen recherchieren. Ich habe mir ein Vorbild bei dir genommen und nachgeschaut, ob ich Mist gelabert habe oder nicht. Ja, du hast gesagt, du guckst dann, was diese Abkürzungen bedeuten. Ja, weil ich die nicht kenne. Eben, genau. Und ich weiß das ja. Ja, okay, die Abkürzung kenne ich auch. Bis heute Nacht ist mir das erste Mal passiert, dass ich eine Abkürzung falsch wiedergegeben habe. Nur am Rande. Ich habe gesagt, der Pre-Compiler statt der Pre-Processor. So geht es jetzt besser. Er wird alt. Ja, er wird alt. Ich habe meiner Freundin dann heute Morgen auch gesagt, ich muss mich für entschuldigen. Wurscht. Jedenfalls habe ich dann geschaut, weil wir letztes Mal Schusterjunge und Hurenkinder als Thema hatten, ob das CSS nicht doch kann. Mhm. Es kann es. Oh. CSS kann es tatsächlich und damit ist schon mal klar, die Silbentrennung ist das Letzte, was fehlt. Habe ich gesagt letzte Woche? Stimmt auch nicht. Kennst du auch schon. Aber nicht alle Browser unterstützen es. Chrome unterstützt es nicht. Und was heißt dann können? Silbentrennung. Dass sie automatisch Silbentrennung unterstützen. Das heißt, dass Wörter mit einem Bindestrich getrennt werden und in der nächsten Zeile weitergehen. Automatisch. Aber das muss doch das CSS dann Kenntnis über die... Nicht CSS, sondern der Browser muss das können. Okay, weil das, aber das ist nur eine Anleitung von CSS und der Browser muss dann das Ganze mit dem Wörterbuch und so dann durchführen. Okay. Also du kannst einem Absatz zum Beispiel sagen, dieser Absatz ist jetzt Silben zu trennen. Ja, okay. Wenn, genau. Und das ist eine CSS-Eigenschaft dann? Das schaltet man über CSS ein. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie heißt das? War das jetzt Hyphen? Ich kann so schlecht Englisch und Griechisch. Was, Hyphen, Hyphen, was ist das? Hyphen ist Englisch, ja. Wofür? Bindestrich. Bindestrich, okay, und, ja. Und Silbentrennung ist Hyphenation. Ja, okay, Hyphen ist das Schlüsselwort für in CSS. Mhm. Das setzt man einfach an. Auf dem Element und dann... Genau, und dann wird Silben getrennt. Cool. Und Schusterjunge und... Hast du schon ausprobiert, auch in der Browser, aber was kann? In Chrome nicht kann. Silbentrennung kann der Chrome definitiv nicht. Kann er nicht. Und weil nämlich da drunter war direkt eine Demo und die hat nicht bei mir funktioniert. Okay. Da war, Firefox weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass der komischerweise der Safari es kann, also können soll. Aha. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber es fehlt noch die Silbentrennung, dann kann ich wirklich sagen, weg mit den ganzen Office-Produkten. HTML plus CSS kann alles von dem, was man brauchen könnte. Serienbriefe, kein Problem. Also dann kann man wirklich alles machen. Dann können wir darüber beginnen zu diskutieren, wie man es dann am Bildschirm darstellen sollte. Was? Sollte man da dann auch das seitenweise aufziehen und umblättern? Im Browser? Nein. Das hat irgendwie doch noch so die Papiermetapher dann, ne? Mit dem neue Seite und was ist eine Fußnote? Fußnoten gibt es ja doch auch, die sind aber halt ganz unten geballt, ne? Und so. Ja, es gibt ja auch in der Hinsicht schon verschiedene Entwicklungen. Zum einen gibt es die ganz langen Seiten, wo man Single wirklich Page. Single Page, es gibt sogar Dokumentation, Single Page, kannst du da aussuchen, ob du Single Page haben möchtest oder kapitelweise und solche Sachen. Finde ich schon zum Teil. Was ich gern hätte, ist, dass man quasi wie auf einen E-Reader blättert auf einer Seite. Also, dass der nicht die letzte Zeile abschneidet, sondern nur so viel am Schirm darstellt, wie es geht. Wie sich ausgeht aufgrund meiner Auflösung und meiner eingestellten Schriftart. Ja. Und dann hätte ich gern, dass man der Browser das weiter nächste Seite. Das ist auch interessant. Das ist eine interessante Frage. Das ist mit CSS und HTML selbst noch nicht möglich, müsste aber mit ein bisschen JavaScript. Müsste es gehen. Könnte es gehen. Ist nicht trivial. Ich habe einmal versucht, das so zu machen,
Der war die Anforderung, es soll alles auf der Seite beim ersten Mal drauf sein. Ja. Also auszurechnen, wie groß jetzt die Schriftart sein sollte, damit sich der Text auf meinem Bildschirm ausgeht. Und es war eigentlich nur ziemlicher Murks. Also das Hauptproblem, das ich da sehe, ist rauszufinden, wie viel sich jetzt ausgeht. Wann ich umbrechen muss. Ja. Das müssen sie dann noch irgendwann einbauen. Eben, genau. Da gibt es sehr, sehr kuriose Dinge in der Hinsicht. Also zum einen, der naive Ansatz ist, wie viele Zeilen passen passen auf den Bildschirm. Ja. Das ist trivial auszurechnen. Man stellt einfach im HTML-Tag die Schriftart ein und die Schriftgröße, die man haben möchte. Und dann kann man mehr oder weniger schon fast abfragen, wie viele es sind. Die Anzahl der Zeilen, ja, aber du weißt nicht, wie weit es sich ausgeht. Wie viele auf welchen Buchstaben? Aber weiß ich jetzt auch nicht, das stimmt. Weil du weißt nicht, welcher Buchstabe wie breit ist. Das stimmt, ja. Aber zumindest dieser Ansatz, der funktioniert schon ziemlich gut. Mhm. Wenn man keine Bilder hat und sonst. Eine gute Schätzung kriegst du mal hin. Ja. Ja, man kann auch einfach hingehen, ist mir wurscht, ich stelle so viel da, wie da ist. Hm. Und wenn ich auf Blättern gehe, schaue ich nach, wie viel Pixel hat der Bildschirm und scrolle um so und so viel nach oben. Ich kann nämlich, indem ich sage, ich rendere diesen Text sozusagen nur so viel auf den Bildschirm, wie sich ausgeht, sondern ich manipuliere den Scrollbalken. Ja. Dass ich sage, da unten ist ein Knopf, Next Page, und wenn man draufklickt, dann scrollt er um so viele Pixel weiter, wie das groß ist. Was er ja eigentlich eben macht, wenn man unten in den Scrollbar reinklickt, unter den bestehenden. Sollte es ja eigentlich so machen. Ja, sollte seitenweise schieben. Ja, mal schauen. Ja. Also das könnte gehen. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, das im Bindestriche und Schusterjunge und wie die heißen, weiß ich nicht mehr, aber zumindest soll das schon ziemlich verbreiteter sein. Und das Interessante ist ja, dass man für CSS generell sagen kann, wenn es ausgedruckt wird, sollen diese Regeln angewendet werden und auf den Bildschirm andere Regeln. So kann man zum Beispiel komplett die Farbe rausnehmen, wird nur noch schwarz-weiß gedruckt. Solche Sachen gehen wunderbar. Das nutze ich auch gerne aus. Eigentlich sind diese Druckenknöpfe auf den ganzen Seiten völlig überflüssig. Wenn man einfach nur auf Drucken im Browser geht, und das richtige CSS hat, sieht das viel besser aus zum Teil. Aber es ist natürlich schon ziemlich schwierig, besonders, dass es auf die Seite passt, es gut aussieht. Und solche Sachen, da reichen Schusterjunge und so weiter noch nicht aus, weil die Bilder, das sind manchmal auch zu groß. Ja. Aber ja, die Browser machen sich und demnächst dürften die Weltherrschaft, ach nee, das haben sie ja schon. Jetzt können wir dann wieder langsam auf die Kommandozeile wechseln. Wie willst du dort Bilder darstellen? Geht. Framebuffer. Framebuffer, die 3M ein Plugin dafür. Ja, aber das funktioniert nur, wenn man dann die Linux-Konsole hat, die den Framebuffer unterstützt. Wenn ja, zu anderes Ich gehe jetzt von X-Server und dann extern zum Beispiel aus. Da geht es zumindest nicht. Wunderbar. Es gibt Moment, welcher war das? W3M, der hat es sogar geschafft, Bilder in Konsole, in dem es gesehen hat, ach, das ist ein X-Server und hat dann die Bilder an diese Stelle positioniert. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie er es gemacht hat. Da waren tatsächlich dann irgendwie Bilder in der Konsole drin. Das ist Framebuffer. Ja, das ist doch nicht. Na, Framebuffer ist ja nur, wenn du eine Linux-Konsole hast. Aber das war auch von einem X-Server mit Konsole, also dem Programmkonsole vom KDE. Und da waren Bilder plötzlich drin. Das kann ja trotzdem den Framebuffer durchreichen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Dinger Framebuffer unterstützen, das bezweifle ich. Weil Framebuffer geht schon direkt an die Grafikkarte. Ja, ja. Damit liegt da oben drüber, juhu. Stimmt, du hast vollkommen recht. Nee, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob es zulässt, ob es KDE sowas zulässt. Ja, dünnes Eis, aber das müsste man recherchieren. Ja, aber das kann man generell mal aussprechen, wie 3M ist so mein täglich Browser. Wirklich? Wahl, ja. Nicht links? Nein, links ist zu unbequem. Nee, nicht links, links. Links auch, ja. Nein, ach, also W3M, ich weiß nicht, mir liegen die Shortcuts, es hat auch ein Tab-System, wobei ich benutze statt den
Browser-Tabs eigentlich Booyaboo, so also ein Screen ab, aufgehübschtes Screen. Und habe dort die einzelnen Browser-Instanzen offen. Und es ist einfach herrlich, weil du einfach so viel glatter. Also wenn du wirklich nur News lesen möchtest am Tag, dann ist das sehr entspannend. Ja, ohne Werbung. Und ich freue mich auch teilweise. Manche Seiten schauen ja wirklich auch fantastisch aus. Es gibt, ist zwar leider, ich lese in letzter Zeit nicht mehr, weil die Stories nicht mehr so knackig waren. OS News hat die geheißen. Wenn man sich da die Seite anschaut, ach, ist auf dem W3M wunderbar, herrlich. Eine Augenweide. Es ist so eine Augenentspannung. Es ist wie ein Bad in Kamillewasser. Herrlich. Geh mal auf meine Homepage. Da dürfte es genau. Da. Okay. Bei mir sieht es allerdings im W3M, glaube ich, genauso aus wie im Chrome oder so. Ja, ich lobe mir auch zum Beispiel beim Webstandard, dass er eine Textversion hat. Das ist sehr, sehr, sehr hübsch. Das wird schöner gerendert als die im Vergleich jetzt mal die Future Zone. Bei mir ist ja nicht Mobile First, bei mir ist Konsole First. Und alle anderen kommen danach. Ich sag einfach ja. XML. Ich weiß, dass du es nachher nachschlagen wirst. XML habe ich ja schon welche Stunde sind wir schon ein paar Mal gehört. So die Frage. Ist ja, das ist ja jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, ihr könnt schon anders. 1,40. Wir nehmen 1,40? Leider keinen auf. Aber das ist noch Ihre Stunde. 20 Minuten kannst du noch kürzen. Ja. HTML, CSS. Ja, HTML, CSS. Das ist ja... Das haben wir schon. CSS. Okay. Hamel. Ja, Schluss mit dem Passwort, Wahnsinn. Ja. Wir über Hurenkinder und einen Schuster, wie heißt das? Schusterjunge und Hurenkinder geredet haben, habe ich noch ein kleines Buchthema. Ich werde es irgendwie schnell machen, weil es eigentlich ein großes Thema war. Naja, schauen wir mal. Mir ist nur aufgefallen, dass viele so Musiker, die ich von früher und heute so gekannt habe, aus dem deutschen Liedermacher-Szene, Hamburger Schule, Alte und so, und auch Berliner Musikszene, dass die in den Kulturbetrieb so mit dem Alter dann immer irgendwie hochrücken. Die machen dann immer irgendwie, entweder schreiben sie ein Buch, oder wie bei Kante, die machen keine normalen Alben mehr, sondern gehen ans Theater, oder Goldene Zitronen zwischendurch auch so Theatermusik machen und so. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Phase gehabt, da ist mir nämlich aufgefallen, dass zwei Leute, die ich, der Sänger nämlich von den Sternen und der Jochen Distelmeier, der ehemalige Sänger von Blumfeld, haben jeweils ein Buch geschrieben und die sind so wahnsinnig gemischt aufgenommen worden. Und da habe ich mich mal hingesetzt und habe diese Bücher einfach ratzfatz mal gelesen, weil ich gerade so wahnsinnig motiviert bin, weil ich einen neuen E-Book-Reader habe, zu dem ich aber ein sehr unromantisches Verhältnis habe. Aber es motiviert mich dann trotzdem immer am Anfang, diese Devices auszuprobieren und dann lese ich mehr. Aber um das zu beginnen, vielleicht einmal den Autor zu erwähnen und Musikmacher, der am meisten Erfolg und der die positivsten Besprechungen gehabt hat. Hast du jetzt nicht einfach den Titel nicht genannt, von dem du sprechen wolltest? Ich habe drei Bücher und drei Titel. Aber kommen Titel. Die noch? Oder? Die kommen noch, ja, das ist noch Einleitung, ja, genau. Also, ich habe mich da ein bisschen verschwunden. Das wird schwer. Also, der erste, über den ich reden möchte, ist der Sven Regener, der ist der Sänger der Gruppe von Element of Crime und der hat 2001 ein Buch geschrieben namens Herr Lehmann. Und das ist so ein Berlin-Roman und den habe ich damals gelesen, ziemlich bald, wie er rausgekommen bin. Ich bin jetzt kein riesengroßer Element of Crime-Fan. Das ist so Stimmungsfrage. Wenn man so irgendwie gemütlich zu Hause hockt, kann man es schon mal hören. Aber so auf Dauer war ich nicht so der Riesenfan. Und der Herr Lehmann ist aber ein Buch, das kann ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen. Gerade so vielleicht auch, wenn man jemanden kennt, der gerade 30 wird oder so, das kann man dem schenken. Das ist gerade so. Geht um jemanden, der eben den Frank Lehmann, der in Berlin wohnt und dort sich in einer Bar als Barmann verdingt und auf die 30 zugehend. Und die Freunde haben diesen Scherz entwickelt, ihn nicht mehr Frank zu nennen, sondern Herr Lehmann, weil er ja jetzt älter wird. Und das Ganze ist einfach in einem sehr netten Ton geschrieben, der Humor ist schön, es gibt einfach so, man muss wissen, der Frank Lehmann ist irgendwie auch ein sperriger Typ und der fühlt dann mit so kleinen, trivial-philosophischen Gedanken irgendwie so ganze Dialoge. Also es gibt so eine Szene, wo er in einer Kneipe hockt und zum Beispiel ein Gespräch mit der Köchin anfängt dort.
wo es einerseits um die Schweinsbratenkruste geht und die Möglichkeit, einen Schweinsbraten vielleicht rauszunehmen und anzuschneiden, aber andererseits regt er sich auf über das Wort Lebensinhalt, weil das impliziert ja eigentlich, das Leben sei irgendein Gefäß, das man mit Inhalt füllen müsste und das sieht er nicht ein und solche Sachen. Und gibt es auch ein, so Side-Charaktere, also sein bester Freund ist da irgendwie der Herr Karl und der ist... oder Karl heißt er nur, und der ist so ein, macht so Skulpturen, die schweißt er zusammen und so. Und der steht kurz vor einer großen Ausstellung. Und ja, ich möchte nicht so viel verraten über das Buch. Es wurde vom, vom Hausmann, Leander Hausmann, glaube ich, heißt er, auch verfilmt mit dem Christian Ulmen in der Hauptrolle. Und das hat sich dann auch so entwickelt, dieser Erfolg, weil es ist dann eine ganze Reihe draus geworden. Er hat dann ein Prequel geschrieben, die neue Fahr Süd, da geht es um den jugendlichen Herr Lehmann, noch in seiner Heimatstadt in Bremen, wo er gerade so irgendwie so seinen Militärdienst abdient, was ein bisschen Längen hat, aber auch zu Recht, weil Präsenzdienst, kann ich mir vorstellen, hat auch seine Längen. Und dann hat er noch ein kleines Buch geschrieben, Der kleine Bruder, was so das Zwischenstück zwischen Neue Fahr Süd und Herr Lehmann darstellt. Das beschreibt so seine ersten Tage, wie er nach in Berlin ankommt und was ihm da alles passiert. Ist eigentlich ganz, ganz schön irgendwie halt. Besucht ein Punkkonzert, wohnt auch in so einer WG, wo es wilder zugeht und so. Also guter Stuff. Also ich habe das alles gerne gelesen. Obendrein hat er jetzt 2013 noch ein Buch geschrieben namens Magical Mystery, wo es dann um den Karl, seinen besten Freund, geht, der in einem der Teile irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat. Und der taucht dann aber wieder nach so einer Drogentherapie in den 90er Jahren wieder auf und geht mit einer übermäßig erfolgreichen Techno-Label-Partie auf Tour. Und so ist so das Setting. Ist gut, weil das jetzt auch immer, der Herr Lehmann selber spielt ja zur Zeit der Mauerwende, 1989, und das ist so 10 Jahre weiter gesponnen und diese 90er-Jahre-Feeling, dieser Goldrush in Sachen Techno-Musik und die ersten Raves und wie das war und wie die Stimmung war. Sehr gut. Also das war auch, und zum Buch kaufen, möchte ich sagen, ich habe das mal versucht, zwischenzeitlich als E-Book zu kaufen, aber das Sven Regener war irgendwie angefressen auf Amazon und generell ein bisschen die digitale Szene wegen Piraterie und Urheberschaftsrecht und so, und da hat es das gar nicht auf Amazon und eigentlich damals, wie ich gesucht habe, gar nicht zu kaufen, also das gar nicht zu kaufen bekommen. Mittlerweile findest du aber alle 3 Bände sogar als Sammelding, kann man sich klicken, findet, also dürfte sich anscheinend als E-Books. Ding als E-Books, genau, das funktioniert. Das funktioniert. Und das Zweite, was ich dann noch reinwerfen möchte, der Sänger von den Sternen, der Frank Spielker, der hat ein Buch geschrieben, es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen, das ist 2013 rausgekommen. Klingt sehr nett. Und die Sterne, die habe ich ja wirklich, die hatte ich eine Zeit lang wirklich ins Herz geschlossen. Ich meine, ja, ich höre sie jetzt auch noch gerne, aber mit dem Alter ändert sich das noch ein bisschen. Aber die habe ich sehr viel gehört und vielleicht einmal da das von der Seite aufzuziehen, dessen Buch kann man kaufen. Und was ich nicht gewusst habe, ich habe das beim Thalia Online-Shop, der keine Empfehlung ist und überhaupt keine Ding, weil es gibt genug Sachen, wo man sich da ärgern kann. Aber was mir nicht bewusst ist, man kann dort anscheinend als Autor auch Bücher verkaufen, die kein DRM eingebaut haben. Mir war gar nicht bewusst, dass diese Möglichkeit überhaupt existiert. Und war dann sehr erfreut, dass ich mir das dann einfach so runterladen konnte. Und was bei diesem Buch auch lustig und irgendwie auch komisch ist, es ist eine Audiodatei eingebettet und die meisten, also ich weiß nicht die meisten, aber mein E-Book-Reader kann zurzeit kann keine Audiodateien abspielen. Und dann kommt irgendwie so der lapidare Hinweis auf den letzten, also wenn das Buch zu Ende ist, auf den letzten Seiten mit so, ja, eigentlich ist eine Audiodatei dabei, wenn sie es nicht abspielen können, dann gehen sie da auf Soundcloud, sieht die Nummer. Also ein Gottvertrauen an die Stabilität von Plattformen. Das ist irgendwie, ja. Aber ja, haben sie sich halt so geholfen. Und da geht es um den Martin Troppelmann in diesem Buch.
und spielt, glaube ich, so ja, quasi in der Jetztzeit, wird er schon ein paar Jahre zurück sein und so. Der arbeitet in Hamburg in einem Randbezirk von St. Pauli und hat eine eigene Designfirma, die so Plattencovers designt und so, namens Tropical Designs. Und er teilt sich das Büro mit diversen Musikern und anderen Designern. Und er ist aber der Hauptverantwortliche. Er muss halt checken, dass irgendwie die Miete rechtzeitig überwiesen wird und blablabla. Und man startet so direkt in seine Lebenskrise hinein. Also Freundin ist verlassen, er hat überhaupt keine Lust, die Miete zu bezahlen und irgendwie steht sein Leben so an einem Wendepunkt. Und es gibt dann auch so Szenen, wo er so im Hamsterclub in Hamburg steht. Das wird dann halt so beschrieben. Diese Kulturszene. Es ist eine ziemliche Abrechnung und da glaube ich, kommt auch ein bisschen, es ist sehr ernst. Die Sterne haben ja doch immer so ein bisschen Humor und ein bisschen Leichtigkeit drinnen und das Buch kommt ziemlich, ziemlich schwer daher, besonders er muss dann im Laufe des Buches flüchten und dann entspinnt sich noch irgendwie so eine Geschichte, wo er so Kindheitsurlaube aufarbeitet. Also anscheinend dürfte in der Kindheit dieser Troppelmann krank gewesen sein und dort in so einen Genesungsaufenthaltskurort gesteckt worden sein von den Eltern und so. Man weiß nicht richtig, wohin der Frank Spielker halt möchte mit der Geschichte und merkt da, also ich habe es schon genießen können, besonders er wechselt dann immer zwischen das ist, könnte real erlebt sein oder ist real erlebt und dann schläft er zum Beispiel im Zug oder so ein und dann passieren irre Dinge. Aber das ist ein fließender Übergang, weil so von einem Satz auf den anderen oder halt eigentlich fließend eher so von so die Sätze steigern sich im Wahnsinn irgendwie und dann wird er irgendwie so cut und er ist dann wieder aufgewacht und ist dann immer, ist dann doch woanders. Das ist doch ein Buch, das kann ich jetzt nicht. Wenn man sich dafür interessiert, kann man es mögen, aber ich würde mal meinen, das ist so im Rahmen geblieben, dass man jetzt nicht sagen müsste, ein Muss zu lesen oder das ist so, es ist halt sehr geschmäcklerisch. Am treffendsten fand ich irgendwie noch seine Beobachtungen halt zu dieser Szene, wie früher Kreativwirtschaft funktioniert hat, wo es noch so irgendwie den Goldrausch gegeben hat, auch mit den Plattenproduzenten, mit der Musikindustrie und ist Hand in Hand natürlich auch mit der Kreativszene gekommen ist. Und da beschreibt er halt so ein bisschen einen Niedergang von dieser Geschichte und das ist nicht schlecht. Und das dritte ist eben der Jochen Distelmeier und das ist eigentlich dann schon eine Empfehlung. Kann man auch von Thalia runterladen ohne DRM, nennt sich Otis. Ist benannt nach diesem Aufzug. Na bitte, wie war's das? Aber ist eigentlich ein, also der Held dieses Romans beschreibt einen antiken Helden in einem Roman, also verschachtelt. Also der Tristan, wie heißt er, ich weiß den Namen nicht, also ein Tristan lebt in Berlin seit geraumer Zeit, ist dorthin gezogen, war vorher in Hamburg, hat auch eine unglückliche Beziehung gehabt, ist nach Berlin gezogen und hat jetzt den Plan, dort ein Buch zu schreiben, eine moderne Fassung von der Odysseus-Story, also der listige Kriegsheld, der durch die Irrfahrten lange braucht, bis er wieder zurück zu seiner Frau Penelope zurückkehren kann. Und im Roman, also dieser Tristan schreibt den Roman so, dass der Otis ist jemand, der eine große File-Sharing-Plattform betreibt und dann von den internationalen Konzernen gejagt wird und dann auch irgendwie mit vielen Drogenexzessen durch die Weltgeschichte reisen muss, bis er dann irgendwo ankommt. Ja. Ist aber jetzt wirklich nur so beschrieben, nimmt jetzt die Odysseus-Sage an sich nimmt schon große Teile des Buches ein, aber so jetzt die Handlung von diesem Roman, den der Tristan schreibt, nimmt nicht so eine große Part ein. Was es eher ist, ist eher auch so ein, er trifft sich mit ein paar Freunden, geht am Abend auf eine Party, er besucht den Berliner Zoo und immer wieder schweift er in so Abhandlungen. Der Tristan ist halt auch irgendwie einer, der, wenn er einen Gedanken hat und der gefällt ihm, dann ist er, das hat man in den Kritiken ein bisschen zur Lasten gelegt, gemeint, das liest sich dann wie so eingefügte Wikipedia-Artikel, aber es sind dann irgendwie so kleine Abhandlungen der Gedankenwelt, auf was er alles kommt. Das ist zum Beispiel, er kommt einmal zum Platz, wo der Führerbunker früher gestanden ist und was er sich dazu denkt, oder das große Mahnmal, was sie da aufgebaut haben mit diesen Säulen, mit diesen Monolithen und
Und er besucht dann noch, wie es so kommt, auch eine Party und obendrein geht es dann auch noch um ein paar Beziehungen, die er führt. Das klingt jetzt alles so diffus, es ist auch so ein Mix-Max, es ist aber Mischmasch, aber es geht sich aus. Und besonders, weil er Jochen Distelmeier jemand ist, der irgendwie so auch in seinen Texten, das, man wirft ihn ja immer vor, so ein bisschen ins Schlagerreske zu kippen, zurecht. Aber was er macht, ist irgendwie, er beschreibt jetzt so die Gesellschaft und die verschiedenen Typen nicht so abgeklärt und so habe ich eh schon alles gesehen und ist eigentlich uninteressant, sondern beschreibt er irgendwie so, feiert er ein bisschen die Vielfalt, die es da gibt, ab und beschreibt das eigentlich recht gut und recht unsarkastisch. Und das macht dem Zusammenhang, fand ich ja, zu einem sehr guten Buch, besonders wenn man auch ein bisschen Beziehung zu eben dieser griechischen Sage hat oder finden möchte. Ja, genau. Und da ist mir nur aufgefallen, also beim Frank Spielker und Jochen Distelmeier, die sind wirklich sehr, mit denen ist hart ins Gericht gegangen worden. Und ja, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ob man da irgendwie dann, wenn jemand schon im Musikbereich arbeitet, dass man dann irgendwie besonders kritisch auf die Buchveröffentlichung schaut oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Neid und Missgunst. Was man so nicht mitkriegt. Ja. Scheiße, nur weil es halt keine. Beides jetzt, ja, ich meine, keine Schriftsteller sind kennen, eigentlich. Ja. Oder ursprünglich nicht. Ich fand es beides nicht so schlecht. Kann man durchaus machen und da gibt es anscheinend viele. Und der Sven Regener, um auf den ersten Autor zu kommen, um das abzuschließen, der hat jetzt ein Buch geschrieben, zusammen mit jemandem, den ich sehr gerne höre, den Andreas Doro. Kennst du den noch? Den vom Jupiter, Fred vom Jupiter. Ja. Ja, der macht ja noch immer Musik. Man muss seine Stimme abkönnen, aber ich liebe seine Texte. Sie sind einfach teilweise königlich. Und der Sven Regener und er haben so eine Art Geschichtelbiografie vom Andreas Dorer wieder gewachsen. Ist. Also, wäre ich mir vielleicht auch nochmal gönnen, aber jetzt brauche ich ein bisschen Abstand. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Ich habe den Herrn Lehmann angefangen zu lesen. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass es ein gutes Buch ist. Mir hat der Herr Lehmann so genervt, dass ich dann irgendwann nicht mehr weiterlesen konnte, weil ich mir dachte, oh, krieg mich nicht auf. Yeah. Aber das heißt, dass mir das Buch so reingezogen hat, dass ich den direkt so vor mir stehen hatte. Ich sollte vielleicht einfach mal irgendwann weiterlesen. Ja, also und aber er bleibt sperrig. Er ist ein Querulant. Er hat so querulantische Art. Ja, der ist so umständlich. Ja, umständlich. Oh. Genau. Man kommt nicht weiter. Bitte. Ja. 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 Und auch der Film ist putzig gelungen. Also kann man sich auch mal anschauen. Mein Geist ist jetzt ein bisschen spazieren gegangen, während du da erzählt hast, ja, wo du von dem Audio, von der Audiodatei geredet hast. Mhm. Haben wir gedacht, ja, dann, Dennis hat zuerst so mit Audioformaten herumgeschmissen, jetzt schmeiße ich mit einem Audioformat zurück. Ich hoffe, die Datei ist im DAISY-Format. Ja, kennst du das DAISY-Format? Nein. Das ist ein MP3-Format. Ich weiß nicht, ob es für Blinde entwickelt worden ist, aber zumindest sehr oft von Blinden Hörbüchereien verwendet, wie eingesetzt wird. Also du kannst die CDs oder so oder Dateien mit MP3-Playern abspielen, aber es gibt ein Zusatzfeature, nämlich im Prinzip Chaptermarks und Seitenmarken. Hat sich aber interessanterweise scheinbar im Podcasting nie irgendwo durchgesetzt. Mir ist jetzt irgendwie heute bewusst geworden, warum wir alle dauernd die Chaptermarks neu erfinden, wo das DAISY schon seit Jahrzehnten kann. Interessant. Finde ich witzig. Aber Moment, du sagtest, DAISY ist MP3. Ist eine Erweiterung vom MP3-Standard. Okay, gut. Ja. Was ja Chaptermarks, glaube ich, auch sind. Das ist ja, glaube ich, auch nur Metadaten in MP3-Files, wo reinschreiben und die richtigen Stellen. Also es kommt bei MP3 ist sowieso viel komplizierter als ein Streaming-Format. Das heißt, du kannst jederzeit, okay, ich lasse das technische Kram mal weg. Jedenfalls MP3 kann man ziemlich leicht erweitern mit irgendwelchen Sachen. Ja, ja. Es funktioniert auch, es kommen je nachdem nur komische Töne plötzlich raus. Und bei Ogg-Vorbis, zumindest, also im Ogg-Container gibt es auf jeden Fall Chaptermarks, die nachvorträglich hinzufügen. So richtig nach Standard. Also die sind wirklich, Standard im, ja, im Prinzip schon, ja. Aber mir ist es jetzt irgendwie so bewusst geworden, plötzlich, hm? Da erfindet man das Neue, was es schon ewig gibt. Ja, wobei und die es gab eben auch diese Hardware-Player, also im Prinzip MP3-Player, so CD, Walkman, die gab, die eben diese zusätzlichen Features hatten und die dann eben auch zusätzliche Tasten hatten, nämlich Seite vor, Seite zurück und Kapitel vor, Kapitel zurück, was ja die normalen MP3-Player nicht hatten. Hm.
Ja, interessant. Komplett an mir vorübergegangen. Ja. Aber total, ja. Echt interessant. Hat sie wohl nicht durchgesetzt. Ob sie nicht wirklich durchgesetzt. Wenn wir schon bei solchen Sachen sind, fällt mir gerade was ein, was wirklich interessant ist, technisch interessant ist, und zwar Ravensburger sagt jedem was. Brettspiel. Hm? Bücher. Oh. Ich meine jetzt in diesem Fall Bücher. Mhm. Und zwar haben Malen nach Zahlen? Nee, nein. Und zwar haben Schade. Die so ein neues Ding. Das ist so ein, das sind Bücher, die ein bisschen interaktiv wirken sollen, indem sie Audioinformationen mitbringen. Und zwar ist das so ein großer Stift. Das ist so, ja, so 20 cm. Das sieht fast aus, wirklich, Kinder bitte weghören, hören wie ein Dildo. Mhm. Und das gibt man Kindern. Ja. Kinder keinen Dildo verwenden. Wenn Spaß macht's. Eben. Ja, jedenfalls dieses Ding, es sieht nur so aus, es ist keiner. Es vibriert auch nicht. Hat hinten einen Lautsprecher und vorne einen Sensor. Ich habe mich interessiert, was das für ein Sensor ist, komme ich auch gleich zu. Jedenfalls, wenn man den auf der Seite über ein Bild hält, dann wird gesagt, was man da sieht. Und das Interessante ist, es wird auf verschiedenen Sprachen gesagt. Das ist also zum Lernen von Fremdsprachen gut geeignet. Und das sind, glaube ich, auch die meisten Bücher, die ich bisher gesehen habe, dass die sich auf die englische Sprache konzentrieren. Also meine Nichtin Spee hat solche Bücher bekommen. Also es gibt mehrere Bücher und man hat nur einen so einen Stift. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also... Ich bin fast dazu geneigt, dass Fußreflexzonenmassagestab. Ich wollte schon gerade sagen, ich bin dazu geneigt, das Ding wirklich jetzt offiziell Dildo noch zu nennen. Aber ja, okay, der Fußreflexmassagestab. Fußreflex ist auch nicht schlecht. Das hat was mit Zeitreisen zu tun. Fluxkompensator. Ja, okay, nennen wir es Fluxkompensator. Passt. Jedenfalls dieser Fluxkompensator. Den muss man erstmal mit den Audiodaten befüllen, damit er das erkennt. Das ist auch ein proprietäres Format. Aber was mich jetzt interessiert hat, ist, woher weiß der, wo ich gerade das drüber halte? Und diese Seiten sind ziemlich dick, also so ein Millimeter dick. NFC. Nö, du wirst nie drauf kommen, weil das ist mehr oder weniger die Dicke der Seiten hat nur damit was zu tun, damit die Kinder die Seiten nicht so schnell kaputt machen, nicht mit dem Gerät. Das ist nämlich so, dass die das, was da gedruckt ist, also die Farbe, die da drauf gedruckt ist, die wird erkannt. Das sind bestimmte Pixelanordnungen und es sind, glaube ich, über 900 verschiedene Pixelanordnungen möglich, Barcode-ähnlich sozusagen, nur ganz, 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 ganz klein. Und diese Pixel, also wenn man sehr genau mit dem Auge hingeht und schaut, sieht man, dass sich dann wiederholendes Muster ergibt. Okay. Auf gleichen Flächen und auf den anderen Flächen ist ein anderes wiederholendes Muster. Mm. Und das ist auch dann farbübergehend. Das heißt also rot, blau. Ja. Und das heißt also im Prinzip ist da so eine Kamera ähnlich, also Foto. Sensor. Ja. Sensor drin. Und damit wird das dann abgetastet und damit erkennt es, das ist da. Es sonst wo dieses Verfahren? Wie bitte? Ob es das sonst wo gibt? Eigentlich nicht. Barcodes. Ja, im Großen dann Barcode. Ja, ja, dieses Verfahren, mir fällt jetzt keins ein. Aber das Interessante ist, sogar bei Heise haben sie darüber schon berichtet und die haben sogar eine Anleitung, wie man diese Dateien erzeugt, sodass man das selber sozusagen machen kann. Weil deren Bücher von Ravensburger, die kann man alle auf dieses Ding drauf speichern. Das ist ein Flash-Speicher drin. Und dann kann die das alles abspielen, kein Problem. Man kann auch zwischen Deutsch und Englisch wechseln und theoretisch kann man das alles selber machen. Ja, das ist etwas, was mir eingefallen ist bei Audiodaten. Das finde ich super. Gute Geschichte. Es ist mir wieder was eingefallen, ja? Weil du geredet hast von Sprachausgabe. Ja. Letzte Woche ich habe letzte Woche wieder gespielt mit dem Google Text-to-Speech. Das ist so eine Kategorie besser geworden als früher. Also früher war das so, das hat wehgetan beim Zuhören. Und jetzt ist es zumindest so gut, wie die ÖBB Bahnsteigdurchsagen. Das sind ja auch so zusammengeschnittelte Soundschnitzel. Aber bei denen ist es jetzt wirklich, also du tippst den Text ein und der Satz wird intoniert. Ich bin schwer überrascht, wie gut das geworden ist. Hin und wieder hast du noch so ein bisschen komisches Gefühl,
Das ist ja ein Effekt, den man da auch mal hatte, den ich mir selber nicht mehr gemerkt habe. Uncanny Valley. Ja, genau. Wo ist es das, wo man es leicht creepy findet? Ja, doch genau, weil es doch nicht so ganz passt. Mhm. Ja. Genau. Aber es ist echt gut geworden. Ja. Und du kannst viele Parameter einstellen, also Männerstimme, Frauenstimme, Geschwindigkeit, Tonhöhe. Und es klingt immer ganz gut. Ja, sie haben jetzt genug zum Sammeln, jetzt wo alle in das Google Now reinquatschen. Die nehmen das alles zusammengeschnitten. Nee, aber vielleicht kann sie diese Sachen der Intonierung dann irgendwie zurückmappen. Das würde mich total interessieren, wie die das jetzt machen, dass das so wird. Und Englisch ist es für mich gefühlt überhaupt schon okay. Also vielleicht bin ich so weit weg, dass ich da Uncanny Valley nicht mitkriege als Nicht-Native-Speaker. Deutsch habe ich es noch ein bisschen, aber Englisch, das ist echt manierlich. Mhm. Ja, die Entwicklung ist in der englischen Sprachausgabe weiterentwickelt als im Deutschen. Im Deutschen war es mal wesentlich weiter, in Bonn zum Beispiel, mit Roda, das kennt ihr einen. Ja. Diese ganze Entwicklung in Bonn, die war sehr weit fortgeschritten. Es hat mehr oder weniger alles eingeschlafen. Ich muss kurz zwischenfragen, weil mir sagt hier nämlich nichts, was in Bonn. In Bonn, ich glaube, bei Bad Godesberg gibt es eine Hochschule, die haben da rumgeforscht mit Text-to-Speech. Ah, aber die sind es etwas anders angegangen. Und zwar haben sie diese einzelnen Schritte, die man machen muss, stark aufgeteilt. Also zum einen gibt es Phonetic-to-Speech, also phonetische Laute. Das ist nichts Hörbares, sondern das ist im Prinzip eine Textdatei mit phonetischen Daten. Da steht dann auch drin, wie das Ganze ausgesprochen werden soll. Es geht so weit, dass man sogar den Text sich vorsingen lassen kann. Mhm. Weil diese phonetischen Daten auch das enthalten, welche Frequenz. Und daher klingt das... Sie haben zum Beispiel... wie heißt das nochmal... Von Graffi Deutscher. Guckst von Rosie? Nein, was nennen wir das mit dem? Eisenstein. Nee. Ah, und Eisenbricht. Marmorstein und Eisenbricht. Ja, genau. Kann man sich das dort anhören, wie der Computer es singt. Und falls jemand einen Vortrag von vor über einem Jahr beim CCC, beim Kongress sich anhört oder anschaut, da hat jemand einen tanzenden Roboter zusammengebaut, der singen konnte. Und er hat auch nichts anderes als einen Bruder verwendet und hat eben diese phonetischen Daten, also diesen Roboter damit den phonetischen Daten gefüttert. Was sie noch gemacht haben, ist natürlich Text zu Phonetik. Das heißt also einen normalen Text in phonetische Daten. Das sind ganz viele Skripte im Endeffekt gewesen, weil das Ding konnte nicht mit Umlauten umgehen. Also gab es dazu was. Dann Zahlen. Eine Ziffer kann man nicht direkt aussprechen. Also musste jede Zahl erstmal umgewandelt werden in den Text. Also wenn da 102 steht. Wir können es jetzt so sagen, 102, aber das 102, dass das so ausgesprochen wird, das muss das Ding erstmal wissen. Und diese Umsetzung in phonetische Daten war halt noch ein anderer Schritt. Ja, ich habe damit schon vor 10 Jahren mit rumgespielt und war echt begeistert, wie natürlich das zum Teil klang. Und dann habe ich irgendwann was anderes mir angehört und habe ich gesagt, boah, die sind noch viel weiter. Aber eine Sache können sie nicht singen. Das können die meisten immer noch nicht. Aber mit dem Bruder ist es möglich. Schade, dass es nicht Open Source ist. Mich würde es nämlich ziemlich interessieren, das auch mal zu verbessern. Okay. Statt im Bruder gibt es auch Alternativen, die das machen. Festival, ist Open Source, ist aber mehr oder weniger nur für die englische Sprache und ziemlich kompliziert zu bedienen. Ich weiß gar nicht, von wem das stammt. Ich habe mal eine Stimme gekauft. Ich glaube, das war Dragon, die Firma. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Die haben damals so $40 gekostet. Das war dann zumindest so, dass es erträglich war, aber es war weit davon weg, dass es menschlich war. Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen weiter recherchiert, so vor ein Jahr mal. Da habe ich dann so Sachen gefunden wie als medizinische Anwendung für Krankheiten, wo zu erwarten ist, dass du deine Stimme verlierst. Mhm. Wenn die Leute aber trotzdem weiterhin mit ihrer Umwelt in einer Art Stimme kommunizieren wollen, dass man mit dem, was die Menschen noch an Stimme haben, so einen Phonemsatz aufnimmt. Ja. Ja.
damit sie dann halt, wenn sie wirklich nicht mehr reden können, noch mit einer künstlichen Stimme sprechen können, die zumindest so ähnlich klingt, wie sie geklungen haben. Ich habe mit irgendwem auch darüber geredet, was mit Johnny oder so, der das und auch sein soll, das erzählt mich auch für Schauspieler, die Synchronstimmen hergeben, als Rückversicherung, dass sie da auch mal so einen aber so gut ist das nicht. Aber vielleicht kann man dann, vielleicht ist auch die Hoffnung, dass man aus den Rohdaten später was Besseres machen kann. Ne? Das kann auch sein. Und da, du kannst das, also das gibt, was ich zuerst erzählt habe gerade, das gibt es als Produkt, also das kannst du bei denen kaufen. Und zwar in drei Preiskategorien. Das eine ist, du nimmst ihnen jetzt deine x Stunden von den Texten auf, die sie dir zuschicken, und sie machen das automatische Generieren von dem von der Voice und schicken es dir einfach zu. Die nächste Stufe ist dann, da geht ein Mensch dann drüber und der verbessert dann gewisse, und dann das Ganze nochmal teurer, dann machen sie es noch besser. Ne? Das fand ich schon einmal interessant. Aber es war noch immer so, also sie haben dann die Demos hergegeben von den drei Qualitäten, wie gut das klingt, und es war alles noch ziemlich creepy. Und jetzt habe ich bei Google habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr creepy ist. Also das wird interessant. Ja. Ja, was es auch noch ein gewaltiger Unterschied ist, ist, ob die Stimme synthetisiert wird. Oder ob sie eine reale Stimme aufgenommen haben und bestimmte Eigenschaften daraus genommen haben, um nicht die Stimme zu synthetisieren, sondern nur die Sprache. Mhm. Also in dem einen wird eine Stimme synthetisiert, in dem anderen wird nur die Sprache synthetisiert. Mhm. Da gibt es auch ganz große Unterschiede. Und wenn man bei der, wieder Bonn, auf der Homepage von Broda gibt es auch verschiedene Stimmen. Die E1 klingt noch ziemlich miserabel, aber die neueren, die es dann gab vor 10 Jahren, die klangen schon recht gut. Mhm. Also sagen wir mal so, mir reicht das aus. Also, reichen aus, reicht nicht. Nie. Ja, aber ich will auch nicht, dass du ganz echt... Nein, du findest mich also ab. Ich rechne nicht. Ich hätte es gern so, dass ich mein Buch vorlesen lassen kann, so wie einen Podcast vorlesen lassen kann, und dass es nicht ist, nicht? Also nicht creepy ist. Nein, ich hätte es gern in der Stimme vom Zauberer-Darsteller von Herr der Ringe vorgelesen, natürlich. Zauberer-Darsteller? Wie heißt er? Der englische Schauspieler, der bei Herr der Ringe... Achso, der den Saruman gespielt hat? Nicht den anderen Zauberer. Gandalf. Ah, danke. Manchmal ist das Offensichtliche. Ja, genau, manchmal gefällt ihm das Offensichtliche. Wir hatten noch mal Saruman. Wie heißt der denn nochmal? Der ist ja auch schon... Das ist ein bekannter englischer Schauspieler. Aber sowas würde mir dann vorschieben, wenn ich mir schon etwas künstlich vorlesen lasse. Weil ansonsten auf audible.com professionelle Schauspieler geht schon. Brauche ich es nicht synthetisch. Ja. Was haben Miss Piggy und Yoda gemeint? Das hast du schon auf Twitter gefragt. Ach so. Wir wären nur so eine... Selbe Synchronstimme? Wir wären nur so eine spaßbefreite Antwort eingefallen. Das wollte ich nicht twittern. Habe ich es beantwortet? Nein. Gut. Sie haben einen Finger im Gesäß. Sind beide Piggy. Ja, genau. Oder so. Anders ausgedrückt. Ja, wie? Die gleiche englische Stimme. Also den gleichen englischen Schauspieler als... Stimme. Also sagt man das Synchronstimme? Vielleicht habe ich Yoda Miss Piggy noch nie in Englisch gehört. Ist das eine Synchronstimme? Bitte? Ich glaube, ich habe Yoda noch nie in Englisch gehört. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, aber ich habe ja... Aber fand ich witzig. Ich habe auch noch was zum Thema Stimme, nein, nicht Stimme, sondern Singen gefunden. Mhm. Das ist was, also wenn man sich dafür interessiert, kann man da Stunden und Tage drin verbringen, glaube ich, wenn man da mal anfängt. Das ist eine Landkarte mit Hörproben von Musikstilen aller nur erdenklichen Genres. Der Schöpfer von dieser Karte, das ist der Glenn MacDonald, und der Glenn MacDonald macht bei Spotify die Zuordnung zu Musikgenres. Also der ordnet die ein, der hat so eine Karte geschaffen, wo immer so paar Takte zu jedem, wirklich zu jeder Musikrichtung, die er so kennt, und er ist ja vom Fach, also gibt so eine Hörprobe. Und wenn man sich die anspielt, dann ist daneben noch so ein kleiner Pfeil, und wenn einen die interessiert, dann gibt es noch so eine Wolke mit Namen bzw. mit Komponisten oder Bands von diesem Musikstil. Tech Cloud. Tech, danke. Ja, genau. Gibt es auf jeden Fall noch, also da kann man sich dann, wenn einen Musikstil interessiert, dann nochmal irgendwie durchhören. Und als Beispiel fand ich da muss ich dann reinhören in diese Sektion Metal.
Und zwar gibt es unter den Metal-Fans gibt's ja immer diesen großen Wettstreit, wer kann unterscheiden zwischen Death Metal und Black Metal. Triviales Problem. Und da fand ich es halt sehr schön, weil da ist halt nicht nur Death und Black Metal, sondern da sind die einzelnen Untergenres von Black und Death. Jetzt verzweigt sich dann auf und so. Also wenn jemand mal sagt, und das ist ein, also da ist wirklich alles drin, da ist jetzt nicht nur moderne Musik drin, da ist auch, ich habe dann argentinischer Tango, afrikanischer Pop, keine Ahnung. Also es ist irgendwie, cool, was man sich nur vorstellen kann, irgendwie da drin an Musik. Und ja, man muss viel Zeit mitbringen, wenn man sich dabei rein vertieft. Aber es ist eine ganz schöne Sache, finde ich. Ja, das klingt spannend. Das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja immer, stolper ich dann über neue Musikrichtungen, die mir gar nichts sagen, und dann arbeite ich mit. Die letzte, die mich mal beschäftigt hat, ist aber auch schon 2-3 Jahre her. Kennst du die Musikrichtung Squee? Geschrieben S-K-W-E-E, kommt auch als, glaube ich, vielleicht dünnes Eis, woher das kommt. Da beginnt schon das dünne Eis, nämlich. Aber nein, hat auch nichts damit zu tun, ist eine elektronische Musikrichtung. Und das Wort leitet sich ab von dem Sound, den ein Schwein macht. Also so quietschen. Und es ist ein ziemlicher, was mir natürlich zur Passe kommt, so ein Chip-Tuniger, 8-bitiger, manchmal 8-bitiger Computersound. Sehr, teilweise sehr funky, bisschen nervig auf Dauer natürlich auch, Squee halt. Und ja, das hat mich aber erstaunt. Das wäre mir nie aufgefallen, hätte mich nicht jemand drauf gestoßen, dass diese das Musik jetzt nicht, ob das in der Karte. Ja. Nein, das ist auch nicht das Ding. Ich schaue ja dann nicht nur Squee, sondern das kenne ich ja schon. Weil ich werde mich auf Entdeckungsreise nach anderen Musikstilen begeben. Also ich bin da noch lange mit durch, das sind wirklich, ich weiß nicht, wie viele. Irgendwie 1000, keine Ahnung. Ja. Ich habe sie nicht gezählt. Ja. Wirklich richtig viele Musikrichtungen drin und eben mit diesen einzelnen Untergenres, was ich dann ganz schön fand. Und wenn du dann was gefunden hast und das gefällt dir, dann klickst du da halt mal drauf und dann hast du die Komponisten, die bekannteren und die weniger bekannteren und kannst du dann auch gezielt irgendwie quasi dann Zeug nochmal raussuchen. Cool. Ganz schön gemacht. Kennst du den Ralf Rute? Ja. Ja. Ist ein deutscher Zeichner, Comic-Zeichner, so ein bisschen im Stil von Nicht lustig. Kennst du, falls du den kennst? Ich finde ihn sehr nett. Ich bin jetzt gerade daran erinnert worden, wo du gesagt hast, diese Metal-Musikrichtungen. Der hat jetzt an einem Quiz ist interviewt worden von einer Schule. Hast du auch gelesen? Von einer Schulzeitung interviewt worden. Und zwar zu einem Quiz am Schluss des Interviews mit dem Themengebiet, also Metalband oder IKEA-Produktname. Achso, das kenne ich. Und er hat 4 von 5 Punkten. Er hat 4 von 5 Punkte gehabt und war ganz stolz. Stimmt. Den Quiz habe ich auch schon mal. Metalband oder IKEA-Produktname. Selbst ich hatte da ein bisschen Probleme. Aber du sagst Death und Black ist eigentlich relativ einfach zu unterscheiden. Das kommt drauf an. Musikalisch sind sie schon zum Teil unterscheidbar. Black ist so ein bisschen, es klingt dunkler. Death Metal nicht Black unbedingt. Klingt aggressiver. Ja, Death klingt aggressiver, ja. Aber es gibt auch einen inhaltlichen Unterschied. Und zwar, nach dieser Unterscheidung könnte man jetzt sagen, ja, was ist mit dieser Band, was ist mit dieser Band? Und da gibt es halt diese inhaltliche Unterscheidung. Eine richtige Black Metal Band bringt ein Album auf den Markt sozusagen. Anschließend wird irgendeiner aus der Band wegen Mordes angeklagt. Der Sänger... Das ist ein Kodex wie bei den Hip-Hopern, okay? Also Black Metal und Hip-Hop ist fast dasselbe. Ich komme auch gleich zu dem Thema noch. Ich komme gleich dazu. Der Sänger begeht vor der Produktion des zweiten Albums schon Selbstmord. Ja, das sind aber unterschiedliche. Sie sind grundweg Satanisten. Okay. Die meisten, nicht alle, sind rechtsradikal. Und sie kommen aus Norwegen. Das sind die Voraussetzungen, um eine echte True Black Metal Band zu sein. Okay, das weicht sie ein bisschen auf. Es gibt ein paar Gruppen, da trifft das nicht ganz zu.
Ja, ich finde es jetzt ein bisschen, also die Anforderungen sind relativ hoch, so wie ja, wirklich. Ja, das ist wirklich schwierig. Deswegen sind da auch die Mokorgi inzwischen nicht mehr dazu. Spätestens seit dem dritten Album. Ja. Die Mokorgi. Dimmu Borgir. Okay. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten. Dimmu Borgir und ach, wie heißt er denn nochmal? Dieser deutsche Hip-Hopper, der... Sido. Sido, genau. Ja, ich glaube, es war Sido. Das ist immer Sido. Das ist das Traurige. Sido, wo, ich meine, es ist Sido tatsächlich. Als Alternative wäre höchstens noch Xavier Naidoo. Nee, nee, der nicht. Nee, nee, der rechts nicht. Und so. Kann man wieder zur Rechtsbürger-Thematik. So, okay. Rechts in diesem Fall nicht. Aber jedenfalls, der wurde schon zweimal wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt, weil er bei Dimmu Borgir die Melodie geklaut hat. Ja. Das finde ich jetzt genreübergreifend. Ja, also der hat wirklich die Melodien einfach geklaut und in eigenen Liedern. Eins zu eins. Mehrfach. Der wurde verdonnert zur Strafe. Geldstrafe. Und ein paar Jahre später macht er schon wieder. Also, das heißt, er hat mehr daran verdient, als er Strafe gezahlt? Das weiß ich nicht. Naja, sagen wir so, es ist nicht verboten, das zu machen, prinzipiell. Aber man muss vorher die Erlaubnis fragen. Zumindest, was das anbelangt, ist meines Wissens schon so im Urheberrecht, dass man den, wenn man es nicht vollständig covert, so wie es Heino gemacht hat, bei den ganzen Stücken von Rammstein, da hat er ja das Lied komplett das von lustig. Anfang bis Ende wirklich nochmal nachgemacht. Aber wirklich von Anfang bis Ende und nichts dran verändert, textlich, von der Melodie. Es ist mehr oder weniger erkennbar, dass es dasselbe Stück ist. Das ist das Interessante ist, das hat nämlich Heino sogar in einem Interview gesagt, ja, das darf man machen. Er hätte nichts dran verändern dürfen, den Text nicht oder sowas. Da hätte er Rammstein fragen müssen vorher, ob er das darf. Und Sido, ich meine, es ist Sido, hat das bei Dimmu Borgir nicht gemacht. Er hat die Melodie einfach nur geklaut. So wie Smetana. Wieso, was hat er denn geklaut? Die Moldau. Aber von wem? Der ist unbekannt, der ursprüngliche, aha, das ist von Alle meine Entchen in Moll. Hm. Wirklich? Wirklich? Alle meine das Entchen? Thema, das bekannte Grundthema von der Moldau ist Alle meine Entchen in Moll. Okay. Es gibt jetzt ein paar Mal, hackt uns gerade. Genau. Wir sind ausgeschaltet. Ja, also, vor allem hat er das nicht erwartet. Alle meine Entchen ist Dur. Genau. Wie denkst du mal, dass, du kannst auch einfach jetzt die Moldau singen im Kopf und Alle meine Entchen als Text drüber. Geht super. Ja, das ist kein Problem. Ich habe dieses Wochenende erst. Dann geht's nie wieder raus aus dem Hirn. Das ist kein Problem. Ich kann auch alle Jahre wieder mit der Melodie von Alle meine Entchen und Fuchs, du hast die Gans gestohlen mit den entsprechenden verdrehten Melodien. Ich kann auch die DDR-Hymne mit der Europa-Hymne verkreuzen. Das heißt also den Text der DDR-Hymne mit der Europa-Hymne. Möchte jetzt nicht vormachen. Und letztens ein Stück von Dvořák. Ich bekomme jetzt die Melodie gerade nicht mehr hin, Mist, weil das höre ich die ganze Zeit auf dem Cello, wenn jemand das auf dem Cello spielt, habe ich inzwischen auch schon die DDR-Hymne mitgesungen. Wahrscheinlich, was war? Okay, ja. Es ist ein fröhliches Lied, ich weiß gar nicht mehr. Wurscht, ich bekomme es nur ein bisschen zusammen. Ja, das geht problemlos, aber alle meine Entchen erst mein Moll umdenken, das ist für mich ein bisschen schwer. Ich bekomme es nicht hin. Aber ich bekomme jetzt auch leider den Moldau nicht ganz hin. Das kann jemand die Moldau nicht gehackt. Ich habe einen Wein geraucht, aber es geht. Aber es geht. Das ist jetzt natürlich blöd. Cannot be unimagined oder so. Also es ist ja, wie sagst du, man kann... Ein Shazam für Gedanken. Ja. Aber unserem Bildungsauftrag tun wir wieder voll genügend. Das muss ich jetzt echt zu Hause transponieren. Ja, klar.
Ich wollte nur über was schimpfen, wollte ich doch eigentlich heute. Ja, und zwar wollte ich, das ist jetzt fies, wenn ich das so sage, weil das ist nämlich nicht so gemeint. Wenn ich jetzt sage, ich möchte über die Bettler in der Maria-Hilfer-Straße. Arachnoiden. Also, das ist so. Wenn jemand bettelt, dann hat er normalerweise ja irgendwie einen Bedarf und zu wenig Geld und dann finde ich es völlig legitim, das zu machen. Wenn jemand bettelt, weil er sagt, das ist meine Art Broterwerb, finde ich es auch noch legitim, weil es gibt Jobs, die sind sinnloser als irgendwie, also sich in Fußgängerzonen stellen und Flyer verteilen und dafür Geld verdienen, weiß ich nicht, finde ich genauso sinnvoll oder nicht, wie direkt Leute anzusprechen und zu fragen, gibst du mal Geld? Es gibt in Wien, und das macht mir total... Das ist ehrlicher als Versicherungsmarkt. Es ist ehrlicher, ja. Genau. Und es gibt aber in Wien eine Art zu betteln von Leuten, die offensichtlich das tatsächlich hauptberuflich machen, die mir einfach total aggressiv macht, weil die so unfassbar aufdringlich ist. Mhm. Und das kenne ich überhaupt nicht so. Und zwar sind es Leute, die fangen einen ab, offensichtlich, wenn man ein bisschen in Eile ist oder wenn man gerade überhaupt irgendwie gerade nicht angesprochen werden möchte. Und du hast so das Gefühl, die wollen jetzt, dass du dich freikaufst. Und die sind sehr aufdringlich, die fangen zum Teil auch an zu beschimpfen, ist mir auch schon passiert. Haben wir Greenpeace-Mappe im Arm? Nein, nicht unbedingt. Eine Greenpeace-Mappe im Arm? Sie wollen dann und quatschen dann an und man sieht es ihnen ja im ersten Moment nicht an. Ist das jemand, der jetzt wirklich irgendwie Geld braucht oder was zu essen kaufen möchte oder so? Und ich drücke dann jemand auch mal einen Euro in die Hand. Und dann ist nämlich der Unterschied zwischen den Leuten, die sich freuen, weil sie einen Euro gekriegt haben, und den Leuten, die einen anmotzen, weil es ihnen keinen Zehner gibt. Genau. Und man denkt, ja, geht's noch. In Salzburg haben wir jetzt eine neue Spielart dessen kennengelernt. Die Heulbojen-Spielart. Okay. Oh, ja, aber das ist sowas ähnlich. Wenn du an ihnen vorbeigehst, fangen sie furchtbar zu heulen an. Das ist im ersten Moment bist du dann auch so überrascht, weil du das von Wien nicht gewohnt bist. Ja, genau. Also da gibt es scheinbar so richtige Schulen, wie man das macht. Ja. Das ist eine Gesangsart. Und das sind Metal-Bands. Oder was ich auch schon erlebt habe des Öfteren, ist, dass sie irgendwie anfangen, unangenehme Geräusche zu machen. Also so irgendwie so ein oder irgendwie sowas. Die versuchen zu sprechen. Ich mache die auch öfters mal nach, wenn ich über die rede. Also das ist, wie gesagt, ich das soll heißen, das hast du ja, das ist eine Professionalisierung ist halt die Sache. Ich will mich da auf gar keinen Fall, will ich irgendwie den Leuten das zum Vorwurf machen, die, also wie gesagt, weder denen, die sowieso irgendwie darauf angewiesen sind, die es nicht tun wollen, aber müssen, noch denen, die sagen, okay, das ist jetzt mein Job, es gibt blödere, sinnlosere Jobs, aber ich finde die Art, die gerade also diese Art, diese ganz spezielle eigene Art, die finde ich so auf Erpressung aufbauend dann schon berufen. Aber es dürfte wohl funktionieren, weil es ein nicht subventioniertes Gewerbe ist. Ja. Also dürfte das Businessmodell von Ihnen aufgehen. Es wird noch nicht subventioniert, stimmt. Ich bin mir relativ sicher. Was mir tatsächlich schon mal passiert, es gibt ja in Wien, das wusste ich da noch gar nicht, weil ich dann noch gar nicht so lange in Wien bin, aber es gibt ja, also rund um den Westbahnhof habe ich schon erlebt, sehr viele Leute, die betteln, beziehungsweise die ihren Broterwerb damit gestalten, dass sie einen anhauen, ob man ihnen 35 Euro für das Nachtzugticket nach Budapest gibt. Ja, ja. Und ich bin tatsächlich mal einem begegnet, nicht in der Nähe vom Westbahnhof, sondern irgendwo im Nirgendwo, dem sein Geldbeutel geklaut wurde, der tatsächlich aus Budapest kam, der mir gesagt hat, er würde mir seine Adresse geben, er gibt mir alles, ob ich ihm ein Nachtzugticket nach Budapest kaufen kann. Er ist völlig verzweifelt, weil ihm kein Mensch irgendein Geld gibt. Und dann habe ich aber mitgekriegt, irgendwie, dass halt so viele Leute betteln. Und dann war mir schon klar, dass der wahrscheinlich tatsächlich eins gebraucht hat, irgendwie das nicht gekriegt hat, das Geld, weil eben so viele schon mit dieser Masche das gemacht haben, Leute abgezockt haben. Also, na, ich weiß nicht, finde ich unangenehm. Ja. Es gibt auch noch den U-Bahnen eine Zeit lang, das ist aber wahrscheinlich, das ist von vor deiner Zeit, bevor du in Wien warst, diese, die sich für, ich weiß nicht wie viel, zigtausende Euro die Beine haben umoperieren lassen, damit sie so entstellt aussieht und jetzt und durch die U-Bahn watscheln und versuchen, Geld zu bekommen. Das ist nach einer U-Bahn-Legend, oder? Das ist ein Operieren für Deutschland.
Die was? Ein Operieren zum Betteln, meinst du? Ich weiß nicht. Also mir kommt es wirklich... Ich weiß es nicht 100%. Ja, das muss ich noch hinzusagen. Das klingt nach einer Räuberpistole gerade. Aber die Leute, die dann so im Winter mit einem verkrüppelten, nackten Fuß dastehen, ich mir denke, ja... Die waren im Trainingslager. Jemand anders hat vielleicht... Es wird Es ist so... Das ist schwierig. Aber was du, Stefan, vorher gesagt hast, es sind eben nicht nur die Leute, die Geld in Form von barer Münze wollen, sondern es gibt dann auch die von Greenpeace und von der Hilfsorganisation und von der nächsten die Hilfsorganisation. Die wollen barer Münze. Nein, die wollen ja gleich einen Vertrag. Ja, aber wollen, dann doch barer Münze. Naja. Und das Tragische ist halt auch die Quoten, wenn man sich das anschaut. Nachdem ich mal als Zivildiener für eine Organisation gearbeitet habe, die auch solche Verträge abgeschlossen hat. Mhm. Es ist ja nicht einmal so, dass diese, meistens sind das ja so Studentenjobs, es ist ja nicht so, dass die bei den Hilfsorganisationen angestellt sind, sondern gibt es ja auch eine Firma in der Mitte dazwischen. Und damit man ein bisschen so das Gefühl kriegt, wie das Businessmodell aussieht, von diesem Abo, das man da abschließt oder wie auch immer man das jetzt nennen will, aber ich finde, Abo passt irgendwie noch am besten. Mhm. Das erste Jahr geht zur Gänze an die Mittelsorganisation, das zweite Jahr geht zur Hälfte an die Mittelsorganisation und ab dem dritten Jahr geht es an die eigentliche Organisation. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die, weil ich oft bei dem sage, ja, die Organisation kenne ich, die unterstütze ich mit Spenden. Also es sind ja manchmal, es sind ja Organisationen, wo ich sage, die sind durchaus unterstützenswert. Und ich sage aber dann immer, ich mache das online, ich überweise dann online. Ja. Und dann sagen sie mal, nee, machen wir doch gleich, jetzt ganz da. Obwohl ich mir immer dachte, ja, warum jetzt? Wieso sind sie denn da so partout so erpicht? Ja, und sie selber tun natürlich auch Erfolgsprämien. Das dachte ich mir dann auch, aber dann dachte ich mir halt, so groß können doch die Prämien gar nicht sein. Oder ist die dann schon richtig? Ein Bekannter, der das im Studium gemacht hat, der hat sich problemlos damit neben dem Studium sein Leben finanziert. Also wenn man gut ist und seriöser auftritt und überzeugender auftritt, kann man davon absolut leben. Das ging durchaus. Ja, aber ich habe natürlich ein bisschen, ja gut, das ist ein bisschen wieder anders, weil man da die Leute nicht direkt anquatschen musste, aber ich habe auch mal so einen Promotion-Job nach dem Studium, so oben von irgendwelchen neuen Lebensmitteln in Supermärkten verteilt, das war auch sehr gut bezahlt. Da habe ich aber keine Prämien oder irgendwas gekriegt und da es war jetzt meine Angelegenheit, ob ich die Leute angequatscht habe oder nicht. Und ich habe es dann oft nicht. Na, so drum, nachdem ich das Geschäftsmodell kenne, bin ich auf das ein bisschen allergisch, weil ich finde, das ist halt... Das zieht mich gerade richtig runter, das Thema. Ich finde, das geht so in Richtung Betrug, weil das geht nicht an die Organisation zuerst einmal. Ja. Und normalerweise ist es auch so, dass die Leute ja dann doch irgendwie nach 2 Jahren oder was kündigen und dann hat den Hauptteil die Firma. Ja. Und irgendwann einmal, dann hat es mich auch gerade persönlich gestört, hat dann eine arme junge Studentin, die gemeint hat, sich mir auch noch in den Weg stellen zu müssen dabei. Und das ist was, das kann ich persönlich überhaupt nicht ab. Wenn mich mehr anquatscht, das stört mich zwar, aber das kann ich noch so halbwegs gehirnmäßig wegfiltern. Aber sich mir in den Weg stellen, da reagiere ich wirklich allergisch. Das ist Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Und da habe ich dann das gemacht, was du vorher vorgeschlagen hast mit dem Schalldruck, die Tasten. Ich habe sie weggeschrien. Das war bei der U-Bahn-Station Handelskee zwischen der U-Bahn-Station und der Einkaufspassage dort. Und das ist eine relativ große offene Fläche. Ja. Jeder auf dem Platz hat mich gehört. Jeder. Nicht nur auf dem Platz. Ja, das finde ich, ich kann das so gut nachvollziehen, weil du bist da irgendwann total zermürbt. Oder wenn sie die Maria-Hilfer-Straße lang gehst, irgendwann nach. Und der braucht man einen festen Blick und du lachst. Schon sagen, wenn sie fragen, ich sage, keine Zeit. Nein. Ich habe da schon so eine eigene Mimik drauf, ich könnte mir einen Robo-Dance so rückwärts suchen. Ja, man muss es aber ein bisschen einstudieren. Ich bin es, wie gesagt, blöd und ich bin mir relativ sicher, dass es in Deutschland da irgendeine Verordnung gibt, dass man den Leute nicht, also sich zum Beispiel nicht in den Weg stellen darf oder nicht sich nicht direkt besonders weit von dem Stand entfernt hat. Also es gibt so Einschränkungen. Das kann sein, dass es das in Österreich auch gibt und keiner hält sich dran. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mögen Sie Tiere? Ja, gekriegt. Nee, was anderes? Amnesty International. Ja, wir sind gegen Folter. Dann werden Sie mich nicht überzeugen. Ich bin für Folter. Ja, also ich wollte es jetzt nur einfach mal loswerden. Und ich habe mal Physik studiert und zu der Zeit war ich auch absolut für Atomkraft.
Boah! Absolut. Was? Absolut. Ja, absolut. Ach so, wegen solchen Typen, nicht wirklich. Nein, nein, wirklich. Ich bin auch heute noch absolut für Atomkraft, nur halt leider nicht in der Umgebung von Menschen. Also, das ist halt das Problem. Also nicht in meiner Nähe sozusagen. In deiner Nähe nicht, nein? Ja. Und dann bin ich einmal an zwei Studentin gestoßen und die hat dann gemeint, also da haben wir halt diskutiert dann 1,5 Stunden. Geld hat es keines verdient, nicht? Aber sie hat einiges über Atomkraft gelernt. Und Reaktortechnik und so weiter. Ja, das war das auch. Ich habe einmal ein Gespräch auch gehabt, da habe ich dann gemeint, warum soll ich da was abschließen? Es gibt so Zahlmethoden wie Flatter. Man könnte doch, darf doch viel effizienter und direkter spenden. Und ja, das könnte man doch so machen. Du hast nur 10% Ausfall. Ja, genau. Das ist wenigstens konstant und weiß ich auch, da ist es transparent, was für ein Ausfall da drin ist. Aber ich glaube, das nächste Mal werde ich denen die Zeit stehlen, sodass die in der Zeit definitiv keinen Vertrag. Das ist einfach nur Dienst an der Gesellschaft. Dafür gibt es einen YouTube-Channel, wo du das lernen kannst. Ein YouTube-Channel, wo du das lernen kannst. Zeit stehlen. Ja, da gab es einen, der hat sich das zur Aufgabe gemacht. 10 Videos. Aber ist das nicht ein Bürosieg, weil du schließt ja selber ja auch die Zeit. Du bräuchtest Angestellte, die den Zeit. Du hast ein Unternehmen, das erste Jahr verdienst. Nein, wenn du das über einen YouTube-Channel wieder nennen musst. Ja. Nein, nein, stimmt, das wird ein Podcast. Ein Interviewpartner mitten auf der Straße. Die ganzen Greenpeace-Leute. Ja, wie fanden sie eigentlich? Ja, wechseln wir mal das Thema. Reden wir mal über Mad Max. Was halten Sie von dieser Speisekarte? Moment, Sie sind von Greenpeace? Ich guck mal, ich habe leider heute nichts mit Tofu dabei. Am Schluss dann der Satz, aber was auch immer ich Ihnen erzählt habe, ich darf leider nichts mehr unterschreiben. Solche Sätze, damit ist das ganze Gespräch. Oh, Entschuldigung, ich muss los. Ach, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen? Wäre dann auch eine schöne Frage. Ja, ich wollte ja bloß mal übrigens, was ich so, also ich fühle mich ja jetzt nicht wie im fremden Land und wisst ihr, wo mir das immer auffällt? Ach, Moment, ich bin ja in einem fremden Land, das ist, wenn ihr Polizeisirene hört. Das ist ja total so. Das stimmt. Ups. Ich bin ja, das ist ja woanders. Das ist arg, wenn du nach Tschechien fährst. Da glaubst du, bist in Amerika mit den Polizeisirenen. Wo ich die das erste Mal gehört habe, bin ich so richtig erstarrt. Die haben diese heulenden amerikanischen Polizeisirenen. Das ist so richtig bedrohlich. Kannst du es mal direkt am Mikrofon vormachen? Besser nicht. Beim Tschechien, da hat mir immer ziemlich gerissen. Ja. Ach ja. Freeze. Kennen Sie Elweyer? Nein. Gerade eben wusste ich ihn auch. Was war das nochmal? Nee, Leweyer. Entschuldigung, das war was anderes. Ich bin mit Elweyer in Kontakt gekommen am CCC. Auf Deutsch Elektrolumineszenzdraht. Okay. Oder Elektrolumineszenzfolie. Also das gibt es auch flächig. Das ist jetzt so der letzte Schrei zum Beleuchten von Dingen. Nicht das mit LEDs zu machen, sondern mit diesem Draht oder mit flächigen Dingen. Leuchtet nicht so hell. Mhm. Aber schaut schwer cool aus. Okay. So als Disco-Beleuchtung für Schuhbänder und so. Also diesen Draht kannst du biegen auf unter 1 mm Biegerad, sagt man da Biegeradius, ich glaube. Also ja, du kannst in diesem Kurvenradius, Biegeradius. Du kannst ihn total eng biegen, ohne dass du es brichst, cool. Was dir bei LEDs oder Leuchtstoffröhren oder so nicht kannst. Mhm. Du brauchst relativ hohe Spannung, also du kannst es mit, du brauchst wenig Leistung. Du kannst es mit Batterien ohne Probleme betreiben, aber du brauchst eben einen Spannungsvervielfacher in dem kleinen Elektronikkasten, dass das anspricht. Und dann schaut das echt cool aus. Hat einer dort gehabt in Form einer Jacke, der hat am Jackenrand rundherum meterweise orangen Draht aufgenäht gehabt und immer so mit schwarzem Garn alle 2 Zentimeter, sodass das fast wie so kleine LEDs irgendwie ausgeschaut hat und dann mit Blinklicht, der hat ausgeschaut wie eine Warnblinkanlage und das hat er 3 Tage lang angehabt und ist so blinkend durch die Gegend gelaufen. Schaut echt für alle aus. Beteiligten cool. Wie funktioniert dieser Draht? Elektrolumineszenz. Das ist so wie die Leuchtkäfer. Leuchtkäfer? Kenne ich nicht. Es ist so. Glühwürmchenmäßig? Ja, okay, doch. So ein bisschen. Wikipedia-Artikel dazu werden wir verlinken, lesen. Das interessiert mich jetzt wirklich ganz stark. Es wird nicht warm, das Zeug. Mhm. Es ist auch nicht gleißend hell oder so. Also es ist nicht
eigentlich ist es nicht Beleuchte, sondern oder Beleuchtung, das ist selbstleuchtend. Und das gibt es auch in DIN A4, dann kostet es ziemlich viel. Also so ein DIN A4 Blattleuchten kostet 60 Euro, aber 5 Meter Draht kostet 5 Euro oder so. Also du kannst ihn so rollenweise kaufen und so in allen Neonfarben gibt es. Steigt der Widerstand mit der Länge des Drahtes? Entschuldigung. Sinus, oder? Nicht der Widerstand, ja, natürlich. Braucht man eine höhere Spannung? Ich glaube nicht. Das heißt, das ist der Strom, der... Das ist nämlich nicht die Spannung zwischen Anfang und Ende vom Draht, sondern das ist so koaxmäßig. Es ist zwischen innen und außen die Spannung. Ah, okay. Die sind das ist so ein Mehrschnitt geschaltet. Genau, sozusagen. Wobei es ist nur ein Ding, aber es ist sozusagen ein urlanges Ding. Noch eine Abkürzung für dich. Uri. Ja, ja, das war was mit Strom und Schwyz, Uri und Unterwald. Spannung und da war noch mal was. Da war mal was im Physikunterricht. Aber die schon. Schweizer Kanton. Uhren, das ist schade, weil ich hätte jetzt von diesem fiesen. Nein, nee, du kriegst es. Das war jetzt, also man müsste jetzt dazu sagen, der Dennis, der kann so ein Lächeln aufsetzen, wo man sich denkt, oh, das war jetzt gar nicht, ich wollte es auf Foto festhalten, aber ich war zu langsam. Pech gehabt. Und falls du das nächste Mal, Dennis, am Schlauch stehst, ein Spezialtipp für dich, es gibt jetzt einen 24-Stunden-Schlauchautomat in Wien. Endlich. Fahrradschläuche. Haben die auch 18 und 20 Zoll? Weil das haben die meisten nämlich nicht. Das wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich zu klein. Das ist nämlich mein Problem. Also am Hundsturm, wie heißt diese Lastenradfirma, die bekannte Wiener? Auf jeden Fall, das ist eine Filiale von denen und die haben einen 24-Stunden-Schlauchautomat. Nee, ich habe die auf Reserve zu Hause lieber. In beiden Ausführungen, inklusive Mänteln. Stehst du nie im Schlauch? Eigentlich nicht, nein. Aber wann baust du das? Das sind die anderen, die auf dem Schlauch stehen. Ach so, natürlich. Ich stehe sehr oft auf den Schläuchen von anderen Leuten, nur nicht auf meinem eigenen. Das ist ein Unterschied. Apropos Fahrrad, ich habe mir gedacht, das ist ja wieder das völlig mädchenhafte Aktion. Das ist ja, ab und zu bin ich ja dann doch Mädchen. Ich habe doch tatsächlich heute in einem Fahrradgeschäft mir meine Fahrradreifen aufpumpen lassen müssen für 1 Euro. Muss ich dann bezahlen. Es ist so, ich habe mir letzten Sommer ein gebrauchtes Mountainbike gekauft. Ja. Ich hatte da vorher immer Rennräder. Und Rennradreifen pumpt man mit so einer Handpumpe auf normalerweise. Und eine dann dünne Pumpe. Ich mir so eine, einfach so eine normale, völlig unspektakuläre Pumpe, die man sich auch in die Tasche stecken kann. Ja, und jetzt hatte ich ein Mountainbike und das war irgendwie, warum auch immer, hat das jetzt erst nach einem Dreivierteljahr oder so genügend Luft verloren, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt musst du mal aufpumpen, weil jetzt fährt sich's nicht mehr schön. Dann haben wir so gedacht, das ist jetzt blöd, ne? Weil die haben so ein Ventil, diese Reifen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, mit was für einer Art Pumpe. Das wusste ich eben nicht, weil ich hatte noch nie ein Mountainbike und bin dann tatsächlich zu diesem Radgeschäft hin und dachte mir schon, der sagt mir jetzt, ob das ein Autoventil ist oder nicht, bloß zu doof bin zum Auspumpen. Und das ist ein Autoventil, ja, genau. Ich gebe dir einen Tipp. Auto ist schon bereits das Stichwort. Fahr zur Tankstelle. Für Mountain reicht es nämlich manchmal. Ja, was ich dann auch nicht wusste, ist, wie viel Druck da am besten rein soll. Und steht deswegen bin ich vorsichtshalber. Es ist sehr schwer zu lesen, aber es steht auf dem Mantel. Gut, dann, also fürs nächste Mal weiß ich es dann. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, bevor ich jetzt zur Tankstelle fahre, auf gut Glück mit einem Ventil, von dem ich mir nicht sicher bin, mir meine Reifen zerplatze, gehe jetzt lieber ins Radlgeschäft und der bin ich tatsächlich aufgepumpt und hat dann 1 Euro dafür genommen. So. Aber jetzt weiß ich es und habe mir gedacht, super. Diese normalen Tankstellen-Dinger, die so dort hängen und die man runternehmen kann, die können nicht besonders viel Druck erzeugen. Ja. Das sind nur PKW tauglich. Und das sind 2 Bar. Ja. Also aber es reicht zumindest, wenn man platt ist, weiterfahren kann, um nach Hause zu kommen oder sowas. Weiß ich nicht. Ich kenne bloß bei vielen Tankstellen, die haben ja jetzt schon diese nicht diese zum Runternehmen, diese Pumpteile, sondern so, wo du vorher den Druck einstellst. Aha, das haben wir nicht gesehen. Oh, echt?
Das ist interessant, ja. Nein, wobei, wann habe ich das letzte Mal irgendwie Autoreifendruck auf? Und war das in Österreich? Nein, das war nicht in Österreich. Ja, okay, ich kenne sie in München schon so, das ist wie so eine, schaut so wie so eine Mini-Zapfsäule aus, aber da zapfst du halt dann quasi Luftdruck ab. Und da stellst du vorher dann den Druck ein und den solltest du dann auch ungefähr wissen und so. Und also auf jeden Fall vor. Bin ich mal so ein bisschen blöd vorgekommen, dass ich zum Radlreifen aufpumpen in ein Geschäft gehen musste, aber jetzt weiß ich es ja. Es gibt ein Geschäft, das das kostenlos macht. Da kannst du sogar Tag und Nacht, glaube ich, sogar. Enzyklopädie. Jetzt habe ich vergessen, wie heißt das Geschäft nochmal? An der, wie heißt die Treppe? An was? Stiegengasse, genau. Da ist Cyclopedia. Cyclopia, glaube ich. Cyclopia, ja, genau. Die haben nämlich hier draußen wirklich so ein Ding und dann steckst du es einfach drauf, drückst und dann pumpt das Ding auf. Ach, und die zeigt haben den draußen so ein Teil. Ja. Also ich weiß ja, ich habe ja gar nicht weit weg eine Tankstelle. Hier in der Straße sind auch zwei. Gleich daneben ist IG Fahrrad, die draußen eine Pumpe. Und dann unten beim 7 Ja, ich wollte was in der Nähe. Lokal, wie heißt der Platz? Das dürfte das auch wahrscheinlich dir, bei dir in der Nähe sein. Das ist nämlich ein, circa ein Kilometer den Berg runter Richtung Stadtinneres vom Apollo-Corino aus gesehen. Wenn du den. Ja, das ist vom jetzt. Ja, ich habe doch keine Orientierungssinn. Nach links. Und dann einfach den Berg runter sausen und dann auf der linken Seite ist die Stiegengasse. Das ist. Ja. Jetzt das ist so ein kleines Gässchen. Ich lerne nämlich auszukennen. Ja. Und du warst wahrscheinlich in einem Fahrtgeschäft auf der Gumpendorfer Straße? Nee, an der linken Winzerallee. Okay, dann kenne ich es gar nicht. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch irgendwie ein Fahrradverleih und ein Gebrauchtfahrradverkauf und wie dem auch sei. Der ist da. Das war der nächste, an dem ich vorbeikomme. Wann ist eigentlich die nächste Friday Night Skating? Oh, gibt es sowas in Wien? Ja, gibt es in Wien. Okay. Ist ja nett auch. Da haben wir uns zwei näher kennengelernt. Ja, damals. Das war noch Zeit. Ja, ja. Fast hätte er mich angekuschelt mit seinem Fahrrad. Ja, ja. Ja, ich lag da gemütlich. Du lagst. Und dann kam er da angefahren. Auf der Straße rum oder wie? Von hinten. Da kam Stefan von hinten, während ich da gerade gemütlich lag. Jetzt erzähl mir, was ihr da für Attraktionen in Wien habt. Wieso, wo bist du rumgelegen und wieso kamst du dann Friday Night Skating. Fahrrad? Vielleicht meine ich was anderes mit Skaten. Das sind auch Fahrräder. Genau, das beinhaltet mehr als nur die Roller. Also ein paar wirklich beeindruckende Menschen sind da sogar zu Fuß. Laufend. Okay. Wow. Also ich kenne in München, dass sie eigentlich nur mit den Skates unterwegs sind. Und auch cool sind die Einradfahrer, weil die müssen auch ganz schön fit sein. Ja. Und nicht hinfallen, besonders bei den vielen Stops. Und das ist auch weit, also das ist für Einradfahrer. Wollt ihr mal erklären, wer da, was das für Strecke ist? Ist immer unterschiedlich. Jede Woche ist eine andere Strecke. Es ist immer im Sommer von den Grünen organisiert. Es ist offiziell eine Demo. Und es fängt um 9 Uhr abends am Freitag an. Okay. Und es müsste, glaube ich, jetzt im April oder Mai jetzt losgehen. Ja. Das muss man schauen. Ja, und es mit Inlinern und mit Fahrrädern üblicherweise fährt man da mit. Okay. Und es fängt an der Hofburg an. Und endet auch dort. Die Strecke, am hellen Platz. Und es ist immer eine andere Strecke. Nie dieselbe. Nur eben jedes Jahr wiederholen sich die Strecken. Und schon so 20 Kilometer, also ordentliche Runde. Ja, nicht so kurzen. Ja. Es gibt nur eine, die grünen, wenn es so hoch zum Grüner Berg hochgeht, da fahre ich nie mit. Ich bin einmal versucht und bin dann umgedreht, das ist mir zu anstrengend mit meinem Fahrrad. Fährst du mit dem Rad? Ja, ich fahre mit dem Rad. Da bin ich fast einmal hochgekommen und nie wieder. Das tue ich mir nicht mehr an. Also ich habe einfach keine Inline-Skates mehr, weil ich tatsächlich Fahrrad nicht so viel damit gefahren bin. Und ich kenne das aus München, da ist es immer montags im Sommer, glaube ich, oder war es zumindest immer montags. Und da sind aber praktisch keine Fahrradfahrer dabei. Und dann gibt es noch Critical Mass, das ist eine Veranstaltung, die auch eine Demo ist, aber ich glaube unangemeldet. Das gibt es in Berlin auch, die Critical Mass. Und die findet wirklich jeden, einmal im Monat statt. Ich glaube, das war der dritte Freitag im Monat. Ne? Ja, ich glaube, der dritte Freitag, das müsste dann letzte Woche gewesen sein oder vorletzte Woche.
Und dort sind alle mit dem Fahrrad unterwegs. Da geht es darum. Und die Strecke ist vorher schon gar nicht erst bekannt. Ja, da geht es auch tatsächlich nicht um diese sportliche Betätigung, ja, sondern darum, sich als Fahrradfahrer oder den öffentlichen Raum zu erschließen, weil das Fahrradfahrer ja oft ein bisschen untergehst. So. Einmal im Jahr findet die vom Rathausplatz aus statt. Dort ist dann die Fahrradmesse, dann findet die statt und es ist untertags, ansonsten ist sie eher abends. Und im Endeffekt ist es so, sobald die Critical Mass zu Ende ist, kann man beim Friday Night Skating mitmachen. Also das ist fast im Anschluss schon. Und das im Sommer mit dem mit der Critical Mass endet dann in einem Picknick vor dem Riesenrad, was auch sehr nett ist. Stimmt. Das ist dann so eher auf Familie ausgelegt, also tendenziell langsamer fahren noch als normal, weil es so Familienausflug sein soll. Und da drehen sie dann so die Schlussrunde durch den Prater und Hauptallee zurück und da verendet man vorm Riesenrad so mit, da sind dann lauter Lastenfahrräder mit Eisverkauf und Palatschinken und so weiter. Nice. Da ist dann Picknick, ja, das war sehr nett letztes Jahr. Das war das Erste, wo ich mitgefahren bin. Ja, dann habe ich ja schon wieder Betätigungsfelder für den Sommer. Ja, ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad. Ich laufe nicht gern. Also ist ja, ich bin ja eigentlich, in München ist ja so eine Joggerstadt und ich weiß nicht, ich stehe da einfach nicht so drauf. Ich finde es ganz nett, aber so richtig nicht. Also wenn ich mich austoben möchte so, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss raus, dann fahre ich lieber mit dem Rad. Und jetzt habe ich eben endlich, also ich hatte jetzt immer so ein Rennrad mit ein bisschen breitere Reifen, weil in der Stadt das ist sonst Stadt- und Kopfsteinpflaster und solche. Und, so, und jetzt haben wir eben, nachdem es hinüber war, so ein gebrauchtes Mountainbike geholt. Mhm. Ein Jugend-Mountainbike, das war etwas schwieriger Kauf in diesem Geschäft, weil, also ich bin nicht so wahnsinnig groß und diese normalen Mountainbike-Rahmen, die sind schon okay, also so klein bin ich jetzt da nicht, dass ich nicht damit fahren könnte, aber die hatten eben so ein gebrauchtes, so ein Jungsrad halt irgendwie. Und das war dann erstmal so irgendwie, ja, das ist für einen Sohn. Und ich so, nee, ich wollte eigentlich für mich ein Rad. Ne? Und dann haben wir mit dem Verkäufer, der hat ewig umeinander getan, irgendwie, ja, und der Frau, ein Herrenrad. Und ich so, also das war ein schwieriger Kampf und dann brauche ich nur Licht. Ja, brauchen sie ja jetzt irgendwie, ach, nehmen sie das Billigste und dann irgendwie das Schloss, ja, zu dem gebrauchten Rad. Aber Sie als Frau, Herr Herrenrad, das Licht, das müssen Sie dann, das können Sie dann über einen USB-Anschluss an dem Computer aufladen. Wissen Sie, was USB ist? Ja, ich weiß, was USB ist. Universal Serial Bus. Ja, den hätte ich jetzt nicht auf Anhieb rausgekriegt. Aber, also es war ein bisschen ein schwieriger Kauf, dieses Fahrrad. Aber jetzt habe ich eben ein Mountainbike und habe festgestellt, dass es das gerade in der Stadt eher anbietet, weil da kann man so schön auch mal irgendwelche Geschwellen überwinden und bleibt nicht in Trambahnschienen hängen. Oh, ja, das bin ich. Das sind schon Schmerzen auf der... Ja, das war mit meinem Fahrrad auch ziemlich lustig. Also das habe ich trotz meinen breiteren Reifen waren die immer noch Trambahnschienentauglich. Also die habe ich schon ein paar Mal mitgenommen. Nee, also jetzt sagt er mir Mountainbike. Und dann, das ist schön zu wissen, dass ich mir da dann freitags austoben kann. Und jetzt die Verbindung zu dem Draht, das wird sich doch gut als Sichtbarkeit machen, also dass man gesehen wird. Ja. Es gibt ja einen Unterschied bei Fahrradlichtern. Das eine Licht ist dazu da, um was zu sehen, das andere, um gesehen zu werden. Also nutzen sich teilweise, ich weiß nicht, mit welcher Technologie das gemacht hat, aber diesen Speichen, diese komischen... Das sind LEDs. Das sind LEDs. Okay. Die habe ich einmal gehabt von... Finde ich uninteressant. Das Hübscheste, was es dazu gibt, ist, dass du vier Reihen von LEDs hast, die kreuzförmig angebracht sind. Schön. Und dann ein bisschen Elektronik dazu und dann Fullscreen-Video am Schirm sozusagen hast. Das kriegst du hin, kostet aber die Kleinigkeit von so um die $1,000, was mir dann doch ein bisschen zu teuer war. Darum hatte ich dann nur so zwei Dinger mit Muster und so. Ist nicht so cool, aber war auch nett. Ja, kannst du die Konsole darstellen? Brauchst du nur eine Tastatur neben dem Rad? Ja, dann kannst du schon einloggen. Was mich hauptsächlich gestört hat, ist, ich führe pro eine Reihe mit, ich glaube, 10 Leuchtdioden. Die waren super hell, die waren an und für sich hübsch. Aber hast du 3 Minium-Batterien drinnen. Mhm. Und die sind doch relativ weit von der Drehachse weg. Das heißt, du hast eine ziemlich hohe
Unwucht war gar nicht so das Problem, aber du hast einfach eine hohe dynamische Masse. Das heißt, bis du auf Schwung kommst mit dem Rad, dass du das Gefühl, du fährst mit einem 30-Kilo-Rad da jetzt los. Ja. Und dann verbremst du das bei jeder Ampel wieder. Das ist nicht lustig in der Stadt. Ausrollen. Ja, egal ob rot, interessiert mich. Ausrollen. Nee, ich meine vorzeitig schon ausrollen, das mache ich auch meistens. Ich bremse nicht. Weil sie nicht an die Ampel umschaltet. Ja, das ist nicht sehr praktikabel. Ja, gut. Monkey Electric heißt die Firma, von der ich, von der mir der Name nicht eingefallen ist, mit dieser Fahrradbeleuchtung. Also das ist, der kostet, das Einzelding hat gekostet 100 damals. Nein, 200 gekostet. Und für ein Rad eben für Full Circle Video sozusagen $1,000. Und das, eigentlich haben sie das gedacht, als Werbemaßnahme gar nicht so sehr, dass du es am Rad mitnimmst, sondern dass es sich Fahrradfirmen ins Geschäft reinstellen. Mhm. Also du kannst sozusagen kaufen einen Ständer mit einem Fahrrad und einem Elektromotor, der das Fahrrad dreht, damit sich dann die Leds darauf entsprechend drehen, dass du da dann ein Video drauf machst. Das war ja klar, das ist das aus dem Schaufenster heraus. Dann genau. Diesen Draht, den möchte ich das haben. Also da bin ich den Draht kriegst du bei Amazon, ist kein Problem. Ja, da also würde ich ein bisschen mit meinem Fahrrad das Ding bekleben. Kriegst eben auch so mit dem Batterieding gleich dran, je nachdem wie lang, entweder mit 9 Volt oder mit 2 Mikrozellen und so. Ist kein Problem. Vorne, hinten, überall. Ja. Ich habe nämlich sowieso das Problem, dass ich nirgendwo die Möglichkeit habe, so richtig ein Licht nach hinten festzumachen. Und Um einen Rahmen immer wieder rumwickeln, ne? Dann kriegst du schon genug Fläche zusammen, die leuchtet. Und dann sitzt. Ich bin gerade am Überlegen, was man damit stricken kann. Cool, ja. Stricken, genau, man sitzt. Dann habe ich einen beleuchteten Hintern. Eher, was ist denn größer als Stricken noch? Flechten? No, du kannst schon auch relativ großmaschig stricken. Also aber es ist halt Plastik, ne? Also das willst du nicht am Körper auf jeden Fall haben. Ja, gibt's oder andere Sachen. Naja, Weben. Weben ist vielleicht wie sie es in auch dem machen, Fall besser, ja. Weil es ja nicht, in, also Draht war nur ein Beispiel, es gibt ja eben flächige Sachen auch. Es gibt auch so Sachen wie Baseballkappe mit einem Logo drauf, mit einem bunten, das dann leuchtet, weil es in allen Farben eben auch gibt. Und auch so Rucksäcke habe ich auch schon gesehen mit Logo drauf, dass dann halt von hinten bunt leuchtet. Die komplette Fahrradmantel aus dem Material. Das habe ich noch nicht gesehen. Das wäre es. Für Fahrrad gab es auch, was relativ billig ist, aber auch nur viel kleinerer Effekt, sind die Ventilkappen mit LED drinnen und Knopfzellenbatterien. Das ist generell auch Kühlschrankmagneten mit diesen Knopfzellen-LEDs, da wird Leuchten einiges, wird einiges angestellt als Gags oder Verwendung. Na, aber der Draht mit Fahrrad, das haut auf jeden Fall hin, ja. Ja, weil dann werde ich endlich besser gesehen. Das ist derzeit noch ein Problem. Weil fürs Gesehen werden geht es ja auch nicht so aufregend darum, dass du jetzt die Uhr-Lichtleistung zusammenbringst, sondern eher, dass du Kontraste hast zwischen dunkel und hell und das kannst du mit Draht. Also meine Reifen haben ja alle Reflektorenbänder drin und das ist ja schon heutzutage normal. Deswegen braucht man ja heute diese Speichenreflektoren ja nicht mehr, weil die Reifen reflektieren selbst. Und aber nach hinten hin habe ich ein großes Problem. Also hin nach hinten brauche ich irgendwie ein rotes Licht, ein ordentliches. Ja. Mal schauen, wahrscheinlich hinten am Sitz festmachen. Dann bin ich eine Leuchte. Endlich. Ich habe noch ein. Ja. Was hast du denn noch? Ich habe noch zwei Themen, die werde ich aber ganz durchbrechen. Zwei Spiele. Moment, ich möchte nicht, dass wir die vierte Stunde wieder anfangen. Ja, haben wir doch schon längst. Haben wir die schon? Nein! Haben wir schon? Was? Echt? Die vierte? Na. Sind wir zu der Beleuchtung? Nein, die vierte, glaube ich, haben wir noch nicht. Also wir wollen, hier ist zu wenig Licht. Wir schaffen es schon noch. Mikro, da war denn, ja, wir, Ich kann lesen. Ja, du musst ganz still sein. Ja, du hast nur noch 3 Minuten Zeit. Okay. Jetzt nur noch 2. Gutes Buch. Dennis, ich habe die Chance, den Dennis zu Shownote schreiben. Soll ich denn dann noch alles? Tod auf den Nil. Ah ja, ich kann ja dann meine Themen von der Herzog Lünk.
Film, ja, sehr gut, der war gut. Ja. My son, what have you done? Wunderbar. Erst einmal ausufernd über David Lynch und Werner Herzog reden. David Lynch? Ja, die haben gemeinsam einen Film gemacht. Aha. Der David Lynch und der Werner Herzog. Da wissen wir ja schon, wo wir nächste Woche drüber reden. Na gut, dann doch die Variante. Haben wir das eigentlich für irgendjemand, doch wir erklären es gelegentlich mit dem Shownotes schreiben und warum wir nicht über 3 Stunden kommen wollen. Warum Dennis nicht möchte, dass wir über 3 Stunden ja, kommen. Weil ich sonst die Shownotes schreiben muss. Für die 40 Stunde. Daran, wenn, dass ich sie geschrieben habe, wenn da ganz komische Sätze vorkommen, wie zum Beispiel ihr Computer wird jetzt heruntergefahren und solche Sachen, das muss dann von mir stammen. Ja, es wird aufgeteilt, kann man mal sagen, oder? Die Shownotes. Erste Stunde. Ja, genau, ja, es geht immer nur um die zweite Stunde mache ich. Ja. Die dritte Stunde, drück mal dem Stefan aufs Auge. Ja. 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 Der ist schon abgehauen. Geflüchtet. Ja. Und wenn es wirklich eine 4. Stunde gibt, die muss ich dann schreiben. Aber bisher hatten wir noch keine volle 4. Stunde, Gott sei Dank. Volle 4. Stunde, glaube ich, kriegen wir heute an dem Nein, die kriegen wir jetzt nicht. Jetzt mach doch schnell. Ich mach die schnell. Ich hab da noch einen langen Zettel. Ich mach die 2. Nein, ich mach das ganz, weil da sind auch so 2 leichtgewichtig. Ich habe einen Humble Bundle für die mobile Plattform Android gekauft. Ja. Und eigentlich wegen den Lara Croft Go und eigentlich wegen den Lara Croft Go, was ein Denkspiel ist. Aber ich erzähle zuerst über Framed. Framed ist nämlich auch so ein leichtgewichtiges, nettes, man kann nicht sagen Denkspiel, aber es hat ein lustiges Konzept, weil wenn du es öffnest, dieses Programm, dann siehst du mal ein Comic mit verschiedenen Panels. Panels sind die einzelnen Bilderchen. Ja? Mhm. Und das spielt einen Film ab. Es ist so eine Agentenstory, jemand flüchtet mit einem Aktenkoffer. Und dieser jemand wird von einer Wache dann in einem der Panels aufgehalten und in die Ecke gebracht. Oder zumindest muss er Hände hoch machen. Und du schaffst es, durch das Umsortieren dieser Panels die Geschichte zu beeinflussen. Und je wie du das irgendwie anordnest, diese einzelnen Panels, gibt es verschiedene Ausgänge dieser Geschichte. Und wenn du es richtig gelöst hast, dann kommst du auf die nächste Seite und verfolgst so die Geschichte weiter. Und ich fand das ziemlich putzig einfach. Also es ist jetzt, cool. Ja, es ist wirklich im positivsten Sinne casual, weil es strengt dich nicht wirklich an. Es ist auch ein bisschen Try and Error, aber nicht so viel. Du kannst schon eine Logik erkennen. Es fordert dich nicht so viel, aber es ist auch. Der Soundtrack ist hübsch, die Ästhetik ist hübsch, kann man einfach mal machen und für Humble Bundle war es wohl fein. Und das zweite, was ich besprechen wollte, ist die Lara Croft Go. Das ist von Square Enix Montreal. Das ist ein Ableger von Square Enix. Und ich habe schon mal so, das ist quasi ein Brettspiel, das man am Tablet spielen kann. Ich habe schon mal Hitman Go gespielt, das war irgendwie aus derselben Reihe und du spielst da eigentlich so also in diesem Fall die Lara Croft auf so einem Spielbrett, wo du Felder ziehen musst, also du kannst nicht einfach nur stehen bleiben, sondern musst eine Aktion setzen und wie beim Lara Croft Universum so ist, also wer die Lara Croft nicht kennt, das ist eine Grabräuberin, die stiehlt Artefakte aus irgendwelchen Tempeln und bringt Tiere um. Damals ein starker Frauenheld. Ja, heutzutage wird man vielleicht den Charakter ein bisschen anders, weniger ausbeuterisch anlegen, wird auch heutzutage betiteln. Aber bei diesem Denkspiel, was ich schätze, dass teilweise bei Hitman Go waren die Rätsel fast noch knackiger, aber hier kann man auch schon ganz gut puzzeln. Und es ist so eine Kombination aus vielen kleinen Elementen, wie du musst halt Säulen verschieben oder hier musst du timen, wie du an den Gegner vorbeikommst. Und dann hast du verschiedene Gegner. Der eine Gegner verfolgt dich über mehrere Felder, der andere, der schnappt einfach zu. Du bekommst dann vielleicht einmal ein Item, das du einsetzen kannst. Und im Gegensatz von Hitman Go, was noch ziemlich ein Brettspiel von der Ästhetik her war, ist das grafisch sehr imposant inszeniert. Also sie rennt dann, sie macht dann teilweise bei Zügen, dann dreht sie sich so elegant über Abgründe hinweg und so. Und es kommt auch so ein bisschen Action auf, aber es ist rein rundenbasiert. Also du musst nie auf Reaktion oder so gehen, sondern es ist immer nachdenken, Züge abwarten, ziehen, herausfinden, wie eine Höhle funktioniert. Und so bekommst so ein richtig gutes Feeling. Ich glaube, ich habe noch nie in Lara Croft teilgespielt, aber so eine Höhle zu bezwingen irgendwie. Das ist
gut. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, also zwei Dinge, die ich zu bekritteln habe. Eines ist, sie haben so ein Side-Game eingebaut, dass so kleine Tontöpfe in den Levels versteckt sind. Da musst du ziemlich genau schauen und dann klicken und dort kannst du da zusätzliche Outfits freischalten. Ich bin da irgendwie jetzt mittlerweile angesteckt durch meine WG auch so zu einem Komplettionierer geworden und muss das machen, aber es nervt, wenn man das teilweise nicht sehen kann und teilweise bin ich dann auch schon so mit zuen Augen und tippe überall auf jedem Schirm einfach nur mit diesem Tontopf irgendwas treffe und das fand ich nicht so cool, weil es irgendwie dieses Denk-Nach-Denk-Konzept bricht. Und das Zweite, da möchte ich aber... Ein schickes Outfit an. Ja, das ist, ich habe so ein schickes, meinst du? Ja, genau, das habe ich mir freigeschaltet. Das ist das Lara Croft Antarktis Outfit. Und, Bikini. Ja, Bikini-Style. Ja, und das Zweite ist, das möchte ich aber auf dem Spiel fast nicht. Es ist sehr, es läuft flüssig und super. Nur in allen Leveln auf diesem Tablet, wo ein Stein vorkommt, so Indiana Jones-mäßig, die so runterrollen und die verschwinden aus dem Spielfeld, weil sie einen Abgrund runterrollen, stürzt dieses Tablet ab. Also nicht das Tablet, sondern das Spiel ab. Das macht einen wahnsinnig natürlich. Ja, das ist ein Spielelement. Du darfst die Steine nicht runterfallen lassen. Naja, weil, also wie ich mir dann geholfen habe, ich sitze dann auf meiner Couch vollkommen unzufrieden, dass ich dieses wahnsinnig hübsche Spiel nicht weiterspielen kann. Es gibt aber da die Möglichkeit, sich über dieses Google Play, was ja eigentlich auch unsäglich ist, man muss beten, dass das noch irgendwie noch länger erhalten wird, oder ich weiß nicht, muss man da hoffen, dass es abgeschafft wird. Aber da hat es mir jetzt mal geholfen, weil da kann man Cloud Save einschalten und dann konnte ich bei diesen Leveln dann auf mein Smartphone wechseln, dort weiterspielen und dann, wenn das Level beendet war, wieder zurück aufs Tablet wechseln und so konnte ich das umgehen. Ist sehr traurig. Ich möchte es nur nicht dem Ding anzulasten, weil ich glaube fast, ist halt das Problem, dass Android doch so ein bisschen in dieser Beziehung eine Windows-eske Plattform ist. Da ist Version plus die Anpassungen des Herstellers, ja, glaube ich, dass hier der entscheidende Faktor ist, dass das nicht funktioniert. Man kann eine Software nicht mit allen Geräten testen. Meine Freundin hat ja ein Android-Spiel entwickelt und allein schon wie viele Bildschirmauflösungen es gibt. Ja. Wahnsinn. Ja. Und sie haben sich dann auf zwei Geräte sozusagen konzentriert. Alles andere haben sie längst liegen lassen, weil sie gesagt haben, das hat keinen Zweck, das da auch noch für zu entwickeln und die Grafiken zu... Weil für jedes brauchst du extra Grafiken. Ja. Also eine Frage ist, gibt es Android-Apps? Die hat ein Spiel entwickelt. Die ist nicht hier im Podcast? Nein. Wird es aber Zeit? Ja, habe ich auch schon gesagt. Ja, dann. Derzeit entwickelt sie ein 3D-Spiel. Alles für die Uni. Ja, bitte schau vorbei. Ja, ich muss ihr das sagen, dass sie das sich anhören muss. Ja, die vierte Stunde musst du ja eh vershownoten und dann musst du halt sie daneben setzen. Genau. Und dann, hallo Freundin von Dennis, komm bitte vorbei. Ja, das geht leider nicht, weil sie möchte nicht gestört werden, deswegen trage ich Kopfhörer. Damit sie in Ruhe die Sachen programmieren kann. Ich glaube, das ist wieder so ein tiefgehendes Missverständnis. Sie will nicht von dir gestört werden und vom Podcast. Ach so, und doch, das ist ja im Prinzip dasselbe. Du redest den Podcast. Das ist der Realtime-Podcast. Das ist dann sofort der Wandelnde. So. Ich hätte noch was. Ihr wollt mich nur ärgern. Ich habe meinen lokalen Markdown-Experten gefragt, wo ich den guten Markdown-Cheat-Sheet bekomme für die Anna. Und der hat mir was Generelleres empfohlen, was ich euch hier mit allen empfehle. Seht ihr die Fragezeichen über dem Kopf von der Anna? Macht nichts. Kennt ihr die Webseite LearnX in Y Minutes? Das ist eine Webseite, die Cheat-Sheets für Programmiersprachen sammelt. So zum Anschauen mal, wie sich was so anfühlt. Nicht? So für die ersten 10 Minuten ist das nicht unpraktisch. Die haben sicher 50 verschiedene oder 70 verschiedene. Ich halte nichts von Cheaten. Ich bin voll dafür. Du machst try and error dann. Ich halte mir raus. Noch. Ja, genau. Ich spiele spiel demnächst City Skylines per Brute Force. Klingt nach viel Klickarbeit. Oder SimCity 2000 per Brute Force. Und ich habe jetzt beschlossen, ich will diese Zeitungswebseiten nicht mehr anschauen. Mir geht das jetzt am Nerv. Trotz
werbegeblockt und so weiter. Ich mag es nicht mehr sehen. Und habe mich wieder daran erinnert, dass ich früher so gerne die RSS-Feeds im Google Reader gelesen habe, den es ja nicht mehr gibt. Jetzt habe ich geschaut nach einem anderen Reader und jetzt momentan lese ich in Feedly. Benutze ich auch, ja. Und peinlich, ganz peinlich ist, ich benutze in der Zeit auch noch. Also schön finde ich ihn nicht, aber funktionieren da halbwegs. Ja, also es beschweren sich viele, dass es dass Googles dass Fefes Blog drin mies aussieht. Stimmt ja auch. Aber das liegt nicht an Fefe, sondern an dem Reader. Und ich will weg davon. Ich will eigentlich selber sowas betreiben. Was ja eigentlich auch nicht schwer wäre. Ja, aber die meiste Software ist in PHP geschrieben. Wie soll ich die zum Laufen bekommen? Software? Ja, die meisten, also... Du willst kein PHP laufen haben zu Hause. Genau, richtig. Also, schreib das ja mal in Ruby. Ja, habe ich schon dran gedacht. Bin nur noch nicht zugekommen. Also im Prinzip für die, die sich jetzt nicht auskennen. RSS-Feeds, wenn man die liest, das abonniert man. Das passiert so, dass man da in der Software sagt, ja, ich interessiere mich für diesen RSS-Feed. Man geht auf die Seite, nimmt sie sich den raus. Wenn sie diesen Podcast abonniert haben, dann kann man sagen, sie farben gerade ihre Finger darin. Ja, und man hat den RSS-Feed dann in seiner Software drin. Man kann sie sich eben auf seinem lokalen Gerät, zum Beispiel im Aggregator vom KDE, ich weiß nicht, wie das ein Windows-Programm dafür heißen könnte, da kann man sich die abonnieren. Aber eigentlich möchte ich das dann doch lieber verteilt haben. Das heißt also, alle meine Geräte sollen wissen, dass ich das schon bereits gelesen habe. Und dafür brauche ich dann einen Server. Und gar nicht mehr darstellen, was du schon bereits gelesen hast. Richtig, genau. Und dafür gibt es dann Server-Applikationen. Und Feedly ist sozusagen ein Anbieter, der das anbietet. Nicht die Software, sondern als Service. Und das Problem ist nur, die wissen ja sozusagen alles. Die wissen genau, was mich interessiert. Die wissen genau, was ich gelesen habe und was ich abonniert habe. Das möchte ich aber nicht, dass die das wissen. Also würde ich gerne selber eine Software betreiben und die meisten RSS-Reader-Server-Software ist in PHP leider geschrieben. Dafür gibt's, die gibt es wie Sand am Meer. Also ich habe mal auf Anhieb 5 verschiedene Software gefunden und ja, ich hätte ich das nicht, gerne bei mir ist in das mit dem RSS-Feed lesen klang es noch an einer ganz anderen Stelle, nämlich den RSS-Feed selber. Die ganzen News-Seiten sind daran interessiert, dass man die Webseiten trotzdem besucht und die stecken dann einfach nur noch Teaser-Sätze rein und dann muss das dann erst recht öffnen. Das geht dann beim Feedly da hat man so eine Web-Ansicht und so. Mhm. Ja, und das ist die Quote um so viel niedriger, wo du reinschauen musst. Ja, genau. Weil du ja nur die liest, dann wirklich, die dich wirklich interessieren. Es hilft schon, aber genau, so diese große Idee, das RSS und liefert es aus und so. Und ja, es ist, man kann sich damit helfen. Feedly benutze ich auch. Ja, ich benutze es noch, aber das sage ich schon seit fast 2 Jahren. Und suche derzeit noch nach Alternativen in der richtigen Programmiersprache. Ein Ding am Zutritt, da habe ich mich sehr geärgert. Das ist gar nicht so lange her, 1 Jahr oder 1,5 Jahre, den Dilbert RSS. Da steht jetzt nur noch drinnen, bitte Webseite besuchen, wenn Sie danke. Ja, das ist dann halt irgendwie. Es gibt aber eine eigene Comic-Reader-App dafür. Man kann viele Seiten zu einem RSS wieder machen. Mhm. Da gab es mal was von Yahoo. Yahoo Pipes, der hat aber unser Bierdorfer krude RSS-Feed für Ungeduldige, der war basierend auf eine Pipe, die der Stefan, ein Hörer von uns erstellt hat, genau, basierend. Ist auch eingestellt, leider. Ja, Yahoo würde ich derzeit auch nicht wirklich zu raten. Es sieht ja danach aus, als würde Yahoo jetzt wirklich zum Ausverkauf gehen, also sozusagen Sonderschlussverkauf. Jeder darf sich an Yahoo greifen. Also ich werde demnächst alle meine Konten, die ich bei denen hatte, schließen und die Daten löschen lassen. Ja, Tumblr muss ich jetzt noch die Kronjuwelen dann jetzt. Oder? Ja, Tumblr eben. Das ist das Einzige, was man noch so kennt als Begriff aus einem Yahoo-Mail. Das Interessante ist, wie kommen die auf solche Zahlen? Tumblr ist angeblich noch 2 Milliarden wert, Alibaba ist noch so viel wert. Ist, okay, ist nur ein Teil von Yahoo. Ein Teil ist auch eigenständig von Alibaba.
Und dieser Teil davon ist so und so viel wert. Und Yahoo selber, $0. Wie kommt ihr auf $0? Soll das wirklich jetzt $0 wert sein? Haben die keine Gebäude, keine Immobilien? Haben die keine Software? Haben die keine Leute? Haben die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ja, aber trotzdem ist das nicht 0 Euro, sondern das wie kann das sein? 100 Millionen, exakt, Miese. Wie kommen die auf exakt 0 Euro? Ja, das sind alles so... Wirtschaftsberichterstattung. Ja, das ist aus der Luft gegriffen. Ja, ja, das ist ja... Also im Prinzip könnte man dann schon den Wert eines Unternehmens anhand der Buchstaben auf deren Homepage messen. Das ist ja genauso gut. Macht man eh, das ist ja ein Standard. So kommt es mir wirklich vor. Auch das, ja, stimmt, ich wollte ja über Minecraft reden. Das Watching 2 Millionen. Das wusste ich, wo wir die Schallmauer durchbrochen haben. Haben wir es? Ja, ja. Sehr gut. Ja, die Schallmauer. Ich werde euch alle zusammenbrüllen anschließen. Das ist die Schallmauer. Ich muss jetzt weg. Ja, ich habe am Wochenende vor Ostern mal wieder Minecraft gespielt. Version 1.9 ist ja inzwischen draußen mit dem Combat Mode. Es ist ganz interessant, weil jetzt kann man ein Schild noch in die andere bisher freie Hand nehmen und mit der kann man sich verteidigen und dieses Schild hält wirklich so viel ab. Das ist wirklich interessant. Mhm. Also für die, die Minecraft nicht kennen, das ist so ein Open-World-Klötzchen-Lego-Spiel mit RPG-Elementen. Das heißt, man kann, ja, es gibt Dörfer, da kann man mit den Dorfbewohnern handeln. RPG ist ein bisschen weniger drin. Aber man kann halt ziemlich gegeneinander Sandkasten, oder? Da bauen die Leute so Sachen wie Computerschaltungen oder sie eben irgendwelche Redstone. Realen Gebäude werden minutiös detailgetreu nachgebaut. Ja, es gibt jede Menge Videos auf YouTube. Besonders Anleitungen, wie man einen kompletten Turing-fähigen Rechner in Minecraft baut. Mhm. Sympathischer Programmierer eigentlich gewesen, hat aber jetzt mittlerweile an Microsoft verkauft. Ja, für 2 Milliarden. Ich weiß nicht, wie die auf diesen Wert kommen. Jetzt wieder mal. Ja, deswegen bin ich auf Minecraft gekommen. Kommt, ja, okay. Ja, und ich finde, ja, Minecraft ist immer noch ziemlich toll und die neuen Funktionen haben echt was hergemacht. Okay, also ja, 1.9. Wenn ihr weiter ständig vom Spiel redet, dann muss ich ja auch irgendwann mal wieder. Ja, ja, ein Spiel anfangen. Wie wär's mit Minecraft? Nein, Minecraft ist gerade so ein... Es gibt ja tolle Spiele. Oder Hardware-Hack. Wir haben fünf Stunden ungefähr gespielt. Es gibt viele gute Spiele Stunden in verschiedensten Sachen. Wenn du mehr auf Geschichte stehst oder so. Zum Beispiel Gone Home fand ich nicht. Also ich mir persönlich jetzt nicht. Oder Stanley's Parable, wenn man was abgedreht hat. Ja, genau. Oder so. The Beginner's Guide. So ich bin sowas von gar nicht mehr auf dem Laufenden. Vielleicht. Ja. Aber wie gesagt, das frisst ja dann wieder Zeit. Ja. Ja. Wir freuen ja nicht so alles in World of Warcraft-Dimensionen sein. Zeit fressen. Anfangen würde ich mit The Beginner's Guide. Das ist schon passend vom Namen her. Obwohl, in dem Fall sollte man schon ein richtiges Computerspiel gespielt haben. Also, was ich ewig schon mal wieder spielen wollte und mal durchspielen wollte, das ist so albern, aber mir stinkt es, dass ich es nicht fertig gespielt habe. Nein, Monkey Island 3. Ah ja, genau. Das habe ich einfach, da bin ich mittendrin, habe ich dann aufgehört und dann haben wir gedacht, ach, das ist jetzt... Ich habe den Dreierteil leider durchgecheatet dann am Ende. Echt? Ich habe mittendrin mal aufgehört. Ich bin irgendwann bei irgendwelchen Hühnern hängen geblieben und dann war es weg. Hast du Elite gespielt? Das neu? Elite Dangerous? Er hat, glaube ich, irgendwann mal... Hast du gesagt, du hast das Vor-Abo da? Diese Vor... Na, das war der Hop. Das war der Hop. Ja, genau. Ich habe ja auch, also eigentlich könnte man eine super Rubrik machen. Ich habe ja zu Hause noch eine Rubrik oder, also wenn wir schon bei so Speisekarten-Podcasts sind, wäre auch ein super Podcast. Ich habe ja zu Hause mindestens 200 Disketten mit alten Spielen und Sachen. Und da könnte man pro Folge auf Goldgräber-Fund machen und einfach mal so beide Diskettenseiten durchprobieren, was für Spiele drauf sind. Ja, beide Diskettenseiten.
Also pro Folge halt eine. Genau. Ja, genau. Diskette rumdrehen. Bitte drehen Sie jetzt die Diskette um. Und dann über diese Spiele berichten, weil da sind teilweise Sachen drauf, die einfach, ja, die kommen ja zu finden. Doch, doch, irgendwie so ein bisschen Archäologie. Ja, ich habe zu Hause einen C128, den kann man ja im 64er Modus betreiben. Sogar mit, selber gechippt mit einem, ist kein Dolphin DOS, aber auch so ein schnelleres, wo ich mit einem selbst, da habe ich da extra ins Plastikgebäude, Gehäuse reingebohrt, so ein Kippschalter, da kann man zwischen Schnelllader und Nicht-Schnelllader umschalten. Ja, ja, heiß. Und ich konnte lange Zeit nicht spielen, aber ich habe jetzt einen Quick Joy oder heißen die Joy? 450 Mal schneller laden. Wirklich wahr? Ja. Boah. Wie ist das? Final Cartridge? Ja. Final Cartridge hatte ich auch. Das Final Cartridge 3 war mein erstes Mod. Aber das Action Replay, das war eigentlich dann noch besser. Sehr cool. Ja, schön, schön, schön. Ja, das wäre auch eine Podcast-Idee, aber das ist das nächste Mal vielleicht. Darf ich da vielleicht ganz kurz zum Abschluss an einem Rande noch sagen, du bist aus deiner WG der sagt, der spielt am wenigsten von allen. Würde ich jetzt nur gerade so mal anmerken. Ja, es ist auch, es wechselt dann immer. Also im Laufe meiner WGs bin ich immer dann mehr zu Gamer-Persönlichkeiten dazugekommen. Das fährt dann mit der Zeit dann doch ab. Ich habe da am Anfang, wenn man so zurückhört, irgendwie, glaube ich, 2-3 Jahre irgendwie bei den Bierdochen oder so, wird man öfters einen Satz von mir hören, ich gehe mir ja ganz selten, aber ich habe das Spiel. Mittlerweile kann ja, ich das ja, nicht ja. mehr behaupten. Das war, jetzt wechselt sich es, wieder bin ich ordentlich reingekommen ins Spiel. Ja. Ich spiele ein bisschen. Ich kenne die Spielelandschaft, weil ich mich für Computerspiele besonders dafür interessiere, wie man sie bedient und wie sie funktionieren. Also für den Menschen, diese Interaktivität zwischen Mensch und dem Spiel, dafür interessiere ich mich ziemlich viel. Und daher weiß ich einiges jetzt doch über die aktuellen Spiele immer. Mhm. Besonders diese Geschichte, wie allein schon Charakterdesign, wie man aussieht, wie sich das jetzt in den letzten Jahren mal eben verändert hat, dass man jetzt, früher waren das bei den Sims, waren da so Schieberegler an den Seiten, wo du dann die Person gestalten kannst. Jetzt kannst du an dem Gesicht dran rumziehen und ja, und die Leute machen in diesen Engines ja auch dann selber eigene Sachen und so. Es ist wirklich faszinierend, ja. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, also auch wenn ich viel spiele, ich so riesenkomplexe Spiele, also so, weiß nicht, Witcher 3, das Rollenspiel oder so. Ich habe noch immer den Spitznamen in ganz Casual Gregor, weil ich immer nur so kleine Games, die mir eine putzige Geschichte erzählen, habe ich auch sehr gern. Ein bisschen also den Witcherchen. Ja, genau, den Witcherchen, Desktop-Witcherchen in Anime-Style vielleicht, so klein, der kleine Abenteuer erlebt, das liegt mir näher. Mich überfordert das. Ja, genau. Der Riemchen im Wunderland. Also bei mir ist der Umfang, kann mich schon schneller schlagen und mich demotivieren. Ey, das ist Kröllchen. Oh, das klingt aber gut. Das könnte mit einem Speisekarten-Podcast machen. Elders Kröllchen mit Nougat-Creme. Klingt so ein Schinkenröllchen. Ja. Ach, und Skyriemchen. Eieiei, okay. So. Mit Babydrachen garniert. Mm. Da läuft mir direkt das Wasser im Munde zusammen. Wir müssen Schluss machen langsam, oder? Hat noch jemand wirklich... Gibt es ein Special zur nächsten Folge? Weil es ist ja ein Jubiläumsfolge. Das stimmt. Ah ja, 250. Boah, ich ja fast dabei. Dabei wollte ich euch ja eigentlich noch gestehen, dass ich nächsten Dienstag keine Zeit habe, weil ich nochmal die Antwort habe. Das passt gut, weil ich gefragt wurde, ob ich am Dienstag nicht was unternehmen kann. Also entweder Montag oder Mittwoch, wie ihr wollt, kann ich mich nach euch richten. Oder ihr nehmt am Dienstag einen... im Horst auf, aber 250 ist 250. Mit dem Horst? Ja. Nein! Nee, der ist ja dann nur, hoffentlich kann er montags. Ja, hoffentlich kann er montags. Der Montag wäre mir auch ganz schlecht. Ich werde es wieder vergessen. Ach, was ich glaube zur Zeit, es ist der erste Jahr 1970. Du lebst, wach endlich auf, du lebst in der Vergangenheit. Stimmt. Sie erleben hier live Terminfindung. Erst hier 2014 ist gar nicht so schlimm. Bedingungen nur mehr ein paar Kilometer weiter. Es scheint sich zu verdichten, dass der kommende
Biertaucher-Podcast an einem Montag aufgezeichnet werden wird. Dienstag wäre mir schon lieber. Ja. Nein. Vielleicht sagen wir trotzdem jetzt einfach mal auf Wiederhören. Die Unschärfe. Ja, aber die werden das einfach ins Titanpad reinschreiben. Also wenn ihr unter biertaucher.titanpad.com, das ist das eine. /250 schaut. Und das zweite ist, wir werden sicher wieder auch auf Twitter veröffentlichen. Yes. Nämlich unter biertaucher.at. Ja, genau. Wir haben ja unseren schnicken Twitter-Account, wo wir... Und auf der Webseite wird es auch stehen. Das ist Montag und Mittwoch ginge bei mir beides. Dann lassen wir uns vom Horst überraschen. Genau. Hörstchen. Noch das also Horst, wann machen wir da auch ein Podcast? Okay. Herr Jens. Herr Jens. Schön war's. Aber lang. Schön war's, die Herren und die Damen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. 3 Stunden 2.